Hallo und willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Elia T. und ihr seid bei ET Video und Content. Vielen herzlichen Dank, dass ihr auch heute zu dieser Sondersendung mit eingeschaltet habt. Liebe Freunde, aus gegebenem Anlass melde ich mich früher zurück als gedacht. Ich dachte erst heute Abend wieder auf Sendung gehen zu können, gehen zu müssen, auf jeden Fall mit euch wieder zusammenzukommen. Und dann ist mir eine Information zugeschustert worden, die mich veranlasst hat zu sagen, nein Eli, lass alles stehen und liegen und komm doch noch einmal früher mit den Leuten zusammen, die hier auf dem Kanal so zahlreich sich schon eingefunden haben. Liebe Freunde, aus gegebenem Anlass reden wir heute vielleicht wahrscheinlich sogar mehr mit ihm selbst als über ihn. Wir wissen nicht, inwieweit er und wie lange er selbst zu Wort kommen wird, aber allein der Fakt, dass er überhaupt eingeladen wird und eventuell sprechen darf, es ist alles aktuell noch ein bisschen unklar, hat mich schon dazu bewegt, diese Sendung euch eben in Aussicht zu stellen und anzubieten, denn wir reden heute über und wahrscheinlich dann auch später mit Tom Lausen. Er ist heute geladen als Sachverständiger im Sächsischen Landtag. Das ist ja bei mir eigentlich hier in Dresden nur ein Steinwurf entfernt. Leider Gottes ist er dort aber nur digital zugeschaltet. Ansonsten hätte er diesen Termin wahrscheinlich schon früher eben im Vorfeld kommuniziert, damit er auch hier im Studio vorbeikommen könnte. Deshalb müssen wir uns heute in Anführungszeichen begnügen mit nur einem kommentierten Livestream. Das ist dieser, den ich euch hier anbiete. Und das Thema, zu dem Tom Lausen natürlich heute, wie eigentlich immer, wenn ihr auf dem Schirm habt, in den letzten zwei Jahren referieren wird, ist gesundheitliche Schäden nach Impfungen, speziell natürlich nach Covid-Impfungen. Wer Tom Lausen ist, liebe Freunde, muss ich eigentlich nicht mehr so lange ankündigen. Einige von euch, die meisten von euch werden mitbekommen haben, dass der Mann eine, ja ich glaube zu Recht kann man das inzwischen sagen, wirklich historische Pressekonferenz hingelegt hat, am 12. Dezember letzten Jahres, schon damals von der AfD initiiert und ja bundesweit ausgestrahlt und auch Beachtung hat das gefunden. So sehr sogar, dass er nachher bei mir im Stream vorbeigekommen ist, ein paar Tage später, um noch einmal über die Reaktionen auf die besagte Pressekonferenz eben einzugehen. Ja, diese Pressekonferenz, die habt ihr wahrscheinlich alle noch irgendwo im Hinterkopf. Alle Links dazu, wenn ihr das nachsurfen wollt. Sie hat ja einige, wie gesagt, wirklich Beachtung erhalten. 360.000 Menschen haben sich das damals, wie gesagt, angeguckt. Wenn ihr das alles haben wollt, später bei mir dann auf Telegram, auf ET-Video und Content, eben in den Quellen zum Stream. Er selbst, der Tom, war auch für mich damals schon Anlass, ja, und diese historische Konferenz war für mich damals schon Anlass, an diesem 12. Dezember eben reinzugucken und einen kommentierten Stream zu machen, ja. Jetzt wird es hier ein bisschen wie Inception, das ist jetzt hier die Pressekonferenz in der Pressekonferenz oder die Pressekommentar zur Pressekonferenz in der, im Kommentar zur Pressekonferenz. Na, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben das damals am 12. Dezember schon gemacht und wir machen es auch heute. Warum? Weil die Daten, die dort präsentiert werden, wichtig sind. Sie sind aufgearbeitet worden. Und unter anderem gibt es sie weiterhin im Prinzip einzusehen im Internet, die ganze Präsentation von damals, die der Tom Lausen mitgebracht hat, ist online, wie gesagt, verfügbar. Und da ging es natürlich darum, dass die Todesfälle in der Kategorie plötzlich und unerwartet in die Höhe geschossen sein sollen. Man spricht teilweise von einer Verdrei, vielleicht sogar einer Verzehnfachung, je nachdem, welche Kodierung von genau welchem medizinischen Notfall man da im Prinzip zu Rate zieht. Und dass das Paul-Ehrlich-Institut, die KBV und viele andere staatliche als auch private Instanzen versagt haben, indem sie eben nicht ihrem gesetzlichen Auftrag nachgekommen sind, diese Warnsignale ernst zu nehmen und zumindest in irgendeiner Form darüber zu berichten. Ja, soweit also im Prinzip die Daten von damals und heute, liebe Freunde, ist er also wieder geladen, der liebe Tom, eben im Sächsischen Landtag, nur digital zugeschaltet. Und da fängt es schon an mit der ersten, möchte ich fast schon sagen, Kontroverse, weil eigentlich soll heute, wie gesagt, eine öffentliche Anhörung stattfinden. Das Thema seht ihr hier eingetragen, liebe Freunde, Mut zur Wahrheit, gesundheitliche Schäden durch Covid-Impfungen vollumfänglich erfassen und Betroffene, Moment, ganz kurz, und Betroffene unterstützen, wie so oft, liebe Leute, wie leider Gottes, ja, einzigartig weiterhin, ja, natürlich nur aus der Opposition möglich, in diesem Sinne natürlich auf, ja, Geheiß eines Antrags der AfD-Fraktion geladen sind, neben Tom Lausen und wahrscheinlich also auch vor Ort, weil er anderweitig nicht eingetragen, ein Dr. Grünewald Thomas, also Thomas Grünewald, der Vorsitzende der Sächsischen Impfkommission. Wäre ja spannend zu wissen, was der zu sagen hat. Andreas Clement, ja, jemand, den wir auf unserem Kanal kennen, zumindest ein Namensvetter von ihm, aber in diesem Fall also der Professor Dr. Med. Andreas Clement, er ist angeblich, was heißt angeblich, er ist wahrscheinlich tatsächlich Facharzt für Allgemeinmedizin, Lehrbeauftragter für Allgemeinmedizin, Institut für Allgemeinmedizin und ich weiß nicht, wie der und wo der zu verorten ist in Bezug auf im Prinzip Mitdenken und Fachkompetenz. Dann Dr. Med. Michael Mörz, Facharzt für Pathologie, wir werden sehen, ob
ob er wirklich Facharzt oder ja Fach-Punkt-Punkt-Punkt ist. Ihr wisst schon, was ich meine. Und dann haben wir noch einen Professor, der wird ebenfalls hinzugeschaltet, und zwar Professor Dr. Sander, und zwar live Erik Sander. Nie von diesen Leuten gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Klinikdirektor für Infektiologie, medizinischer Klinik mit Schwerpunkt Infektiologie und Pneumologie der Charité Universitätsmedizin Berlin. Und dann natürlich noch er, um den es heute gehen soll, Tom Lausen selbst, Datenanalyst, der natürlich versucht, mit allen möglichen inzwischen verfügbaren Daten die Trommel zu wirbeln, und zwar zu schlagen, und zwar die Trommel der Warnung, ja, dass diese Impfprodukte, kann man sie eigentlich fast nicht nennen, es ist ja keine klassische Impfung im klassischen Sinne, diese mRNA-Vakzine oder wie man sie halt eben bezeichnen möchte, Gentherapien, sagen einige Leute, dass die halt eben doch mit erheblichen Nebenwirkungen daherkommen und dass die hoffentlich irgendwann mal früher oder später Beachtung finden. Wenn ich aber mir diese Liste hier so angucke und mir vor allen Dingen auch vorstelle oder in Erinnerung rufe, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist, dann kann ich mir vorstellen, dass hier also 4-1 gespielt wird, dass Tom Lausen vermutlich der einzige bleiben wird, der in irgendeiner Form versuchen wird, ja, für die Wahrheit, ja, einzustehen, auf Basis übrigens von eben Daten, die seine Wahrheit untermalen und stützen. Und vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass die anderen 4 eben versuchen werden, ihn zu diskreditieren, ihn in irgendeiner Form halt eben, ja, in ein Licht zu stellen, dass er, wie auch beim letzten Mal, als Datensalafist, Datenverfälscher oder anwaltlich eben hier öffentlich zumindest angeklagt wird. Seine Antwort darauf hat er ja bereits bei mir auf dem Kanal gegeben. Und wenn ihr das sehen wollt, liebe Leute, dann abonniert meinen Kanal überall, wo ich online bin, dann könnt ihr rückwirkend auf die Kanäle gucken, insbesondere auf YouTube ist alles gespeichert, auf Crowdbunkers natürlich alles gespeichert, und da könnt ihr all das eben noch einmal ansehen. So, und die in Anführungszeichen erste Kontroverse, die sich so ein bisschen am Horizont entweder abzeichnet oder aber komplett ausbleibt, das werden wir jetzt alle gleich zusammen erleben, ist, ob diese öffentliche Anhörung tatsächlich auch öffentlich ins Internet übertragen wird. An sich war es, wie ihr hier erkennen könnt, für den 16. Januar 14 Uhr im Plenarsaal eben so angedacht. Aber mich haben Informationen aus angeblich eben dem innersten Kreis von eben dieser Live-Übertragung dort erreicht, als diese Sitzung heute, sie geht ja über den ganzen Tag noch, lief, dass man angeblich im Stream gesagt haben soll, ja, ich unterstreiche das doppelt und dreifach, dass angeblich der Teil, speziell der jetzt gleich beginnen wird um 14 Uhr, mit dieser ganzen Impfthematik, die halt aufgerollt werden soll, Mut zur Wahrheit, also diesem Antrag von der AfD inklusive aller Sachverständigen, dass angeblich, und das weiß ich nicht, liebe Freunde, ob das wirklich so kommt, aber angeblich soll wohl gesagt worden sein, dass eben dieser Teil nicht öffentlich live übertragen wird. Das wäre natürlich ein Skandal, ein Eklat, und es würde sich auf jeden Fall aber einreihen, ja, in die Art und Weise, wie wir inzwischen wissen, wie mit der Wahrheit in Deutschland umgegangen wird, wie sie unter den Teppich gekehrt werden soll, wie man halt dementsprechend Zensur übt, selbst wenn man nicht zensiert. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich jetzt also nur stattfindet oder nicht. Aktuell steht da, sofern aktuell keine Übertragung stattfindet, gibt es einen Livestream. Ja, sofern aktuell eine Übertragung, ja genau, also wenn es eine Übertragung gibt, dann ist dieser Livestream hier. Wir klicken es mal an, da steht aktuell noch derzeit keine Übertragung. Im Hintergrund habe ich aber heute bereits gesehen, dass hier in der Tat schon in den früheren Mittagsstunden vor der Mittagspause eben die Übertragung tatsächlich lief. Ja, da wurden natürlich andere Sachen heute debattiert. Der Ausschuss für Wissenschaft, Hochschule, Medien, Kultur und Tourismus hat in dieser 26. Sitzung offensichtlich eben getagt. Alles Themen, die wichtig sind, aber die heute nicht relevant sind. Wichtig war für uns, ja, oder ist für uns, bleibt für uns natürlich, dass hoffentlich dieser Livestream seine Sache hier wieder aufnimmt. Das kann relativ bald passieren. Es gibt auch noch einen zweiten Link, der diesen Livestream hier übernimmt, aber auch die auf, ich weiß gar nicht, wie diese Plattform heißt, muss ich fairerweise sagen, Video Liberty, hier oben steht's, ja, auch die haben aktuell keine Übertragung, wie auch, die übernehmen nur die Quelle, die im Prinzip an anderer Stelle ebenso gerade, ja, uns nicht wirklich viel eben mit auf den Weg gibt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, selbst wenn das hier heute ausbleiben sollte und wir tatsächlich diesen Eklat alle mitverfolgen und beobachten dürfen. Selbst wenn das also geschehen sollte, müsst ihr in Anführungszeichen nicht verzagen, denn ich habe 2 Informationen für euch. Die erste Information ist, dass der Teil, in dem Tom Lausen Auskunft geben soll, ja, aussagen soll, begrenzt wird zeitlich. Ist ja auch klar, es gibt ja insgesamt 5 Sachverständige, die können nicht alle irgendwie jetzt über 50 Minuten referieren, und begrenzt soll werden dieser Teil offensichtlich auf maximal 10 bis 15 Minuten. Also wenn Tom Lausen spricht, dann nur 10 bis 15 Minuten lang. Natürlich wird er wahrscheinlich im Hintergrund diesem ganzen Prozess dort im Prinzip beiwohnen wollen und auch im Nachgang eben verstehen wollen, ja, was eben der Kontext ist, in den er eingebettet wird, um halt auch ein bisschen nachvollziehen zu können, ja, wie im Prinzip dieses Gespräch vor Ort dann unter den Parlamentariern stattfindet, was die anderen Sachverständigen eben zu sagen haben und so weiter und so fort. Aber er selbst wird offensichtlich 10 bis 15 Minuten nur ran müssen. Dann wird er sich wahrscheinlich die anderen Sachverständigen anhören,
anhören, die ebenfalls nur 10 bis 15 Minuten pro Stück, pro Kopf, pro Person, ja, nennt es wie ihr wollt, eben reden werden. Und spätestens dann, denke ich mal, ist die Sache auch tatsächlich durch. Und zweite Information für euch, ich habe im Vorfeld mit ihm schon Kontakt gehabt. Sollte es sich in der Tat irgendwie so gestalten, dass sein Auftritt kürzer ist als erwartet, dass er doch früher Zeit hat, als es in irgendeiner Form halt uns aktuell als wir uns das jetzt hier panisch ausmalen, liebe Freunde, alle den Teufel an die Wand malen, wie wir immer wieder so sind, liebe Leute, dann wird er sich einfach live in unsere Sendung schalten, ja, weil er sitzt ja schon vor einem Computer gerade, er muss sich ja digital ohnehin dort einwählen, um dort eben sprechen zu können und dementsprechend sollte er und die komplette Sendung jetzt ins Wasser fallen, in Anführungszeichen, weil sie halt eigentlich öffentlich hier auf diese Art und Weise nicht übertragen wird, wie ich mir das vorstelle, ja, dann kommt er selber noch einmal in den Stream und wird uns persönlich, ja, also ich hoffe, er hält Wort, ja, ich weiß ja nicht, wie lange er dort, wie gesagt, vereinnahmt wird, aber sollte das sich anbieten, dann wird er, die Zusage habe ich auf jeden Fall von ihm, spontan bei uns in den Stream reinkommen per Zoom und eben uns Bericht erstatten, wie er diese Sache dort erlebt hat. Und dann müssen wir eigentlich nur hoffen, dass es in irgendeiner Form irgendwo einen Mitschnitt, ja, dieses Auftritts eben gibt. Ich hoffe, Tom ist selber so geistesgegenwärtig, ja, um irgendwie eine Art Screen-Capture-Software oder irgendetwas mitlaufen zu lassen, damit er seinen Teil als auch den Teil von vor Ort, ja, aufgezeichnet bekommt, dass er sich nicht in irgendeiner Form darauf verlässt, dass auch der sächsische Landtag da Transparenz walten lässt. Ja, in der Vergangenheit sind die nicht immer transparent gewesen. Ja, die haben zwar diese Maxime irgendwo da oben bei sich am Landtag stehen, aber sie haben sie nicht immer gelebt. Und wie dem auch sei, ich hoffe, dass diese Sache also in irgendeiner Form ausgestrahlt wird, sei es jetzt als Aufzeichnung oder sei es als Gedächtnisprotokoll von Tom Lausen, wenn er nachher bei uns in den Zoom hineinkommt. Für den Moment, liebe Leute, kann ich euch sagen, dass derzeit weiterhin keine Übertragung stattfindet. Es ist noch eine Minute vor 14 Uhr. Ich hoffe, wir blicken da nicht alle kollektiv gemeinsam hier in die Röhre. Aber weil ich eure Aufmerksamkeit gerade habe und weil das Thema wichtig ist, möchte ich stattdessen euch ganz kurz noch das hier mit auf den Weg geben. Wir haben ja jetzt gerade 930 spontane Zuschauer, die sich heute Morgen, für mich ist es morgen, liebe Leute. Ich arbeite bis in die Nacht, da ist für mich so eine Uhrzeit wie 14 Uhr immer noch in Anführungszeichen der Beginn des Tages. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Vielen lieben Dank, dass ihr spontan dazugekommen seid. Ja, wenn euch dieses Thema in irgendeiner Form beschäftigt, dann kann ich euch auch nur diesen Film hier, nicht nur diesen Film, aber insbesondere diesen Film eben ans Herz legen. Und zwar plötzlich und unerwartet. Plötzlich und unerwartet sind viele Impfnebenwirkungen über einige Leute eben gebrochen. Und das hat die natürlich gezeichnet gelassen. Wie gezeichnet? Ja, das könnt ihr euch in diesem Film halt im Hintergrund anschauen. Und zwar könnt ihr euch das anschauen auf plötzlich und unerwartet-derfilm.de. Die Werbung dafür blende ich euch hier an dieser Stelle nochmal ein, weil es ist eine lange URL, aber ich glaube, die kann man sich ganz gut merken. Im Chat steht jetzt gerade noch 115.000 Aufrufe. Tatsächlich haben wir aber in unter 3 Wochen schon 170.000 Aufrufe, dank eures Interesses und vor allen Dingen, weil ihr den Film im Hintergrund in der Mund-zu-Mund-Propaganda wirklich ordentlich teilt. Da kommen einige Leute zu Wort, ja, die natürlich auf diese Impfnebenwirkung sehr genau blicken und sehr genau eben darüber Bericht erstatten, was sie selbst eben erlebt haben. Ja, und insofern, es gibt diese Aufarbeitung, sie geschieht auf medialer Ebene, auf unterschiedlichsten Plattformen, auf die unterschiedlichste Art und Weise, aber sie geschieht und ich hoffe auch, dass sie tatsächlich zu etwas führt dieses Jahr. An dieser Stelle seid ihr gefragt, liebe Freunde, gebt einfach mir mal bitte mit, was ihr denkt, ja, wie es dieses Jahr laufen wird. Das ist sie, unsere Umfrage zu dem heutigen Thema. Wenn ihr meint, und ihr könnt einfach im Chat antworten, indem ihr diese Worte da reinschreibt, ja, nein, Ausrufezeichen Vote 1, Ausrufezeichen Vote 2 oder Ausrufezeichen Vote 3. Im Hintergrund läuft der Stream gerade an, deshalb machen wir das ganz, ganz schnell und ganz, ganz kurz. Merkt euch einfach diese Umfrage, wenn ihr meint, ja, die Aufarbeitung wird dieses Jahr tatsächlich stattfinden, weil die Daten sind eindeutig, ja, und diese Aufarbeitung, sie wird jetzt geschehen, dann Ausrufezeichen Vote 1 in den Chat. Wenn ihr meint, die Daten sind falsch, viele Leute kritisieren ja die AfD und Tom Lausen, nennen ihn einen Datenverfälscher, einen Datensalafisten und Schlimmeres. Ja, wenn die Daten also eurer Meinung nach falsch sind und deshalb keine Debatte zustande kommen wird, dann Ausrufezeichen Vote 2 in den Chat. Und wenn ihr aber meint, liebe Freunde, trotz richtiger Daten wird keine Debatte zustande kommen, weil wir in Zensuristan leben, wo nicht sein kann, was nicht sein darf, ja, dann Ausrufezeichen Vote 3. Ich hoffe, ja, ihr macht an dieser Umfrage mit. Dafür ist sie eigentlich da. Auf YouTube und auf DLive könnt ihr die auf jeden Fall und auch auf Facebook, ja, könnt ihr das alles mitbestimmen, auf Crowdbunker noch nicht und heute setzen wir auf Twitch sogar noch einmal aus, aber wie dem auch sei, es scheint zu funktionieren, die meisten Leute halten sich aktuell nur gerade noch mit ihren Umfrageergebnissen zurück, ja, ist vielleicht auch gut,
gut so, weil genauso wie ich seid ihr in Erwartung dieser Konferenz. Sie beginnt gerade im Hintergrund und da will ich euch auch nicht länger auf die Folter spannen. Ihr behaltet diese Umfrage einfach im Hinterkopf und wir gucken in eben diese doch hoffentlich technisch auch eben übertragene Sendung. Ja, die sich gerade da irgendwie abzeichnet. Es sieht noch nicht gut aus, muss ich ehrlicherweise sagen. Die Qualität lässt sehr, sehr zu wünschen übrig, insbesondere, weil man gar nichts hört. Aber ich hoffe, das ändert sich. Es ist ja auch gerade erst 14.03 Uhr und vielleicht sollte ich die Kirche im Dorf lassen. Ich habe das Gefühl, das wird doch, ja, also allen Gerüchten zum Trotz, wird hier irgendetwas übertragen. Ich hoffe, die machen jetzt keine Kombilösung, ja, wo sie sagen können, Zensuristan, ja, und die Gegenseite schlägt sich jetzt hier aus der Affäre, indem sie sagen, wie, was wollt ihr denn von uns? Wir haben es doch übertragen, tut uns leid, dass es technisch ausgerechnet in dem Moment ausgesetzt hat. Das konnten wir jetzt einfach nicht vorausahnen, ja, und dass die Qualität so unterirdisch war. Aber im Hintergrund höre ich schon ein bisschen was. Also kein Grund zur Sorge, obwohl die Qualität schlecht sein wird. Ich hoffe, inhaltlich werden wir wenigstens mitbekommen, was tatsächlich dort gesagt wird. Gebt mir mal bitte Rückmeldung im Chat, ob ihr das gut hört. Ich habe es hier so laut gemacht wie nur möglich. Mut zur Wahrheit. Gesundheitliche Schäden durch Covid-Impfungen. Es ist sehr leise. Ich kann es nicht wirklich lauter machen, Freunde. Unterstützen. Ein Antrag der AfD. Ich probiere es aber. Ich probiere es mal für euch lauter zu machen. Der Antrag erfolgte am 14. Juli des letzten Jahres. Der Beschluss zur Anhörung wurde in der 42. Sitzung am 10. Oktober des letzten Jahres gefasst. Ich weise darauf vor, der Infektologie super. Von der Abteilung immer noch leise, oder? Infektiologie und Pneumologie der Charité. Ich probiere es mal noch lauter zu machen. Berlin auch per Video. Oh, vielen Dank. Danke, Herr Lausen. Ja, man kann Sie gut hören. Ja, man kann die Leute schon hören im Hintergrund. Professor Sandner. Also ich mache es mal für euch noch lauter. Werden die Sachkundigen gebeten, einen Vortrag von circa 10 Minuten zu halten. Bei 10 Minuten 30 Sekunden würde ich mich dann langsam unruhiger bemerkbar machen und bei 11 Minuten würde ich Sie dann wirklich bitten, abzubrechen. Im Anschluss daran erhalten die Ausschussmitglieder die Möglichkeit, in gewohnter Weise Fragen an die Sachkundigen zu stellen. Hier würde ich Sie auch bitten, direkt die Sachkundigen anzusprechen für ihre Fragen. Ich bitte die anwesenden Zuhörer, Zeichen des Beifalls oder der Missbilligung bitte zu unterlassen, entsprechend der Geschäftsordnung des Sächsischen Landtags. Foto-, Film- und Tonaufnahmen sind ausschließlich nur vor der Sitzung und nach der Sitzung. Oh ja, kein Ton von mir, tut mir leid. Bitte teilt diesen Stream, es scheint jetzt alles zu funktionieren, tontechnisch. Teilt den, ballert das raus aus allen Rohren. Und ja, wie gesagt, passt auf, bleibt mit, macht euch Notizen. So gut man kann, freut euch im Prinzip auf diese Übertragung. Einsteigen. Halt bitte diesen Stream. Die Anhörung und wir beginnen alphabetisch. Wir beginnen mit Herrn Dr. Grünewald. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich will die Der sitzt Daten, da hinten. Die ich zeige, nur kurz als Diskussionsgrundlage sehen. Kurz zur Frage, ob die Impfung noch wirkt. Dann nochmal die gesetzlichen Grundlagen der Meldung von impfassoziierten Nebenwirkungen oder unerwünschten Wirkungen. Und dann nochmal ganz kurz die Daten, die wir haben, die wir gesammelt haben und die nochmal interpretieren. Und zum Schluss nochmal die Frage, wie kann man denn Menschen, die tatsächlich Schädigungen durch die Impfung erlitten haben und nicht nur durch diese Impfung, sondern auch durch andere Impfstoffe, tatsächlich versorgen. Und da gibt es durchaus auch Chancen, aber da gibt es auch Probleme. Wichtig ist mir nochmal, auch jetzt im Zeitalter von Omikron ist die Impfung wirksam. Sie ist auch wirksam, wenn man vorher eine Infektion durchgemacht hat. Das sieht man hier an dieser Grafik. Und das ist eine, also die Grafiken sehen wir nicht, liebe Leute. Tatsächlich dort eindeutige Daten, dass tatsächlich die Risikoreduktion deutlich größer ist. Und Sie sehen schon, Geimpfte und Erkrankte oder Infizierte, das heißt, die hybride Immunität ist das, was tatsächlich die höchste Wirksamkeit hat, aber die Impfung ist tatsächlich auch wirksam. Der schraffierte Balken ist tatsächlich der Balken der Impfwirksamkeit der Influenza-Impfstoffe, die wir saisonal haben, damit man mal das Ganze so einordnen kann. Und das ist meines Erachtens sehr wichtig, damit man auch sieht, wie tatsächlich die Wirksamkeit ist. Das gilt zum einen für das Bekommen bzw. für die Transmission zum Geimpften.
Da spielt die Impfung tatsächlich eine große Rolle. Und der Booster ist, das heißt, 2+1 Impfung ist tatsächlich das Wesentliche. Und Sie sehen schon, die Balken, die ich da als Verbindung gezogen habe, die gehen alle nach unten. Das heißt, mit der Impfung, mit insbesondere der Booster-Impfung. Wieder so ein Corona-gläubiger Arzt. Wirksamkeit da. Und das Gleiche ist auch so, wenn der Geimpfte infiziert ist, dann ist das Risiko für einen Kontakt auch tatsächlich und für einen ungeimpften Kontakt auch tatsächlich signifikant größer, kleiner. Und das sieht man sehr schön hier auch an den entsprechenden Spricht sich auch dauernd. Die unterhalb, man kann es hier leider nicht mit einem Pointer zeigen, aber die unterhalb der Null sind. Das heißt, auch hier haben wir eine Risikoreduktion durch die Impfung, und zwar eine ganz signifikante. Risikoreduktion durch die Impfung. Wer dreimal geimpft ist, hat tatsächlich die höchste Risikoreduktion. Finde ich wichtig. Reduktion, sagt er. Was ich immer wieder in Diskussionen mit Kollegen außerhalb von Sachsen The former White House Chief auch, Medical Advisor. Wo ich mich selber auch rechtfertigen muss, Sterblichkeit und Impfrate. Wenn man das anguckt, das sind die Daten nur mal nebenbei. Jetzt vom 12. Januar, also es ist ganz neu, und Sie sehen, da gibt es eine ganz klare Beziehung, ob sie nun linear oder logarithmisch ist, wie Sie es durchrechnen, das ist immer... Leider kein Facharzt, sondern eher ein Fachpunkt. Das ist für Sachsen, für die einzelnen Städte und kreisfreien Städte und Landkreise. Und wenn Sie sich für Deutschland angucken, oben sind die zweifach Geimpften und in der Mitte die einmal geboosterten und ganz unten die zweimal geboosterten. Und das Beziehungsmaß, das R-Quadrat hier im Korrelationskoeffizient, ist tatsächlich sehr, sehr hoch. Das heißt, wir haben überall, und das Gleiche gibt es übrigens auch als Daten für Deutschland, für Europa, und es gibt es auch als Daten für die gesamte Welt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir immer wieder mit reinnehmen sollen. Wie sieht es aus? Und das ist das, was wir von der Sächsischen Impfkommission immer wieder auch in unseren Empfehlungen mit reinnehmen. Spricht dieser Dr. Thomas Grünewald. Corona-gläubiger Arzt, Facharzt atypische Nebenwirkungen angeblich. Sollen gemeldet werden, Verdachtsfälle sollen gemeldet werden. Und ich muss noch mal betonen, das ist kein 30-Seiten-Pamphlet, was ausgefüllt werden muss, sondern es sind genau diese drei DIN A4-Seiten, die Sie da sehen, die wir in unsere SIKO E10-Empfehlung mit implementiert haben, die Sie aber auch beim PAI runterladen können oder der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Das heißt, es ist gar nicht so dramatisch, diese Impfung und Nebenwirkungen zu melden. Es gibt auch weitere Möglichkeiten. Gar nicht so dramatisch. Man macht es nur nicht, weil es eine freiwillige Meldung ist. Möglichen Nebenwirkungen melden. Und das gibt Ad1 über eine App, über das SafeVac 2.0. Aber Sie können es bei der Europäischen Arzneimittelbehörde melden. Sie können es auch beim Paul-Ehrlich-Institut melden. Ich glaube, die Möglichkeiten sind da. Man sollte und darf sie tatsächlich auch entsprechend nutzen. Das, ja, ist das uns sagt ganz ja wichtig. Versteckt im Landtag. Wo ist denn die Impfkampagne oder die Werbekampagne für diese App? Wir wollen alle Impfungen haben. Wesentlicher Punkt der ganzen Geschichte. Was ist belegt, was ist wirklich wissenschaftlich belegt? Das ist die Myokarditis, die Herzmuskelentzündung. Ich werde jetzt schon wieder sagen. Es ist die, der Mangel an Blutplättchen belegt, auch Thrombosen, insbesondere viszerale Thrombosen, also im Körpersystem befindliche Venenentzündung bzw. Venenverschlüsse sind belegt, auch Lymphknotenschwellungen, die Möglichkeiten sind da, aufsteigende Lähmungen, die sollte und darf sind tatsächlich auch. Das kommt nicht von mir, der doppelte Ton. Das ist uns ganz wichtig. Wir wollen das haben. Und nicht nur für eine Impfung für die SARS-CoV-2. Es ist nicht so, dass wir keine alle Impfungen haben. Ach so, es ist im Hintergrund losgelaufen. Okay, warte mal. Was, wir das brauchen wir nicht. Und wir sehen auch die Häufigkeiten, mit denen sie weltweit gemeldet werden. Das ist nicht nur in Deutschland so, dass es gemeldet werden muss und sollte, sondern auch in anderen Ländern. Das, was wir noch nicht so wissen, ist, kann es sein, dass es zu einer Aktivierung von Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises kommt. Das ist bei bestimmten Patienten sehr wahrscheinlich der Fall. Wir sehen autonome Störungen, da wissen wir nun gar nicht. Wir sehen dabei zwei unterschiedliche Symptome, Syndrome. Nämlich einmal die, die auch durch Störungen des Immunsystems ausgelöst werden, die sind sehr wahrscheinlich assoziiert. Und dann gibt es welche, die eher durch Angstreaktionen ausgelöst sind. Die sind wahrscheinlich dann wirklich mit der Angstreaktion vergesellschaftet. Sie sind sehr selten und sie sind immer reversibel. Was wir in Sachsen sehen, ist, dass wir etwas mehr Herpes-Zoster-Meldungen haben, also Gürtelrose-Meldungen. Das ist in Israel der Fall, aber zum Beispiel Australien, Großbritannien, Frankreich, Norwegen, Schweden nicht der Fall. Also Sie sehen, wie kompliziert es ist und komplex die ganze Meldung ist. Was ganz spannend ist, ist, dass wir in den letzten 9 Monaten so gut wie keine Meldung mehr hatten, nämlich 16 Meldungen. Nachdem wir vorher relativ viele hatten, verhältnismäßig viele, oben ist Sachsen, da sehen Sie das sehr schön. Und wir fordern ja die Hausärzte und Hausärztinnen auf, wirklich regelmäßig zu melden. Wir melden selber unsere Verdachtsfälle auch entsprechend. Aber Sie sehen,
Wir haben fast gar keine Meldung, obwohl wir haben fast gar keine Meldung. Paragraph 6 des Infektionsschutzgesetzes ist. Und ich glaube, dieser Verpflichtung muss man auch nachkommen, sollte man nachkommen. Das sind die vakzineassoziierten. Oh, ich glaube, Tom macht die so fertig mit seinen Daten. Beschwerden, die tatsächlich diese auch gemeldet acht, Punkt, sind. Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist diese Zeugen Coronas. In Sachsen, sowas nennt sich Arzt. Das ist ein bisschen anders, da haben wir auch entsprechend. Und wichtig ist mir nochmal, die Sterblichkeit, die gemeldet ist durch die Impfstoffe, die liegt bei 0,58. Wenn ich alle Meldungen erstmal für bare Münze nehme, liegt bei 0,58 pro 100.000. Die ist um den Faktor 100 mindestens zu niedrig angesetzt. Wissen wir inzwischen schon aus dem BERS international. Wenn man das ein bisschen weiter durchgeht, ich schenke mir mal die Todesursachenmeldungen hier in Australien. Ich schenke mir mal die Todesursachenmeldungen. In Sachsen, Schädel-Hirntrauma, 3 Tage nach Schädel-Hirntrauma verstorben. Aber auch eine Blutvergiftung. Nee, 3 Tage nach Impfung mit Schädelhirntrauma verstorben. Was ist das für ein Leider Arzt? Leider haben wir Meldungen, und das ist unser großes Problem. Und die Kolleginnen und Kollegen der Landesuntersuchungsanstalt und der Gesundheitsämter versuchen, die auch nachzuverfolgen. Da steht dann einfach nur drauf, Tod an Impfung. Das ist eine wenig hilfreiche Meldung, das ist auch eine wenig sinnvolle Meldung. Warum kommt als Dritter? Und da ist es entscheidend, dass wir ein bisschen mehr haben. Und jeder, der im Zusammenhang, im zeitlichen Zusammenhang verstorben ist, wo man diesen Verdacht hat, sollte auch einer Obduktion zugeführt werden. Auch das gestaltet sich sehr, sehr schwierig. Ja, es wird nicht gemacht. Ist warum nicht wohl? Problematisch. Aber Sie sehen, da sind viele Dinge dabei, die tatsächlich unter Umständen gar nichts mit der Impfung zu tun haben. Nö, hat nichts mit der Impfung zu tun. Wenn man das Risiko sich anguckt, Schädel-Hirntrauma hat nichts mit der Impfung zu tun. Dann ist dieses Risiko in Deutschland so ungefähr um 1.000 niedriger als in der allgemeinen Bevölkerung zu sterben. In Sachsen ist es noch ein deutlicher Zahn mehr. Und wenn Sie selbst, wenn wir sagen, wir haben ein Tausendstel nur der Meldungen der echten Nebenwirkungen. Ja, weil hier weniger Leute geimpft blassen, sind. Blauberger. Zeichen bei D alle und bei Sachsen alle. Dann sehen Sie, selbst das liegt noch unter der normalen Sterblichkeit der Bevölkerung. Wir sehen also tatsächlich kein Signal für eine erhöhte Sterblichkeit. Und weil in Sachsen sich die Leute nicht haben impfen lassen. Die sind verunsichert entsprechend. Während Sie aber dann vergleichen Tod an Covid und Sterbefälle mit und der Impfung, dann sehen Sie, da ist das Risiko um den Faktor 500 oder 479 erhöht in Deutschland und in Sachsen ungleich höher. Und das finde ich beschämend für Sachsen, das muss ich tatsächlich wirklich so sagen. Es ist traurig, dass wir ein viel, viel höheres Risiko haben, an Covid zu versterben, als dass wir Probleme mit. Quatsch, ich war noch nie so stolz auf die Sachsen wie heute. Das ist nochmal wichtig, dass man das in die Diskussion mitnimmt. Ne? Wenn man aufklärt, genau solche Dinge muss man auch dann tatsächlich in der Aufklärung mit implementieren. Ne? Nicht kleinreden die Risiken, aber auch nicht die Relationen verpassen, die doch ziemlich eindeutig sind. Und was ganz spannend ist, was wir erleben, seit der Pandemie erleben wir Impfnebenwirkungsmeldungen für neue Impfstoffe deutlich mehr. Und ich kann Ihnen sagen, aus eigener Erfahrung, der derzeit verfügbare Impfstoff für Mpox, der für Orthopocken ist, also eigentlich für die klassischen Pocken gedacht war, ist tatsächlich eine massive Meldung. Das sind Daten aus Australien und die sind nun wirklich ziemlich unverdächtig, weil die wirklich eine aktive Surveillance für diese Sachen machen. Und Sie sehen, die Mpox-Impfung macht mehr Nebenwirkungen gemeldet als tatsächlich die SARS-CoV-2-Impfung. Finde ich auch ganz spannend, ist auch interessant und wir sehen einen Anstieg aller entsprechenden Nebenwirkungen. Ich will nur ganz kurz eins noch zeigen. Wir behandeln die Post-Vax-Syndrome, wir versorgen auch Menschen mit Post-Vax-Syndrom, obwohl es keine Entität ist. Aber das nur mal ganz kurz nochmal, damit Sie sehen. Das ist eine Impfnebenwirkung. Post-Vax-Syndrome stellen sich häufig dar. Haben die wieder eine neue Krankheit erfunden? Post-Vax-Syndrom. Und von unseren letzten 20 haben wir tatsächlich 2 gehabt, die tatsächlich das entsprechend hatten. Bei einem war es unklar. Für alle anderen haben wir entsprechende Sachen gefunden. Wir haben ein sehr schönes System. Wir haben 3 Schichten für das System. Wir haben eine Hausarzt-, Facharztversorgung in der Niederlassung. Die letzte halbe Minute. Wir haben entsprechende Ambulanzen und wir haben die entsprechenden Versorgungsdienstleister. Was mir wichtig ist, ich würde mir wünschen, und da bin ich der Meinung, wir können die Versorgung verbessern und das gilt für alle Impfstoffe und für alle Erkrankungen, transsektoral besser zusammenarbeiten und da ist auch die Politik gefragt, auch innovative Modelle mit zu fördern. Vielen Dank. Innovative Vielen Modelle. Dank. Nadel rein und gut ist. Das war doch eure Devise die letzten 2,5 Jahre. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich möchte Ihnen Ablauf und Inhalte von Covid-Impfaufklärung. Jetzt spricht dieser Mann, Professor Dr. Med. Andreas Clement, Facharzt für Allgemeinmedizin. Darstellen. Und entsprechend gliedere ich meinen Vortrag in
Zwei kurze Bemerkungen zu meiner Sachkunde und Interessenskonflikten. Zweitens Ablauf. Man kann es hier nicht erkennen, aber ich nehme mal an, es ist der hier. Umgang mit vermuteten oder möglichen Impfnebenwirkungen und schließlich eine Stellungnahme zu einzelnen Forderungen oder Feststellungen des Antrags aus hausärztlicher Sicht. Meine unmittelbare Sachkunde beruht auf rund 5.000 durchgeführten Corona-Impfungen bei etwa 2.500 Patienten im Quartal oder etwa 4.000 Patienten im Jahr in unserer Gemeinschaftspraxis hier in der Dresdner Neustadt. Entsprechend viele Impfaufklärungen sowie Beobachtungen bzw. Gespräche zu möglichen Impfnebenwirkungen oder deren Folgen fanden durch mich meist im unmittelbaren Arzt-Patienten-Kontakt statt. Zusammen mit dem Testen, Untersuchen und Behandeln von Corona-Infektionen oder Corona-Verdachtsfällen kostete mich, meine Kollegen und Mitarbeiterinnen die Pandemie rund 20% unserer Jahresarbeitszeit der letzten 3 Jahre. Diese Pandemie war kein Spaß, alles andere als eine starke Grippewelle und hat sich auch für uns finanziell nicht gelohnt. Also klar, es wird schon wieder ein 4-gegen-1. Daraus folgen meine Interessenkonflikte. Ich, meine Frau, unsere 4 Kinder sind nach STIKO-Empfehlungen geimpft und allesamt auch genesen. Ich halte die Impfung nach allem, was ich weiß, für sicher und wirksam. Und ich bin überzeugt, dass nur durch die Impfung die Pandemie ohne noch größere Krankheitslast und Sterblichkeit unter den Älteren und Kranken bzw. Überforderung des Gesundheitssystems in den jetzt mittlerweile beherrschbaren endemischen Zustand überführt werden konnte. Und daran haben die hausärztlichen Praxisteams einen ganz großen Anteil. Unfassbar. Zu Ablauf und Inhalten der Impfaufklärung. Lobt er sich jetzt selbst, dieser dreifach geboosterte und trotzdem Genesene, weil das trotzdem hatte, er und seine ganze Familie. Also echt nur noch mit dem Kopf auf eine Tischplatte kloppen. Wie der Umgang mit möglicherweise also ich meinen Kopf auf meine Tischplatte. Schließlich schafft eine klare Benennung von Risiken in der Impfaufklärung Vertrauen, selbst bei Impfskeptikern. Das ist für Hausärzte deswegen wichtig, weil auch die Ablehnung einer Impfempfehlung niemals zu einer dauerhaften Belastung des Arzt-Patienten-Verhältnisses werden unfassbar. Soll. Denn der nächste Beratung ist aber dauerhaft belastet. Dieses die Verhältnis. Ärzteschaft muss sich daher stets auf dem aktuellen Stand des Wissens zu möglichen Impfindikationen und Nebenwirkungen halten, was nicht immer ganz einfach ist und war. Bekanntlich unterschieden sich irritierenderweise zeitweise die Empfehlungen von Gesundheitsministern, Impfkommissionen und Fachgesellschaften hinsichtlich Altersgruppen, Impfstoffen, Intervallen und Berücksichtigung von Infektionsereignissen. Zu Nutzen und Risiken wurde wie in der einschlägigen Empfehlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung vorgegeben, in meiner und fast allen mir bekannten Praxen vor der Erstimpfung sowohl ein Aufklärungsmerkblatt, das vom RKI meistens, und ein Impfeinwilligungsformular vor einem persönlichen Aufklärungsgespräch ausgegeben. Vor der Erstimpfung machten fast alle zu Impfenden davon Gebrauch. Zwischen Mai und September 2021 meistens in Gruppen von 4 bis 6 Personen. Dabei wurden analog zum Vorgehen bei anderer Risikokommunikation, zum Beispiel der Krebsvorsorge, explizit aktuell verfügbare Zahlen zu erwartbaren Nutzen und Risiken der Covid-Impfung benannt. Unfassbar, exemplarisch habe ich, entsprechend der Aussagen der BZGA, in der Zeit der Delta-Variante für die gängigen Impfstoffe für Erwachsene von einer 90-prozentigen Schutzwirkung vor schwerem Verlauf, vor allem in Krankenhausbehandlung, und 75% vor symptomatischer Infektion gesprochen. Seit dem Vorherrschen der Omikron-Variante wurde deutlich und das auch kommuniziert, dass die Schutzwirkung gegen symptomatische Infektionen nach Grundimmunisierung mit etwa 30% bzw. nach Booster mit etwa 50% geringer und kurzlebiger ist als bei Delta. Jedoch weiterhin hinsichtlich schwerer Verläufe, auch bei einer heterogenen Auffrischungsimpfung, eine im Mittel etwa 70-prozentige Schutzwirkung für mindestens 3 bis 6 Monate erreicht werden kann. Genau, das glaubt im Zuge der zunehmenden Häufung von sogenannten Impfdurchbrüchen muss in der Aufklärung zudem die Schutzwirkung der hybriden Immunität, Sie sprachen davon, gegen schwere Verläufe durch die Omikron-Variante erläutert werden. Die Daten dazu liegen, Sie haben es gesehen, anhaltend über 95% Schutzwirkung gegen schwere Verläufe. Eine Infektion nach einer Impfung, also nicht durch die Impfung, sondern trotzdem, ist also kein Versagen der Impfung. Dem stehen die Impfnebenwirkungen nach Fachinformationen gegenüber. Am Beispiel des monovalenten BioNTech-Impfstoffs sind das bei Erwachsenen, die 2 Dosen erhielten, sehr häufig leichte Immunreaktionen, die innerhalb von 6 Tagen abklingen. Ach, das sind leichte Immunreaktionen. Schmerzen an der Injektionsstelle bei 80%. Ermüdung 60%, Kopfschmerzen 50%, Muskelschmerzen 40%, Schüttelfrost 30%, Gelenkschmerzen 20% der Impflinge. Das muss man denen vorher sagen. Ach, zu den schweren Impfnebenwirkungen habe ich mich regelmäßig in der Aufklärung auf die Angaben der Fachinformationen gestützt und immer zuerst ein Risiko von etwa 1 zu 10.000 für die Herzmuskelentzündung bzw. Herzbeutelentzündung vor allen Dingen bei jungen Männern angesprochen.
Ich rede jetzt von BioNTech. Ihr habt Ferner das angesprochen. Waren in jedem Fall mögliche allergische Reaktionen und Hautausschläge mit einem Risiko von bis zu 1 zu 100 Thema. Selbstverständlich wird auch in meiner Praxis die vorgeschriebene Nachbeobachtungszeit von 15 Minuten nach jeder Impfung eingehalten. Wegen der 15 Gefahr Minuten lang beobachten die euch und dann bum, 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 raus mit euch. Nächste Spritze in den nächsten Reihen. Bei jedem beachtet wird. Zum Umgang mit Impfnebenwirkungen. Selbst beobachtet habe ich im Zusammenhang mit der Covid-Impfung, dass rund 4-mal häufiger milde Impfnebenwirkungen auftraten oder milde berichtet wurden als zum Beispiel bei der Grippeimpfung. Meistens sprachen diese auf einfache Entzündungshemmer wie Ibuprofen gut an und dauerten meist nicht länger als 3 Tage. In der Tendenz reagierte man häufiger mit Nebenwirkungen als Ältere. Insgesamt musste etwa jeder 10. Geimpfte in meiner Praxis wegen dieser Nebenwirkungen, meist nach der 2. für 3 Tage krankgeschrieben werden. Für bis zu 3 Tage. Mögliche schwere Nebenwirkungen der Impfung im Sinne einer spezifischen Behandlungsbedürftigkeit habe ich 3 beobachtet. Eine Gesichtsnervenlähmung 2 Monate nach Impfung, eine Unterschenkelthrombose mehrere Wochen nach Astra-Impfung im Ausland und eine Herzmuskel- und Herzbeutelentzündung bei einem jungen Mann 2 Wochen nach Impfung. Die wurde von uns auch dem Paul-Ehrlich-Institut gemeldet. 2 Krankenhauseinweisungen führten zu insgesamt 1 bis 2 Tagen stationärer Abklärung. Allen Betroffenen geht es heute gut. Folgeschäden sind keine zurückgeblieben. Patienten, die wegen Impfnebenwirkungen einer Weiterbehandlung in einer Impffolgen-Spezialambulanz bedürften, habe ich keine. Für die genannten schweren Nebenwirkungen reichten nach vorbereitendem Anruf die vorhandenen ambulanten und stationären Versorgungsmöglichkeiten aus. Seit Beginn der Covid-Pandemie musste ich jedoch unter meinen Patienten in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Covid-Infektion mussten von meinen Patienten zwei Dutzend im Krankenhaus behandelt worden. 2 Dutzend? 6 sind verstorben. Im Krankenhaus mussten behandelt werden. Ein ungeimpfter, Mitte-30-Jähriger werdender Vater ohne Vorerkrankung. Fazit meiner Impfaufklärung ist, die Impfung hat Risiken, nicht impfen aber auch. Es folgen nun punktuelle Stellungnahmen zu Feststellungen und Forderungen des vorliegenden Antrags. Die erste Zahl ist immer römisch, die zweite arabisch. Zu 1.2. Die ärztliche Impfaufklärung fokussiert auf individuelle Nutzen-Risikobewertungen, die auch das unmittelbare soziale oder berufliche Umfeld, zum Beispiel im Sinne von Expositionsgefahren oder Kontakt mit vulnerablen Personen berücksichtigen. Gesellschaftliche Risikobewertungen spielen in der Impfaufklärung eine allenfalls untergeordnete Rolle. Zu 1.3. Abrechnungsdaten aus der ambulanten ärztlichen Versorgung sind zu Abrechnungszwecken erstellt worden und nicht zu valider oder reliabler Prüfung von Zusammenhängen zwischen Impfung und Impfnebenwirkung. Dazu bedürfte es anderen Studien. Wozu brauchst du dann überhaupt Daten, wenn die nicht verlässlich sind angeblich? Surveillance, bei der obligatorisch und eben mit spezifischem Design Studien zu Wirkung und Nebenwirkungen neuerer und älterer Medikamente unter den Bedingungen der Versorgungsrealität durchgeführt werden. Voll auf Linie. Zu 1.4. Die Effekte natürlicher Immunität nach überstandener Covid-Infektion wird in den RKI-Impfempfehlungen längst berücksichtigt, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Den 7% sächsischer über 60-Jähriger ohne überstandene Infektion ist weiterhin ganz klar eine Impfung eher anzuraten, als auf eine Infektion zu warten. Und 6 Monate nach einer überstandenen Infektion, auch das wurde schon referiert, ohne vorangegangene Impfung macht natürlich eine zusätzliche Immunisierung durch Impfung mehr Sinn als nur die natürliche Immunität. Zu 1.5. In meiner Praxis wurde kein Patient gegen seinen Willen geimpft oder wegen seiner Nichtimpfung sanktioniert. Die freie Impfentscheidung hatte und hat jederzeit Bestand. Das gilt auch für alle anderen mir bekannten Praxen. Zu 1.6. In meiner Praxis wurde Professor die individuelle Dr. Impfentscheidung immer durch unabhängige und umfassende Informationen nach meinem besten ärztlichen Wissen und Gewissen gegründet. Und dies gilt auch für alle anderen mir bekannten Praxen. Zu den Forderungen. 2.1. Vor Einrichtung von kostenaufwendigen Spezialambulanzen sollte zunächst der Bedarf ermittelt werden. Zu 2.3 und 4. Studien sind immer gut. Aber eine große Zahl von Nebenwirkungen der Corona-Impfung ist erstens bekannt und zweitens flüchtig. Wenn ich nun jeden Muskelschmerz oder andere flüchtige Impfnebenwirkungen berichten soll, habe ich viel zu tun. Das ist nicht in erster Linie eine Frage des Geldes, sondern des Aufwands. Für diese Frage gibt es aus meiner Sicht wozu andere das Geld, wozu der Aufwand bei solchen Fällen? Ich rede nicht von gefährlichen oder ernsten Impfnebenwirkungsverläufen, sondern davon redet er nicht, von den gefährlichen und den ernsten Impfnebenwirkungsverläufen. Dafür gibt es also andere Instrumente der Versorgungsforschung, wie zum Beispiel Forschungspraxennetzwerke, die dafür genutzt werden könnten und sollten. Zu 2.5.
Das reguläre System in Form der überwiegend impfenden Hausarztpraxen hätte die Durchimpfung der Gesamtbevölkerung in kurzer Zeit und den anfänglich damit verbundenen Ansturm nicht bewältigen können. Deshalb waren am Anfang der Impfkampagne die Impfzentren notwendig und richtig. Inzwischen ist die Covid-Impfung in den Hausarztpraxen Routine und dort auch am besten aufgehoben. Eine letzte Bemerkung. Zu den bürokratischen und logistischen Irrungen und Wirrungen der Impfkampagne in den Praxen niedergelassener Ärzte und die Ungleichbehandlung des Personals in den Praxen gegenüber Krankenhausmitarbeitern zum Thema Pflegebonus wäre noch vieles zu sagen, aber das steht nicht im Antrag. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Es war eine Punktlandung. So, jetzt als kommt der Tom Lausen, Freunde. Teilt diesen Stream. Video. Ja, vielen Dank für das Wort. Ich werde mal meine Präsentation öffnen. Ich hoffe, das klappt. Können Sie alle Kann sehen? Ich näher ran, Freunde. Ja, ist alles gut zu sehen. Danke. Wunderbar, dann fange ich jetzt an. Vielen Dank. Gesundheitliche Schäden durch Covid-Impfungen vollumfänglich erfassen und Betroffene unterstützen. Ich beschränke mich hauptsächlich auf das Thema des Erfassens dieser Schäden durch Covid-Impfungen. Ich beschäftige mich nicht mit den gesundheitlichen Schäden an sich, nur am Rande. Deswegen diese kurze Einleitung. Als Datenanalyst bin ich angewiesen auf Daten. Es reicht nicht, dass nur diejenigen, die es persönlich mit Impfnebenwirkungen oder Tod eines Angehörigen trifft, erst dann anfangen nachzurecherchieren. Deshalb rechne ich nach. Leider werde ich dabei behindert. Dazu spreche ich heute auch noch ein wenig. Meine Fragestellung, die ich mir gestellt habe und die es zu untersuchen galt, stellen die neuartigen Covid-19-Impfstoffe eine Gefahr dar? Und dazu habe ich zunächst einmal recherchiert, und da werden Sie jetzt noch gar keine Daten bei mir finden, habe ich recherchiert, was das Paul-Ehrlich-Institut dazu gesagt hat. Die haben nämlich 14 Tage nach Start der Impfkampagne in 2021 am 14.01. ein Pressebriefing herausgegeben, und man konnte sehen, dass die Dinge, die später in der Presse oder in den Medien öffentlichkeitswirksam gesagt wurden, dass es auf keinen Fall Langzeitrisiken dieser Impfung geben würde, dass das Paul-Ehrlich-Institut davor schon sehr, sehr große Sorge hatte. Hier sieht man, dass in diesem Pressebriefing sogar von Herausforderung der Überwachung der Covid-19-Impfstoffe gesprochen wird, neuartige Impfstoffplattform mit limitierter Erfahrung mit bereits zugelassenen vergleichbaren Impfstoffen. Das war als Problem anzusehen. Klinische Studien der Phasen 1 bis 3 der Hersteller nur begrenzt geeignet, um sehr seltene unerwünschte Ereignisse, Langzeitrisiken, da sind sie, Risiken in gefährdeten Bevölkerungsgruppen oder Wechselwirkungen mit anderen medizinischen Produkten, Impfstoffen zu erkennen. Also das Paul-Ehrlich-Institut hat schon relativ früh gesagt, wir haben da ein Problem bei der Überwachung. Deswegen kann man sagen, ja, die STIKO, das PAI und auch die Bundesregierung haben gesagt, es gibt da Gefahren durch die neuen Impfstoffe, und deshalb plante der Bundesgesetzgeber, und mir scheint, das ist hier jetzt in der Runde noch nicht so bekannt, deswegen werde ich das jetzt noch mal etwas ausführlicher schildern, die planten nämlich vor der Einführung der neuartigen Impfstoffe die Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes schon im November 2020. Hier können Sie den Gesetzesentwurf sehen, damals noch der Fraktion CDU, CSU und der SPD am 3.11.2020, das dritte Bevölkerungsschutzgesetz, das dann auch zum Gesetz wurde. Und der Gesetzgeber ergänzte nämlich im Infektionsschutzgesetz § 13 Absatz 5 die Pflicht, wegen der neuartigen Impfstoffe Gesundheitsdaten seitens der kassenärztlichen Vereinigungen an das Paul-Ehrlich-Institut zu senden, wurde am 18.11. in das Infektionsschutzgesetz aufgenommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das werde ich gleich aufzeigen. Was kann man mit den Daten nämlich anfangen? Man kann das, was meine Vorredner letztendlich aus Studien beziehen oder aus zukünftigen Studien beziehen möchten oder aus der Praxis beziehen. Man hätte mit diesen Daten gesundheitliche Schädigungsfolgen erkennen können. Ich zitiere mal aus dem Gesetzesentwurf. Mithilfe der zusätzlich pseudonymisierten Gesundheitsinformationen können die Häufigkeit, Schwere, der Langzeitverlauf von Impfkomplikationen besser beurteilt werden. Und ein weiteres Zitat: Warum befand der Gesetzgeber diesen Schritt, die Daten der KVen einzubeziehen, also Kassenärztlichen Vereinigungen einzubeziehen, für erforderlich? Und zwar ganz aus einem ganz einfachen Grund. Allerdings zeigen die seit Inkrafttreten des Infektionsschutzgesetzes vom Paul-Ehrlich-Institut erhobenen Daten, dass nicht alle Impfkomplikationen erkannt bzw. gemeldet werden und von einer Untererhebung auszugehen ist. Also man sieht, dass der Gesetzgeber sehr genau weiß, dass das Paul-Ehrlich-Institut längst nicht alle schwerwiegenden oder auch normalen Impfkomplikationen gemeldet bekommt oder erkennt und deswegen eine Untererhebung existiert. Deswegen sind diese Daten heranzuziehen.
Jetzt ist die Frage, weil wir ja in Sachsen sind, hat die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen die pseudonymisierten Gesundheitsdaten zur Impfstoffsicherheitsüberwachung seit 2021, seit Start der Impfkampagne an das Paul-Ehrlich-Institut überhaupt geliefert? Nein. Trotz des Gesetzes, es handelt sich hier um schwerwiegende Gesetzesbrüche, für dieses Gesetz wurden extra neue Ordnungswidrigkeitenbestände im Infektionsschutzgesetz geschaffen, nämlich Paragraph 73 im Infektionsschutzgesetz. Der Gesetzgeber wollte, dass das gemeldet wird und es wurde nicht gemeldet. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Paragraph 13 Absatz 5 eine dort genannte Angabe nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt. Da kommt es gar nicht auf die Ärzte drauf an. Das ist eine Pflicht der Kassenärztlichen Vereinigung in Sachsen. Dem hätte die KV Sachsen mit uneingeschränkter Verpflichtung Folge zu leisten gehabt und die Pflicht dauert an. Der Gesetzgeber hat in § 73 des Infektionsschutzgesetzes extra eine Norm eingeführt, um einen Meldeverstoß hart zu sanktionieren, um die besondere Verpflichtung der KV zu unterstreichen. Die Ordnungswidrigkeit kann geahndet werden mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro pro Fall zu vollstrecken an jedem Vorstandsmitglied, auch der KV Sachsen. An jedem Vorstandsmitglied von der Aufsichtsbehörde, also auch die KV werden ja beaufsichtigt, die Kassenärztlichen Vereinigung, die KV Sachsen von Staatsministerin Petra Köpping in diesem Fall, bisher Ordnungswidrigkeiten verfahren, wegen der seit 2 Jahren nicht vorliegenden Daten eingeleitet, gegen Herrn Dr. Klaus Heckemann, der ist der Vorstandsvorsitzende der KV Sachsen, und gegen Frau Sylvia Krug. Nein, die Staatsministerin Petra Köpping hat in der Stellungnahme zum Antrag der AfD frei erfunden, das muss man ganz klar sagen, dass diese Daten angeblich ordnungsgemäß an das PAI geliefert, also an das Paul-Ehrlich-Institut geliefert wurden. Und somit hat sie keine Verfahren einleiten lassen. Hier kann man es nochmal sehen. Das ist die Stellungnahme der Staatsministerin. Da steht in dem gelb markierten, dass dieser Datenmeldung die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen regelmäßig nachkommt. Dem ist nicht so. Das können Sie hier sehen. Die Bundesregierung wurde angefragt. Das Bundesgesundheitsministerium hat noch im Mai geantwortet, nein, bislang fanden keine Gespräche der Kassenärztlichen Vereinigung hinsichtlich der Datenübermittlung nach § 13 Infektionsschutzgesetz Absatz 5 mit dem Paul-Ehrlich-Institut statt. Und auch das Paul-Ehrlich-Institut schreibt noch kurz vor Weihnachten, vor diesem Hintergrund hat ein Datenaustausch in der vom Gesetz geforderten Form bisher tatsächlich noch nicht stattfinden können. Nicht. Die Datenübermittlung ans PAI, jede Datenübermittlung, auch wenn man jetzt sagt, ja, sie hatten die Schnittstelle nicht oder so, jede Form, auch Papier an das Paul-Ehrlich-Institut hätte dem Gesetz genügt. Nichtlieferung der Daten ist inakzeptabel. Gesundheitsdaten, man hätte sehen können, sind Komplikationen da oder nicht. Es gibt für die Nichtlieferung der Daten keine Ausrede und keine Rechtfertigung. Gucken wir mal, ob die Daten wichtig gewesen sind. Im epidemiologischen Bulletin vom 14. Januar, also gleichzeitig, wie auch das Paul-Ehrlich-Institut ein Pressebriefing rausgegeben hat, also am Anfang der Impfkampagne, hat sich die STIKO zu Wort gemeldet. Und die STIKO ist ja quasi gleichlautend nur für Sachsen. Die STIKO hat dringend angemahnt, die Notwendigkeit zusätzlicher Analysen, zum Beispiel von Krankenkassendaten, werden von der STIKO im Kontext der Einführung der neuen Covid-19-Impfstoffe dringend angemahnt. Also das ist jetzt hier nicht irgendeine Kann-Option, es wird dringend angemahnt. Ohne diese dringend angemahnten Daten hätte die STIKO keine einzige Impfempfehlung mehr abgeben dürfen, weil die vom Gesetzgeber verordnet sind und sie sind nicht erfolgt. Trotzdem hat sie es gemacht. Nochmal das Paul-Ehrlich-Institutsbriefing vom 14.01.2021. Man sieht hier tatsächlich Risiken in den Impfstoffen, die es zu überwachen gibt, auch Langzeitrisiken. Man wusste von nichts und man hat hier schon am 14. Januar geplant, retrospektive Studien auf Basis von elektronischen Gesundheitsdaten, in diesem Fall der gesetzlichen Krankenkassen, da sind dann die Krankenhausdaten zusätzlich mit drin. Und der geplante Beginn war im Quartal 2 2021. Das Paul-Ehrlich-Institut konnte das nicht durchführen. Es wurden keine Krankenkassen in irgendeiner Form dazu motiviert oder konnten motiviert werden, mitzumachen, sodass wir also 2 Jahre im absoluten Nebel fahren. Die Daten wären verfügbar gewesen, natürlich seit dem Quartal 2021. Das Ergebnis ist, in 2022 im Juni erfahren wir von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, dass wir 2,5 Millionen Arztbesuche wegen Impfnebenwirkungen haben. Wir haben gerade gehört von meinem Vorredner, dass in der Praxis die Leute natürlich auch einfachere Nebenwirkungen gehabt haben. Aber natürlich sind bei diesen 2,5 Millionen rein statistisch gesehen schon sehr viele schwerwiegende auch dabei. Ganz klar, die haben wir ja auch gesehen.
Und was jetzt hier vielleicht auch genannt wurde, das Thema Impfschadenanträge, was ja nur eine rechtliche Bewertung ist, ist 20 Mal höher in Sachsen als bisher. Wir haben diese typischen Impfschadenanträge nach § 60 des Infektionsschutzgesetzes in 2021 und 2022, die sind 20 Mal höher als bisher. Früher gab es 10 Anträge pro Jahr wegen Impfungen. Wir haben aber nur 4-mal insgesamt in den letzten beiden Jahren mehr geimpft, als verimpft worden ist vorher. Jetzt sind es über 200 pro Jahr in Sachsen. Also wir haben jetzt insgesamt, glaube ich, 379 Impfschadenanträge, die größtenteils dann auch abgelehnt werden wegen schlimmster Sachen. Da will ich heute nicht drauf eingehen. Das Land Niedersachsen hatte zum Beispiel Obduktion per Erlass angeordnet, wenn Menschen innerhalb von 14 Tagen nach der Impfung verstarben. Auch mein Vorredner von der SIKO, Herr Dr. Grünwald, hat gesagt, er hätte gerne Obduktion gehabt. Sachsen hat dieses keinen Erlass gemacht. In Niedersachsen hätte es es geben müssen. Wir sehen hier, dass das PAI uns 576 Todesfälle am Tag der Impfung mitgeteilt hat. Die sind gemeldet worden. Es mögen vielleicht noch mehr gewesen sein. Aber zumindest sind 576 Leute zur Impfung gegangen und danach gestorben, also direkt am selben Tag. Es wird hier in schwerwiegendem Maße meines Erachtens gegen die Interessen der Volksgesundheit gehandelt. Ich empfehle sofort, in Bezug auf diesen Antrag Ordnungswidrigkeitenverfahren einzuleiten, damit die Daten endlich nachgeliefert werden. Das muss dringend darauf geachtet werden. Herr Lausen, Ihre letzte halbe Minute. Ja, das geht klar. Ich bin fast fertig. Dankeschön. Und die Behörden, die gesetzlich verordnete Daten ignorieren oder nicht einfordern, handeln aus meiner Sicht gesetzwidrig und verantwortungslos. Ich empfehle umgehend, einen Untersuchungsausschuss zu sämtlichen Gesetzesbrüchen durch Behörden und Krankenhäuser einzusetzen. Hier noch einmal nur, um das Thema Myokarditis zu zeigen. Wir haben von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung die Vorkommnisse in den Daten der deutschen Versicherten, 72 Millionen Versicherte. Und Sie sehen schon ganz recht, Quartal 1, 22, den super Anstieg von Myokarditis-Vorkommnissen. Und insofern gibt es allen Grund dazu, etwas genauer in die Daten zu gucken und nicht bloß die Sachen immer alle wunderbar und schön zu sehen. Man muss die Daten, glaube ich, erfassen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes Herr Dr. Mürz. Spricht für sich, oder? Also nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich werde Sie jetzt ein bisschen ärgern. Sie sehen histopathologische Bilder. Ich habe mir die Frage gestellt, gibt es die Impfnebenwirkung der Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 wirklich? Ich erzähle bloß aus meiner persönlichen Sicht und auch das alles, was ich so privat erlebt habe. All die Sachen sind entweder publiziert oder werden publiziert werden. Ich will noch mal kurz darauf eingehen, was eigentlich passiert ist. Wir haben eine Transfektion und eigentlich keine wirkliche Impfung gemacht. Also wir haben fremdes genetisches Material auf einen anderen Organismus übertragen. Die genbasierten Impfstoffe veranlassen eigene Zellen zur Produktion des Spike-Eiweißes von SARS-CoV-2. Gegen dieses Spike-Eiweiß reagiert das menschliche Immunsystem und bildet Antikörper und spezifische T-Zellen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Das ist der Unterschied zu den klassischen Impfstoffen. Die Frage ist, funktioniert es? Es funktioniert tatsächlich. Es funktioniert sogar ex vivo, das heißt in Zellkulturen. Sie sehen hier braune Zellen. Das ist ein Verfahren aus der Pathologie, um Proteine nachweisen zu können. Das nennt sich Immunhistochemie. Wir können tatsächlich das Impfeiweiß Spike können wir später in dem Körper nachweisen, auch im Verstorbenen nachweisen. Wo verbleibt eigentlich das Spike? Es wurde uns erzählt, dass das Spike an der Impfstoff an der Einstichstelle verbleibt. Der Impfstoff verbleibt nicht an der Einstichstelle. Es können potenziell alle Körperzellen dieses Impfspike sozusagen dann bilden. So, eine Aufnahme aus unserer, sondern von einem Sektionsfall aus dem Herzen in kleinen Gefäßen. Sie sehen hier, diese braune Färbung heißt, hier ist das Eiweiß, hier ist Spike, hier findet, findet Entzündung statt. Hier ist es im Gehirn nachweisbar. Was sind die Auswirkungen? Allgemein bekannt dürfte jetzt sozusagen die Herzmuskelentzündung sein. Das heißt,
Entzündungszellen wandern in die Herzmuskulatur ein und führen zum Untergang von Herzmuskelzellen. Das führt auf die Dauer entweder zum Verlust der Funktionsfähigkeit des Herzens oder zur Narbenbildung. Was passiert weiter? An den Gefäßen gibt es Entzündungen, die sind hier schön dargestellt. Und die Gefäßentzündungen führen häufig zum Gefäßverschluss. Bekannt sind die Thrombosen oder eine Thrombose in einem Herzkranzgefäß führt zu einem akuten Myokardinfarkt. Wir sehen sozusagen in der Realität keine typische Impfnebenwirkung, indem wir sagen, wir haben etwas ganz Besonderes, sondern wir sehen einen akuten Myokardinfarkt plötzlich. Ja, statt, das ist doch die Nebenwirkung. Was sozusagen vortäuscht, dass es eine normale Erkrankung wäre. Die Entzündung des Gehirns. Ich kann den Typen immer noch nicht einordnen. Zerstört. Seht ihr den? Zerstören Entzündungszellen kleine Gefäße und das angrenzende Gehirn. Was Sie vielleicht gar nicht wissen, eine Nebenwirkung ist die Blinddarmentzündung. Mir war das auch nicht so bewusst gewesen, mir ist es bloß aufgefallen, dass nach einer gewissen Zeit, etwa im Abstand von 2 Monaten, junge Leute mit einer Blinddarmentzündung reagierten. Ich habe das gemeldet ans Paul-Ehrlich-Institut und bekam als Antwort, ja, das wissen wir schon. Ich weiß nicht, ob das wirklich in den Impfempfehlungen bis jetzt aufgeführt ist. Ich glaube, das ist ja kritisch, oder? Verstehe ich das falsch? Wir machen keine Obduktion. Wir haben nicht obduziert vorher, wir haben auch nicht in der Corona-Krise obduziert und wir obduzieren auch nicht unter den Dr. Michael Bedingungen Merz, der Impfkampagne. Woran liegt das? Wir obduzieren nicht. Wir haben eine Regelungslücke. Wir haben die Verstorbenen im Krankenhaus, wir haben den Tod zu Hause und wir haben natürlich immer noch die Abwägung zwischen dem natürlichen und nicht natürlichen Tod. Denn der Tod unter einer wenn man ihn sozusagen impfassoziiert betrachten, ist immer ein nicht natürlicher Tod. Und hier muss eigentlich immer die Staatsanwaltschaft eingeschaltet werden. Staatsanwaltschaft sollte eingeschaltet werden. Wo kommt die Regelungslücke her? Wenn jemand zu Hause verstirbt, bezahlen es die Angehörigen im Krankenhaus, das Krankenhaus selbst, die Staatsanwaltschaft, wenn sie eine Obduktion beantragt, dann natürlich die Staatsanwaltschaft. Und falls das Gesundheitsamt eine Obduktion möchte, bezahlt es die Stadt. Und was denken Sie, was passiert? Wenn es die Angehörigen bezahlen möchten, es passiert natürlich eher nicht. Ja, eben. Also doch ein kritischer Mann. Jetzt kommen die Anrufe. Sie können sich vorstellen, bevor jemand bei mir sozusagen direkt auf Arbeit anruft, ist es eine sehr, sehr, sehr hohe Hürde. Ich bekomme sozusagen täglich Anrufe von Menschen, die wissen möchten, was sie mit ihren Nebenwirkungen eigentlich machen sollen. Ich kann das natürlich am Telefon nicht alles abklären. Täglich kriegt er die Anrufe. Und damit Diagnostiker bin und kein Kliniker. Das muss man einfach mal so sagen. Aber ich habe wirklich keine Idee, an welche Leute ich hätte gerne eine Ambulanz tatsächlich, wo ich sagen könnte, Sie wenden sich bitte an diese Ambulanz, die sozusagen sich um Ihre Probleme kümmert. Gott sei Dank, ein kritischer Mitdenker. Jetzt will ich kurz noch zusammenfassen. Die genbasierten Impfstoffe haben teils tödliche Nebenwirkungen. Eine Myokarditis, wenn sie sozusagen vom Pathologen diagnostiziert wird, der Patient ist verstorben. Eine Enzephalitis, der Patient ist tot, ne? Die Nebenwirkungen treten nicht Stunden, Tage, Wochen, aber auch Monate nach dem Ereignis auf. Man kann nicht pauschal sagen, nach 14 Tagen ist alles erledigt. Und schon gar nicht nach 15 Minuten. Die Kausalität ist beim Leben sehr, sehr schwer nachzuweisen. Das muss man auch mal so sagen. Ich möchte keinem raten, sich ein Stückchen Hirn oder ein Stückchen Herz sozusagen herausnehmen zu lassen und zu sagen, dass hier eine Impfnebenwirkung stattgefunden hat, wenn ich es untersuchen soll. Das möchte ich bitte nicht. Und die Patienten benötigen auf jeden Fall einen Ansprechpartner. Das ist sehr, sehr wichtig. Vielen Dank. Mir wurde gerade gesagt, der Pathologe Michael Merz veröffentlichte im Oktober einen Fall, bei dem ein Patient Herr möglicherweise Dr. durch folgende Merz Corona-Impfung verstorben ist. Sein Arbeitgeber versuchte daraufhin, ihm Sander. Interviews zu untersagen. Und jetzt Professor Dr. Leif-Erik Sander, Klinikdirektor für Infektiologie. Meine Vermutung stark auf Linie. Ja, guten Tag. Bin ich gut zu hören? Ja, Sie sind gut zu hören. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Kurz zu meiner Person. Ich leite die Klinik für Infektiologie und Intensivmedizin an der Charité Berlin. Während der Covid-19-Pandemie haben wir sehr viele Patientinnen und Patienten mit Covid-19 hier an der Charité behandelt. Und leider sind von diesen Patienten
auch viele Menschen trotz intensiver Therapie verstorben. Wir kennen also das Krankheitsbild in all seinen unterschiedlichen Ausprägungen und die Folgen, war ja klar, gerade hier an der Charité als großes medizinisches Zentrum sehr gut. Aber Charité Berlin, was wissenschaftlich habt ihr auch anders beschäftige ich mich schon seit Jahren mit der Wirkweise von Impfstoffen, insbesondere auch mit immunologischen Zusammenhängen und dem Zusammenspiel von unserem Immunsystem mit unterschiedlichen Krankheitserregern. Und in dem Zusammenhang haben wir an der Charité auch eine Vielzahl von Studien, sowohl zu Covid-19, zu den Wirkungen, Auswirkungen von Covid-19 an verschiedenen Organen, als auch zur Wirkung der Covid-19-Impfstoffe durchgeführt und dazu unterschiedliche klinische Kohorten etabliert. Die Covid-19-Pandemie ist durch ein neuartiges Beta-Coronavirus ausgelöst worden, welches erstmalig Ende 2019 in China identifiziert wurde. Seither sind weltweit über 6,7 Millionen Menschen an dieser Erkrankung verstorben. Und dabei ist noch anzumerken, dass eigentlich die WHO und viele andere Organisationen und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit von einer deutlichen Unterschätzung dieser Todeszahlen ausgehen, da es ja in vielen Ländern keine ausreichend funktionierenden Meldesysteme oder belastbare Todesfallstatistiken gibt, so wie wir es hier in Deutschland kennen. In Deutschland wurden bislang über 163.000 bestätigte Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Der Grund für die hohe Empfänglichkeit der Weltbevölkerung für das neue Virus Ende 2019/2020 liegt ganz klar in der Tatsache, dass kein existierender adaptiver Immunschutz gegen dieses neue Virus, gegen SARS-CoV-2 vorlag. Und erst mit der Einführung der Impfung konnte sukzessive eine breite und schützende Immunität in der Bevölkerung aufgebaut werden. Die schnelle Entwicklung und die schnelle Zulassung von hocheffektiven und sicheren Impfungen gegen Covid-19, die wir ja zuletzt, nicht zuletzt aufgrund der herausragenden Leistungen von Katalin Karikó, Ugo Schein und Özlem Türeci haben und vielen anderen mehr. Sichere Impfung, ne? Diese Impfung und diese schnelle Einführung und Entwicklung ist sicher als einer der größten Erfolge der modernen Medizin anzusehen. Klar, einer der größten Erfolge. Denn erst die Einführung und die breite Verfügbarkeit der Covid-19-Impfstoffe hat die Krankheitslast und die Gefahren, die eben von Covid-19 ausgehen, schrittweise gebannt. Mit dem Auftreten der Omikron-Variante um die Jahreswende 2021/22 konnten wir dann primär dank des existierenden Impfschutzes in der Bevölkerung schrittweise auch einen Rückgang der Krankheitsschwere verzeichnen. Ein Propagandist, so ein widerwärtiger, unfassbar. Denn Durchbruchinfektionen bei präexistierender Immunität überhaupt keine Ahnung weisen in der Regel eine sehr stark reduzierte Krankheitsschwere mit einem dann deutlich reduzierten, mit einer deutlich reduzierten Hospitalisations- und Todesrate auf. Das heißt, aber was willst der du auch Impfschutz erwarten? Und die Immunität, die wir aufgebaut haben, Berlin. Shit, haben fuck zu Berlin in der Arsch. Reduzierten Krankheitsschwere durch die Omikron-Variante geführt. Unfassbar. Und dadurch war es eben möglich, dass wir trotz der wirklich sehr, sehr hohen Infektionszahlen, die wir im Jahr 2022 hatten und im Rahmen der verschiedenen Wellen mit den verschiedenen Omikron-Sublinien beobachtet haben, dass wir die sozusagen zulassen konnten, da wir aufgrund des hohen Immunisierungsgrades gemessen an diesen sehr hohen Fallzahlen deutlich weniger Schwerstkranke und Verstorbene zu verzeichnen hatten. Glauben Sie eigentlich den Scheiß, den Sie selber dort verzapfen? In absoluten Zahlen war das immer noch eine sehr hohe Krankheitslast. Das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber gemessen an den Infektionszahlen war die Krankheitslast niedriger. Und das ist eben dem hohen Impfschutz und der präexistenten Immunität zu verdanken. Wenn es eine präexistente Immunität war, dann hast du auch keinen Impfschutz gebraucht. Impfschutz in der Bevölkerung auch eine Omikron-Variante anrichten kann und dass dies zu sehr schweren Krankheitswellen und sehr, sehr hohen Todeszahlen führen kann, haben wir sehr eindrücklich leider am Beispiel von Hongkong sehen können. Und das zeigt sich momentan aktuell auch in China, wobei natürlich die Informationen aus China sehr limitiert sind. Aus meiner klinischen Erfahrung kann ich Ihnen zudem berichten, dass wir seit 2022 vor allem Personen mit einem unzureichenden Impfschutz oder einem geschwächten Immunsystem
oder eben schwer vorerkrankte Personen auf unseren Intensivstationen Und das wegen sind auch die Covid-19 einzigen, die behandeln eventuell müssen. Irgendwie hätten geschützt werden müssen. Auch nicht scheint die komplette die Impfung Bevölkerung. insgesamt einen positiven Effekt auf die Positiver Ausbildung Effekt. und Ausprägung von schweren Folgeerkrankungen nach Covid-19 zu haben. Und das betrifft Regelgrad neben den 3. Post- und den Long-Covid-Syndromen, wissen wir ja, dass Positive Wirkung. Nach einer SARS-CoV-2-Infektion auch Erkrankungen anderer Organsysteme auftreten können, insbesondere der von Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch neurologischen und rheumatologischen Erkrankungen. Genau. Aber das lassen wir mal schön unter den Tisch. Der große Nutzen der Impfung lässt sich eben auch sehr deutlich am Zusammenhang zwischen den regionalen Impfquoten und den Covid-19-bedingten Todesfällen ablesen. Und insbesondere in Regionen mit niedriger Impfquote wurden leider sehr hohe Todeszahlen gemeldet, während Regionen nicht stimmt. mit schon hoher am Beispiel Impfquote Sachsen kann weniger man das Todesfälle widerlegen. zu beklagen hatten. Und das hat Ihnen gerade auch schon, finde ich, sehr eindrücklich, Herr Dr. Grünewald, demonstriert. Sogar mit ganz aktuellen Zahlen, sogar auf Landkreisebene. Das sind natürlich Korrelationen, aber es gibt darüber hinaus auch andere Hinweise, dass die Covid-19-Impfungen die Gesamtmortalität senken können. Senken können? Wir haben 19% Übersterblichkeit. Impfungen haben natürlich wie jedes Arzneimittel neben den gewünschten spezifischen Wirkungen auch unerwünschte, unspezifische Wirkungen und können eben zu Impfreaktionen, aber in seltenen Fällen auch zu Impfkomplikationen und auch zu Impfschäden führen. Und wie von einem der Vorredner auch schon dargelegt, kommt es eben bei vielen der zugelassenen Covid-19-Impfstoffe relativ häufig zu sogenannten Impfreaktionen. Das sind primär eher harmlose Nebenwirkungen. Diese können unangenehm sein, die können auch zu einer kurzfristigen Arbeitsunfähigkeit führen. Sie führen aber in der Regel nicht zu echten Komplikationen oder echten Schäden. Und heilen komplikationslos aus. In der Regel ist das Fieber oder andere grippale Beschwerden. Und es ist eben ganz wichtig, dass wir das nicht verwechseln und nicht vermengen. Und gerade bei Daten, die sich auf Arztbesuche im Zusammenhang mit einer Covid-19-Impfung beziehen, muss man sehr scharf trennen zwischen Arztbesuchen zum Beispiel aufgrund einer transienten Arbeitsunfähigkeit oder aufgrund echter Komplikationen. Das sollte man mal zu den tatsächlichen haben. Impfkomplikationen zählen vor allem die Herzmuskel- und die Herzbeutelentzündung, aber auch seltene neurologische Komplikationen. Auch das haben Sie schon seltene, von den Vorrednern seltene neurologische gehört. Komplikationen. Wichtig bleibt anzumerken, dass die sehr seltene, auch schwerwiegende Komplikation der Immunthrombose mit Hirnvenenthrombosen, die im Frühjahr 2021 im Zusammenhang mit der Vektorimpfung von AstraZeneca festgestellt wurde, sehr, sehr früh durch die Pharmakovigilanzsysteme des PAI und der EMA detektiert wurden und daraufhin auch sehr rasch die Impfempfehlung angepasst wurde. Na klar, ne? Das heißt, die Pharmakovigilanzsysteme haben selbst für diese sehr seltenen Komplikationen schon eine hohe Sensitivität. Die Impfkomplikationen und Impfschäden müssen selbstverständlich bestmöglich aufgearbeitet werden. Die müssen auch weiter beforscht werden. Alle diese Leute und, kriegen Hilfe. Ne? Personen mit Impfkomplikationen und Impfschäden müssen natürlich bestmöglich medizinisch versorgt werden. Sind alles nur Einzelfälle. Spezialambulanzen extra für Impfschäden halte ich jedoch momentan nicht für sinnvoll. Aus Nö, wozu medizinischer Ambulanzen? Sicht nicht, weil es keinen Bedarf dafür gäbe, sondern weil im Grunde die Patientinnen und Patienten am besten dort versorgt sind, bei der jeweiligen Fachdisziplin, die sich mit der zugrunde liegenden Problematik am besten auskennt. Also zum Beispiel, wenn Herzprobleme oder neurologische Probleme bestehen, halte ich es für am sinnvollsten, das dann entsprechend in einer entsprechenden Fachambulanz für Kardiologie oder Neurologie weiter zu untersuchen. Das PAI spricht bei den Covid-19-Impfungen insgesamt von einer sehr niedrigen Komplikationsrate mit weniger als 10 Meldungen pro 100.000 Impfdosen. Und internationale Daten sehen das sehr ähnlich. Wir haben und, ja gerade gesehen, wie unterfasst die Daten sind. Wir haben die Daten gerade sehr eindrücklich nochmal von Herrn Grünewald demonstriert bekommen. Insgesamt liegen die Daten aus ganz unterschiedlichen Datenquellen vor. Hierzu zählen neben diesen Pharmakovigilanzsystemen der Arzneimittelbehörden auch viele wissenschaftliche Studien, die sehr genau geschaut haben. Und populationsbasierte Gesundheitsdaten, zum Beispiel aus Israel. Also wir haben unterschiedliche Datenquellen, die insgesamt eben das gute Sicherheitsprofil mit diesen sehr isolierten Sicherheitssignalen, zum Beispiel zur Herzmuskelentzündung, die das allesamt belegen. Die letzte insgesamt halbe Minute würde anbrechen. Ja, insgesamt sieht man also trotz einzelner Sicherheitssignale ein sehr gutes Sicherheitsprofil, sodass wir ein sehr
deutliches Nutzen-Risiko-Verhältnis zugunsten der Impfung haben. Deutliches und aus diesem Grund sind auch die Empfehlungen der STIKO in hohem Maße sinnvoll und sehr, sehr gut begründet. Na klar. Die Impfung und auch die Booster-Kampagne sowie auch die hohen Infektionen, die wir über das letzte Jahr gesehen haben, haben eben zu einer sehr breiten Bevölkerungsimmunität geführt und erlauben uns jetzt eben langsam aus der pandemischen Phase schrittweise in eine endemische Phase überzutreten. Unfassbar. Und dazu das heißt, dass zukünftige Infektionswellen zwar weiterhin regelmäßig auftreten werden, aber zusehends abflachen und einer abnehmenden Krankheitslast einhergehen. Ganz zum Schluss möchte ich noch anmerken, dass wir weiterhin intensive Forschung brauchen, sowohl zur Wirkung der Impfung. Natürlich, gibt uns noch mehr ganz Geld. Ganz wesentlich scheint mir aber vor allen Dingen auch weitere Forschung zu den Komplikationen und Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung. Dankeschön, liebe Eva, und vor allem die Entwicklung neuer Therapien gegen die Folgeerkrankung. Herzlichen Dank. Das Beste an seinem Beitrag ist, dass er irgendwann mal zum Ende kommt. Unfassbar. Was für ein medizinischer Propagandist. Überhaupt nichts an Fachwissen. Null Ahnung von den Quellen. Vorher begrüße ich noch recht herzlich Frau Staatssekretärin Neukirch und hätten Sie auch gleich den Pressesprecher vom Charité schicken können. Staatsministerium, und sowas nennt sich Arzt. Frau Olivier hier zur Anhörung. Unfassbar. Wir beginnen mit der CDU-Fraktion, Frau Kucke. Jetzt kommt eine Fragerunde, liebe Leute. Könnte sein, dass Sie den Tom Lausen jetzt dazuschalten. Er ist ja immer noch da. Im Namen der CDU recht herzlichen Dank für Ihre Vorträge. Das ist der Live-Eriks auf der rechten Seite und das ist Tom Lausen. Besonderen Dank kann ich aussprechen an Herrn Dr. Sander und Herrn Dr. Grünewald. Ja, natürlich wird den beiden gedankt. Sehr guten Vortrag, dem im Zweifel nichts hinzuzufügen wäre. Nö, im Zweifel ist dem nichts hinzuzufügen. Aber da es ein Antrag ist, um den wir auch diskutieren sollten, hätte ich auch noch Fragen vorbereitet an die beiden, Herrn Professor Dr. Sander und Dr. Grünewald. Können Sie uns vielleicht noch mal was zum Post-Vax-Syndrom erklären? Ja, was erklären? Ist denn das Post-Vax-Syndrom? Was ist es? Warum ist es so schwierig, diesen festzustellen? Das sollten Sie mal den Tom Lausen fragen. Welche Behandlungsansätze würde es geben? Bitte sehr. CDU. Vielen Dank für die Frage, Herr Dr. Nichts Grünewald. Wollen Sie beginnen? Ja, kann ich kurz machen. Also Post-Vax-Syndrom ist ja keine Entität, ne? Ist nichts eigenständig, sondern ein Konglomerat an verschiedenen Effekten, die mit der Impfung in Zusammenhang gebracht werden. Das macht die Sache ein bisschen schwierig. Ich habe Ihnen ja auf einer Grafik auch gezeigt, wir bekommen solche Patienten und es ist tatsächlich so, wir haben eine entsprechende Sprechstunde, wo wir uns nicht nur, weil wir dann noch viele andere Dinge haben, die in der Medizin essentiell sind, auch, aber auch um Impfkomplikationen kümmern. Und da ist es so, da stellt man dann fest, dass ein großer Teil des sogenannten Post-Vax-Syndrome auf ganz anderen somatischen Erkrankungen ruhen und ein Teil tatsächlich auch fassbare Veränderungen macht, die wir tatsächlich dann auch entsprechend angehen können und müssen. Aber es gibt keine einheitliche tatsächlich Definition des Post-Vax-Syndroms. Und wenn Sie in der Wissenschaft gucken und weltweit gucken, dann wird das Wort Post-Vax-Syndrom auch nicht als eigene Entität tatsächlich angesehen, weil sich dahinter viele Sachen verstecken, die einfach in Zusammenhang gebracht werden. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man verstehen muss. Es gibt Nebenwirkungen, aber das Post-Vax-Syndrom ist so eine Pauschalisierung von Veränderungen, die zum Teil mit der Impfung zu tun haben können, aber viel, viel häufiger mit ganz anderen Krankheiten zu tun haben. Ja, hat mit anderen Krankheiten zu tun. Absolut gesunde Leute, die nachher so rumticken. Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich halte es für ganz wichtig, eben natürlich weniger mit solchen gefragt. Begrifflichkeiten, der die uns im Grunde in der Medizin nicht weiterhelfen, weil ein Syndrom ist immer etwas, was ein bisschen undefiniert ist und verschiedene Konstellationen von Symptomen bedeutet, zu arbeiten, sondern dass wir tatsächlich bei Patienten, bei denen Verdacht besteht auf eine Impfkomplikation, wirklich auf die jeweilige, zu einer Diagnose zu kommen. Also wenn es eine Herzmuskelentzündung ist, dass wir die rasch diagnostizieren. Es gibt, wie wir gehört haben, auch andere seltene Komplikationen und es mag auch natürlich Komplikationen geben, die man nicht so einfach zuordnen kann. Ich halte es aber für wichtig, sich dann an den jeweiligen Beschwerden zu orientieren. Wenn es eher neurologische Beschwerden sind, dann sollte man in dieser Fachdisziplin das näher abklären, wenn man den Verdacht hat auf einmal eine rheumatologische Erkrankung, die rheumatologische Erkrankung können durch auch Virusinfektionen ausgelöst werden, die können möglicherweise auch durch Impfungen ausgelöst werden. Nein, und in dem Fall ist es eben sehr wichtig, hier wirklich zu einer Diagnose zu kommen oder zumindest zu einer Verdachtsdiagnose oder zu bestimmten Befunden und diese dann gezielt zu behandeln. Deswegen
finde ich diesen Sammelbegriff in diesem Fall gar nicht so, so gelungen, weil häufig den Patienten damit nicht viel weitergeholfen ist, weil sich dann die entsprechende Fachdisziplin gar nicht mehr unbedingt angesprochen fühlt. Und wir nehmen Patienten, die zum Beispiel mit Luftnotbeschwerden zu uns kommen, sowohl nach Covid-19, aber gegebenenfalls auch nach einer Impfung, sehr ernst und klären zum Beispiel dann alles, was im Bereich der Lunge ist, sehr genau ab. Und wenn wir den Verdacht haben, dass eine andere Fachdisziplin hier noch was beitragen kann, dann werden die entsprechend überwiesen. Von daher ist es schwierig, dieses Syndrom genau zu beschreiben. Wird in der Fachliteratur auch so nicht verwendet. Und ich halte es sehr wichtig, dass Patienten gut versorgt werden und im Prinzip, dass sie in die entsprechenden Spezialen. Wie wäre es, wenn es gar keine Patienten überhaupt erstmal gäbe? Wie wäre es, wenn ihr im Business wärt, keine Patienten zu produzieren, anstatt welche zu produzieren für die Charité, weil ihr die abrechnen könnt? Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und im Namen der AfD-Fraktion an alle Sachverständigen ein herzliches Dankeschön für Ihre umfassenden und detaillierten Ausführungen. Ich würde gerne zum Einstieg noch mal eine Frage an Herrn Dr. Grünewald und Professor Sander stellen bezüglich des Unterschiedes zwischen den mRNA-Impfstoffen und den herkömmlichen Impfstoffen und ob das, was der mRNA-Impfstoff ist, immer noch dem entspricht, was man unter einem Impfstoff versteht und was im § 4 Absatz 4 des Arzneimittelgesetzes als Impfstoff auch definiert ist. Das würde uns nochmal interessieren. Und an Herrn Dr. Mörz hätte ich folgende Frage, ob Sie, weil Sie das ja angeschnitten hatten in Ihrem Vortrag, mit Sicherheit sagen können, wie denn die neuartigen mRNA-Impfstoffe tatsächlich im menschlichen Körper wirken. Danke für die Unterstützung, liebe Petra Pivo 1504 hat gerade 5 Euro über ETVC Desupport geschickt. Danke! Danke für deinen spontanen Einsatz. Zur Injektionsstelle, in welchen, ob und in welchen anderen Körperregionen damit zu rechnen ist, dass das Protein auch dort produziert wird. Diese Frage stelle ich vor dem Hintergrund in einer Veröffentlichung vom 5. Januar 2023 aus dem Ärzteblatt, wo eine amerikanische Studie von Jonker und Kollegen vorgestellt worden ist, die eben auf diese ungebundenen Formen des Spike-Proteins referiert hat, wo eben Entzündungsreaktionen in anderen Organen außerhalb des Herzens auch, was Myokarditis betrifft, ausgelöst werden können. Und dazu nochmal, Herr Dr. Mörz, die Bitte, ob Sie zu dieser Studie was sagen können, inwieweit die das widerspiegelt, was Sie auch bei Ihren Untersuchungen beobachtet haben und inwieweit Sie sich darin bestätigt sehen. Und dann haben wir so lange, dass man schon wieder alles vergessen die Frage, hat, wenn zum Ende kommt. Ob Sie diese Studie auch kennen und wie Sie das Potenzial der ungebundenen Spike-Proteine, die dort diskutiert worden sind, in Bezug auf negative gesundheitliche Auswirkungen, wie Sie das einschätzen. Vielen Dank. Danke. Das waren jetzt sehr viele Fragen zu einem anderen Gegenstand, außer den Antrag. Aber ich würde jetzt in die Beantwortungsrunde einsteigen. Herr Professor Sandner zur ersten Frage und dann vielleicht Herr Grünewald zur Frage des mRNA. Ja, herzlichen Dank für die Frage. Also bei den mRNA-Impfstoffen handelt es sich selbstverständlich um Impfstoffe. Die mRNA-Technologie eignet sich allerdings auch für andere Anwendungen. Letzten Endes ist es aber so, überhaupt nicht dass, in diesem Fall. Das, dass man das hat schon auch vergleichen gesagt. Kann, beispielsweise mit den Vektorimpfstoffen. In beiden Fällen geht es darum, in allen Fällen bei einer Impfung geht es im Prinzip darum, die Information über ein Antigen an das Immunsystem zu bringen. Das kann man entweder machen, indem das Antigen direkt einbringt, wie es zum Beispiel bei den Toxoid-Impfstoffen ist, zum Beispiel gegen Tetanus. Das kann aber auch so sein, dass man zum Beispiel attenuierte Lebendimpfstoffe, wie natürlich zum Beispiel Masernviren, dass man noch bringt mehr auch von da, diesen infizieren ja Impfstoffen braucht. Die attenuierten, war doch klar. Genetisch veränderten Viren. Perfekte Steilvorlage, das wäre mRNA bald für alles verwenden. Und in diesen Zellen werden dann virale Proteine gebildet, auf die dann wiederum im zweiten Schritt das Immunsystem reagieren. mRNA bei der mRNA-Impfung ist es so, dass man eben keinen viralen Vektor einbringt, sondern eben eine Lipid-Plattform, die dann wiederum auch die Informationen über Spike-Protein in unsere Zellen bringt, auch wiederum unsere Zellen selber das Spike-Protein bilden, so wie sie auch Masernproteine bilden. Das ist eine viel zu spezifische Antwort. Die versteht doch keiner von den Leuten dort. Die ganze Frage war zu lang gestellt. Muss ich jetzt auch noch in den Landtag gehen, um denen effektive Fragen zuzuflüstern oder die am besten sogar noch selber vorzubringen? Unfassbar.
Von daher würde ich in dem Fall hier schon von relativ klar von einer Impfung sprechen. Danke, Herr Dr. Grünewald. Ja, dem brauche ich gar nicht so viel hinzuzufügen. Vielleicht noch eine Sache, man fokussiert sich immer auf die mRNA-Impfstoffe. Wenn man sich die Zahlen der Myokarditis-Meldungen weltweit anguckt und gerade dort, wo die Surveillance-Systeme noch ein bisschen rigider sind als in Deutschland, dann sieht man, dass der proteinbasierte Impfstoff mehr Myokarditis macht, mehr Probleme macht. Und wir wissen, und das gilt für alle Impfstoffe, dass die Impfantigene oder die Messenger-RNA, die dann zur Produktion des Impfantigens führt, natürlich nicht an der Einstichstelle verbleibt. Das ist ja illusorisch, das ist ja auch gar nicht gewollt. Das muss entsprechend überall verteilen, im ganzen Körper zumindest passieren. Und wir wissen auch, wenn man aus Versehen tatsächlich ins Blut injiziert, dann steigt die Zahl der Nebenwirkungen. Also wir haben schon eine sehr klare Vorstellung von der Pathogenese, was da passiert. Aber da unterscheiden sich die mRNA-Impfstoffe nicht von den klassischen Impfstoffe, die nicht alles lebende Impfstoffe sind. Ein Protein, also ein eiweißbasierter Impfstoff, ist ein Totimpfstoff. Und wir sehen, dass dort die Zahl der Herzmuskel-Herzbeutelentzündung höher ist. Da kann ich Ihnen nur die Surveillance-Programme anderer Länder empfehlen. Gerade Australien, man sieht, das ist anderthalbmal so hoch. Ich finde das wichtig, dass man das auch einordnet, was die einzelnen Impfstoffe anbetrifft und dass man dort entsprechend auch agiert. Vielen Dank. Und Herr Dr. Mörz, an Sie waren jetzt auch mehrere Fragen gestellt. Sie können natürlich selbstverständlich das gleich alles auf einmal beantworten. Also wie ich es schon im Vortrag angedeutet habe, die Körperzellen werden dazu veranlasst, ein Protein zu bilden. Und dagegen reagiert der Körper natürlich mit seinem Immunsystem mit der Bildung von Antikörpern und T-Zellen. Es ist klar geworden, dass das Spike-Protein nicht nur im ortsständigen Gewebe verbleibt, sondern tatsächlich in die Lymphknoten abtransportiert wird. Aber man weiß auch schon aus den Zulassungsstudien, dass sich der Körper im Körper verteilt. Also es sind im großen Prozentsatz ist die Leber betroffen, sind die Ovarien betroffen. Das ist das, was mir jetzt im Kopf ist. Und all diese Gewebe können natürlich potenziell dieses Protein produzieren. Und gewollt ist ja, dass der Körper gegen dieses Protein eine Immunreaktion sozusagen durchführt. Und das passiert natürlich dann auch. Aber dann ist natürlich das Gewebe sozusagen, welches angegriffen wird, plötzlich Zielorgan. Also wir sehen auch in den Nebenwirkungen die Autoimmunhepatitis, wir sehen Entzündungen im Bereich der endokrinen Organe. Ja, und das ist sozusagen das Endresultat. Es wird alles erwähnt, denn plötzlich und unermacht. Frage der Studie bitte noch, Herr Dr. Mülz. Diese erste Studie, die aus diesem aktuellen, wo freies Spike-Protein sozusagen in der Zirkulation nachgewiesen worden ist, die ist wirklich sehr neu und bestätigt eigentlich das, was man eigentlich theoretisch ableiten konnte. Es wurde vorher immer verneint, dass das freie Spike-Protein im Serum sozusagen nachweisbar sein könnte. Vielen Dank für Ihre Ausführungen und Herr Dr. Grünewald und Herr Professor Sanders, Sie wurden noch gefragt, ob Ihnen die Studie bekannt ist. Professor Sander? Ja, ich kenne die Studie in der Tat. Wir haben auch vor wenigen Tagen noch mit vielen Experten über diese Studie und die auch Ergebnisse, die zum Beispiel auch beim Paul-Ehrlich-Institut dazu erhoben wurden, diskutiert. Es ist so, dass tatsächlich das Spike-Protein so gut wie nicht im Plasma oder Serum von Impflingen nachweisbar ist und wenn dann in kleinsten Mengen und sehr transient nach ein paar Tagen wieder abfällt. Und in dieser Studie, die ich kenne, die noch eine relativ kleine Fallzahl hat, waren über längere Zeit etwas höhere Werte von dem Spike-Protein im Blut nachweisbar. Das ist per se erstmal ein wichtiger Befund und ist, wie der Kollege Grünewald auch sagte, ist in der Tat so, dass man davon ausgeht oder es zumindest die Hypothese gibt, dass Herzmuskelentzündung zum Beispiel häufiger auftreten kann, wenn akzidentell eine intravaskuläre Injektion, also eine Injektion in ein Blutgefäß stattfindet, sodass eben mehr Impfstoff auch sich in der Zirkulation verteilen kann. Das könnte beispielsweise in diesen Fällen der Fall gewesen sein. Und die Studie gibt erstmal einen wichtigen Hinweis, dass die Myokarditis, dass es diese gibt, ist, glaube ich, zweifelsfrei.
Und die Ursachen für die Myokarditis könnten in einer apparenten Immunreaktion auf das Spike-Protein liegen. Sie könnten aber, und diese Hypothese, ich habe einige Arbeiten, die ich zurzeit auch zur Begutachtung vorliegen habe, mir angesehen. Es könnte ja alles sein, dass Aladin in der Wunderlampe daran schuld ist. Entzündungsreaktion in besonders prädisponierten Personen in einem besonders bestimmten prädisponierte Alter Person. Zurückzuführen sein. Beide Hypothesen sind noch zu überprüfen. Die Studie ist interessant, noch zu überprüfen, liefert aber bisher noch keine definitive Erklärung. Da warten wir, bis noch mehr Kinder in den Brunnen gefallen sind. Vielen im übertragenen Dank. Sinne. Herr Dr. Grünewald, wollen Sie noch was ergänzen? Ja, ich kann es nur kurz nochmal vertiefen. Es ist tatsächlich so, wir wissen das auch von anderen Impfstoffen, dass das Impfantigen oder dann ein abgeschwächtes Lebendvirus im Blut nachweisbar ist. Wir haben das für Gelbfieber selber nachgewiesen, zusammen mit den Kollegen des Robert-Koch-Institutes. Das scheiden sie über mindestens 3 Wochen im Urin aus und es kommt in den Urin tatsächlich nur über den Blutweg. Das ist eine Sache, die tatsächlich passiert, kurzfristig, bei den allermeisten Menschen sehr kurzfristig. Das gilt für viele Impfstoffe. Und wir wissen, je eher die Anflutung, je höher die Konzentration im Blut ist, und ambulante desto höher Zentren das Risiko. Brauchen das wir nicht, aus Tiermodellen, aus Mäuse- und Kaninchenmodellen für die Myokarditis. Das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen sagen wir ganz klar, da kann man Prävention betreiben und das ist wichtig, auch Nebenwirkungen zu präventieren. Das ist wichtiger, als hinterher mit diesen Nebenwirkungen leben zu müssen. Nebenwirkungen präventieren, indem man vielleicht keine Impfung verabreicht, dass es nicht zu einer Nebenwirkung kommen kann? Injiziert. Das kann man heute relativ gut und einfach. Und ein Mittel der Prävention, nicht nur, es gibt noch mehr. Ein Mittel der Prävention ist nicht zu impfen. Dass man auch das in den Fokus setzt und das gehört zur Impfaufklärung beziehungsweise zum adäquaten. Dann braucht es keinen anerkannten Pflegegrad 3 bei einem 14-jährigen Mädchen. Vielen Dank, Herr Brandl, dass Sie mit Sinn alle Ihre Fragen angesprochen. Ist das korrekt? Dann zur Linksfraktion, Frau Butteberg. Ja, vielen Dank auch im Namen der Fraktion Die Linke an die Sachverständigen für Ihre Ausführungen. Ich hätte eine Frage an Herrn Dr. Grünewald und eine an Herrn Dr. Clement. Zunächst mal, Herr Grünewald, Sie haben zum Ende Ihres Vortrags kurz gestreift, das, was dann auch später in anderen Ausführungen noch eine Rolle gespielt hat, nämlich, dass es Meldungen gibt, wo dann nur Tod durch Impfung steht, was wenig hilfreich ist. Das war mir einleuchtend, warum. Und Sie haben aber dann auch gesagt, dass es keine Obduktion gibt. Und da wollte ich noch mal nachfragen, was aus Ihrer Sicht der Grund dafür ist oder ob Sie mit den Ausführungen von Herrn Dr. Nordstelber einstimmen. Warum wird es wohl keine Obduktion geben? Da überlege ich jetzt mal ganz hart. Eine monetäre Frage ist. Ob das eine monetäre Frage ist? Wollte ich gerne die wir haben 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr, die wir alle nach unten in die Ukraine schicken, aber wir haben kein Geld für Obduktion in der größten Pandemie aller Zeiten. Sie sagen, wenn man die Nutzen, das ist doch eine Beleidigung für die Intelligenz, so eine Frage zu stellen. Zwischen der Covid-Erkrankung und der Schutzimpfung abwägt, dann sollte man sich für die Impfung entscheiden. Das ist zumindest Ihre Aussage. Da wäre ja dann die Frage, was wir denn tun können, auch als Politik, um die Impfquote zu erhöhen weiter, weil wir da ja in Sachsen noch die Politikerin fragt den Arzt, wie die als Politikerin Politik machen soll. Aus der Praxis. Vielen Dank. Und wir beginnen mit Herrn Dr. Grünewald. Ja, vielleicht noch mal zur Meldung. Das ist ein echtes Problem und ich habe Ihnen die Stielblüten noch gar nicht gezeigt, die wir bei den Meldungen bekommen und die wir zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der Landesuntersuchungsanstalt wirklich einzeln durchgehen. Und das sind ja 630 Meldungen, gute 630 Meldungen. Ja, und den Faktor 100 untererfasst. Je genauer die Informationen, desto besser kann man das auch einordnen. Das ist uns ja auch wichtig und wir wollen das ja auch entsprechend einordnen. Aber wir brauchen natürlich die Mithilfe derjenigen oder desjenigen, der meldet. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache bei den Obduktionen dafür ist Tom Lausen noch da. Sondern tatsächlich, wir bieten das Angehörigen an und sie lehnen es ab. Obwohl die Zahlung dann tatsächlich über die Gesundheitsämter passiert, weil die Gesundheitsämter das dann übernehmen. Also es ist nicht nur eine Frage des Geldes, das mag in einzelnen Fällen eine Rolle spielen, das ist richtig, aber das Entscheidende ist, wenn wir es in Krankenhäusern machen, wenn das Gesundheitsamt mit dem Boot ist, dann muss der Angehörige die Angehörige nicht bezahlen. Minus die zwei guten Sachverständigen Tom Lausen. Wir haben die Möglichkeit, das auch kostenfrei zu machen, aber wir wollen ja diesen Erkenntnis zugewinnen, aber es ist manchmal schwierig. Wir wollen den Erkenntnis zugewinnen, na klar, deshalb obduziert ihr. Nicht. Herr Merkseiler hat es ja auch entsprechend angesprochen. Wir haben viel zu wenig Obduktionen in Deutschland. Viel ja, warum wenig. Ist das so? Nicht nur, was Impfungen anbetrifft, sondern auch was Krankheiten und Todesfälle anbetrifft. Ich halte das für nicht so gut und ich glaube, für deutlich verbesserungswürdig. Vielen Dank, Herr Dr. Grünewald. Herr Professor Clement. Unfassbar. Vielen Dank für die Frage. Das ist wirklich wichtig. Und vielleicht leistet ja diese Anhörung einen Beitrag zur Antwort, nämlich
Offenheit und Ehrlichkeit im Umgang mit Nebenwirkungen, aber eben auch Wirkungen der Impfung. Das ist, glaube ich, wichtig. Welche Wirkung denn? Wovon redest du denn? Du brauchst einen vierten Booster, weil das viermal nicht funktioniert hat. Welche Wirkung hat diese Impfung bitte? Gesprochen. In der Vorbereitung dieser Sitzung. Wir sehen nur die Nebenwirkung, wir sehen nicht die Wirkung. Versucht im Internet mit einfachen Worten zu informieren, wie hoch ist denn jetzt das Risiko zu sterben durch die Impfung im Vergleich zum Risiko zu sterben durch Corona-Infektion pro Altersgruppe. Und auch auf den Seiten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bin ich dann nur zu einem Living Review gekommen aus dem Mai 2022 in englischer Sprache, in einem angesehenen Fachjournal veröffentlicht, aber ich glaube für angesehenes Fachjournal, das gelogen hat. War es vielleicht der Lancet? Und diese offene, klare Kommunikation, finde ich, an der fehlt es noch, auch auf den mir zugänglichen sechs. Fehlt an offener Kommunikation? Wie kommt das denn? Aber letztlich gehört diese Aufklärung. Kann die linken Abgeordnete vielleicht mal fragen, wie kann es sein? Was können wir tun, um ihnen besser zu entsprechen? Und sollte im vertrauensvollen Gespräch zwischen Patientin und Ärztin geklärt werden. In Berücksichtigung. Es gibt so klare Daten, die werden so geliefert. Risikokonstellation und Umfeld. Sehr lesbar. Und, all dem. Und wenn man dem Ganzen Zeit. Das zu verstehen. Lässt, dann glaube ich auch, wird die Impfquote steigen. In meiner Impfquote wird steigen? Die Impfquote deutlich. Wieso soll die Impfquote jetzt noch steigen? Die Pandemie ist vorbei. Das Zeug könnt ihr in den Müll kippen. Vielen Dank. Mit eurer Ausbildung zusammen. Die war nämlich für den Müll. 90 die Grünen, Frau Kufus. Ja, und jetzt die Grünen. Ich hätte zwei kurze Fragen. Die erste Frage würde ich gerne an den Herrn Professor Clemens aus hausärztlicher Perspektive richten. Und zwar fordert der Antrag der AfD unter Punkt 4, dass die Ärzte finanziell entlohnt werden sollten oder finanzielle Anreize bekommen sollten, um Meldungen zu gegebenenfalls Impfnebenwirkungen zu machen. Ja, wie wäre es mal damit? Mit finanziellen Anreizen für genau Meldungen von Impfnebenwirkungen. Ob das sinnvoll ist. Und an Professor Sanders, gerne auch an Herrn Grunewald noch die Frage aus dem Punkt 5 des Antrages, wo die AfD uns ja auffordert zu sagen, naja, es kann nicht nur um Impfen gehen, sondern es muss sozusagen, es braucht eine neue Strategie. Wie bewerten Sie denn das, eine neue Strategie? Wir werben sozusagen nicht mehr für Impfen, sondern wir werben für was auch immer. Das ja, würde ich mich weil freuen, das Impfen ja nachweislich eingehen. Viermal nichts gebracht hat. Sonst bräuchte man ja nicht permanenten Booster. Also wie bewerten Vielen Sie das, Dank, dass Sie so versagt haben als medizinischer Fach? Punkt, möchten Punkt, Sie beginnen, Herr Dr. Grünewald? Ja, ich halte es kurz. Natürlich muss man die Strategien, wie man sie macht, immer anpassen an die epidemiologische Situation. Und wir haben es von vielen Kollegen jetzt auch hier schon gehört. Wir befinden uns ja in der Transitionsphase von der Pandemie zur Endemie. Und natürlich wird auch da entsprechend die Empfehlungen für die Impfung angepasst. Das haben wir hier in Sachsen so gemacht und wir sind bei Nummer 19 mittlerweile. Und das hat auch die STIKO in Deutschland gemacht. Und die sind bei Nummer 17. Das heißt, es ist nicht Zeichen weißt, der die Linke hat nicht, was die Rechte Zeichen macht. Der Adjustierung dessen, was wir empfehlen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir nicht mit einer Linie, die von Ende 2020 begonnen hat, durchweg die Impfung durchführen, sondern wir adjustieren die Impfung an die aktuelle epidemiologische Lage. Und das wird ja, wie wäre es, wenn ihr die Impfung wegadjustiert, weil sie schon viermal nichts aber gebracht das hat? Ist kein Zeichen von ihr sollt nicht die Impfung Unkenntnis adjustieren, ihr sollt eure Methoden adjustieren. Und wenn eine Methode nicht funktioniert hat, dann legt man die ad acta, anstatt die zu adjustieren. Wir in unsere Überlegungen und Strategien mit einbeziehen. Also es macht absolut Sinn, Strategien zu ändern. Aber ganz klar, und Herr Sander hat es zu Recht gesagt, die Impfung ist ein wesentlicher Bestandteil der Bewältigung der Pandemie in den letzten zwei Jahren gewesen. Nein! Aber das ist wichtig, dass wir das nochmal verstehen. Das hat mit. Deshalb hat es die vierte und die fünfte Impfung gebraucht. Deshalb? Das hat geholfen Probleme in der Bewältigung der Pandemie. Krankheitslast in der deshalb sitzt Pandemie ihr jetzt auf 100 Millionen von Impfstoff, die keiner mehr will? Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Ja. Ihre Inkompetenz kann man auch nicht hoch genug einschätzen. Vielen Dank. Was nennt sich Arzt? Herr Professor Sander, wollen Sie? Sie noch ergänzen? Ja, herzlichen Dank. Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, zielt das auf den Antrag ab, die Impfkampagne anders auszurichten. Ich glaube, dass wir eine insgesamt doch
Das ist insgesamt alle noch doch erfolgreich, weil der nächste Impfstoff, der bringt es dann. Eben, auch wenn eventuell der gerade die Geimpften betrifft. Freiwillig impfen lassen, weil sie befällt. Vorteile für sich und erkannt haben. Und dass das sehr, sehr positive Nutzen-Risiko-Verhältnis zugunsten der Impfung eben halt auch für sich genutzt haben. Und selbstverständlich ist es so, dass wir jetzt durch die zusätzlichen Infektionen eine zunehmend geringere Immunitätslücke in der Bevölkerung haben. Häufig vielfach Geimpfte, die zusätzlich schon auch Infektionserfahrungen haben. Vielfach Geimpfte, die zusätzlich auch noch infiziert waren. Ist ja ganz klar, dass wir eine ganz andere Impfaufklärung und Impfkampagne machen, als wir das meinetwegen zu Beginn der Impfkampagne Ende 2020, 2021 haben. Wir haben auch mittlerweile viel, viel mehr Erfahrung mit diesen Impfstoffen. Und wie der Kollege Grünwald gesagt hat, müssen sich sowohl die Impfungen als auch unsere Informationen, auch die Kampagne, eben den epidemiologischen Gegebenheiten anpassen. Ja, wie wäre es denn mal mit einer Kampagne, die ganz offen und transparent sagt, die letzten 5 Impfungen haben euch alle nichts gebracht, außer Nebenwirkungen. Ihr könnt es weiterhin weitergeben, ihr könnt es weiterhin bekommen, ihr könnt schwere Verläufe bekommen, alles kann weiterhin passieren. Das Einzige, was es gebracht hat, war Geld für Ugo Sahin und alle anderen Leute, die daran irgendetwas verdient haben. Wie wäre es, wenn ihr das mal sagt und insoweit die Kampagne adjustiert, indem ihr diesen ganzen Impfmüll, den ihr gemacht habt, mal einfach in die Mülltonne, in die nächste adjustiert. Wie wäre es mal damit, anstatt zu adjustieren, dass ihr jetzt XBB 1,15 und sonst was für ein Scheiß den Leuten um die Ohren knallt, von dem wir inzwischen wissen, dass der insbesondere die Geimpften befällt. Also ich meine, ist das hier in irgendeiner Form zu viel verlangt, dass man einfach nochmal ganz logisch mitdenkt? Die Daten sind da. Unfassbar. Ich habe so viel gar nicht mehr dem hinzuzufügen, dem was Herr Dr. Grünewald schon gesagt hat. Gott sei Dank, das Beste an Ihrem Vortrag Vielen ist, dass er Dank, vorbei Professor ist. Professor Clement. Professor Dr. Sander. Ja, Bürokratie in der Hausarztpraxis. Jeder Zettel ist einer zu viel. Und wenn ich mich frage, möchte ich wesentlich mehr Zettel ausfüllen, sage ich sicher nein. Da können Sie mir auch sozusagen... Er möchte nicht die Nebenwirkungen verfolgen müssen. Nein, sicher nein, keine Zettel ausfüllen. Um die Kosten, um die es hier geht, vielleicht 20 Euro. Und ich würde trotzdem den starken Impuls haben, diese Zeit lieber direkt meinen Patienten zu widmen, genau, als Meldung also abzusetzen. Nicht zu melden. Insofern selbst wenn finde mit 20 es, Euro pro Nebenwirkung vergütet an, würde, würde der lieber einfach impfen. Angeguckt, obwohl wir vor rund einem Dreivierteljahr diese eine PI-Meldung abgesetzt haben. Ich habe mir nochmal das Formular eine Meldung, angeschaut. Eine Meldung vor 3 Jahren. Vorgestern. Und ich finde, es könnte klarer unterscheiden mit zwischen Nebenwirkungen, die für den Patienten schwer sind, die aus Sicht des Arztes einen mehr oder weniger großen kausalen Zusammenhang möglicherweise mit der Hat Impfung mit aufweisen und weniger auf Verdacht auch so gekommen, ausgelegt bei sind. Kerngesunden so wie Menschen. Das Formular jetzt im Augenblick beschaffen ist, hätte ich die, ich habe die Zahlen genannt, die aus der Fachinformation stammen, aber auch meine eigene Erfahrung sind, hätte ich Nebenwirkungen melden müssen, die die Hälfte oder mehr meiner Impflinge betreffen. Und ich glaube, die Hälfte das hätte das oder System mehr seiner Impflinge hat Nebenwirkungen gehabt. Und der sagt, selbst wenn ihr mir 20 Euro gegeben hättet, pro einen Zettel, den ich ausfüllen müsste, um es dem PEI zu melden, würde ich das nicht tun, weil ich will stattdessen viel lieber weiterimpfen. Das ist doch unfassbar! Ja, ein kurzer Nachsatz nur zu dem, was der Kollege Clement gesagt hat. Es ist tatsächlich so, gemeldet werden sollen, die über das normale, also bekannte Maß hinausgehen, eine Nebenwirkung. Das heißt, damit... Aber früher gab es kaum Impfnebenwirkungen. ...nordert sich das Ganze schon deutlich ein. Und das ist nochmal wichtig. So steht es auch in § 6 des Infektionsschutzgesetzes. Dankeschön an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Das, was jetzt gerade klang, als ob ein Bienenschwarm ausgebrochen ist, ist nur die Lampe. Also... Das Summen hört dann auch irgendwann auf. Herr Professor Clement. Sie hatten uns im Vorgespräch darauf aufmerksam gemacht, wir sollen keine Expertendiskussion führen. Aber möglicherweise ist das ja nun auch wirklich interessant. Die Frage, was ist das erwartbare Maß? Das ist nicht ganz klar. Wenn ich das vergleiche mit einer Grippeimpfung, dann würde ich schon sagen, ist die Corona-Impfung doch deutlich immunogener und macht mehr Nebenwirkungen als all das, was ich vorher kannte. Ja, zumindest bei den mehr. In der Häufigkeit der flüchtigen Nebenwirkungen. Flüchtige Nebenwirkungen. Gut, aber das Häufigkeit war ja jetzt der flüchtigen eher eine Ergänzung zur eigenen Beantwortung. Sie waren ja auch angesprochen. Ich meinte im Vorfeld, dass Sie nicht in den Diskurs miteinander gehen und sich gegenseitig berichtigen oder verbessern. Das ist, glaube ich, nicht sinnstiftend.
Und insofern wozu eine Diskussion, wenn einer einfach Dünnsches labert, ne? Und bin bei der SPD-Fraktion. Reicht euch doch einfach Frau die Blumen. Lang, bitte. Sie haben das Wort. Gegenseitig. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch von unserer Seite vielen Dank an die Sachverständigen und an ihre Ausführungen und natürlich auch an die Beantwortung der Fragen. Ich habe eine einzige Frage. Alle anderen haben schon meine Kollegen gestellt, und zwar an Herrn Dr. Grünewald. Ich möchte gerne noch mal ganz explizit von Ihnen wissen, oder vielleicht können Sie das noch mal darstellen, wie das Verhältnis zwischen den Meldungen von Nebenwirkungen und dem tatsächlich nachgewiesenen Zusammenhang ist. Das ist meine einzige Frage. Vielen Dank. Ja. Also ich würde schwindeln, wenn ich Ihnen da eine hundertprozentig sichere Zahl geben kann, einfach weil wir viele Dinge nicht nachkontrollieren können. Das ist das große Problem. Nee, auch nicht nachkontrollieren wollen. Wo wir es nachkontrollieren können, denke ich, ist es tatsächlich so, dass 80% bis 90% dieser Meldungen tatsächlich realistisch sind und auch sinnig sind. Aber wir haben eben auch Meldungen, die so wenig Informationen enthalten, dass man nicht sagen kann, hat das nun tatsächlich mit der Impfung zu tun oder hat es nicht damit zu tun. Und das ist so auch der Appell. Hat nichts mit der Impfung zu tun. Appell an die Politik, sich dort einzusetzen, dass die Dinge, die wir machen wollen, die wollen wir auch gründlich und ordentlich machen, aber da brauchen wir Ihre Unterstützung. Gründlich und ordentlich. Und jetzt hat der Tom Lausen eingeladen, wenn der zeigt, wie nicht gründlich und nicht ordentlich ihr gearbeitet habt, über 3 Jahre hinweg, ihr Anfänger. Die tatsächlich nichts mit der Impfung zu tun haben oder komplett falsch sind. Auch das erleben wir. Auch das ist ein Problem, was wir haben, weil jede Meldung, die Sie bekommen in den Berichten der Landesuntersuchungsanstalt, an den Pathologen ist tatsächlich fragen Sie nicht, Tom Lausen so, fragen Sie nicht. Dass sie reingenommen wird, wenn sie nicht der Meldende wieder zurücknimmt. Egal wie sinnhaft sie ist, egal wie richtig oder falsch sie ist. Auch das muss man bei dem gesamten Meldewesen, was wir haben, tatsächlich beachten. Genauso geht es auch ans PAI, das geht ungefiltert dann ans Paul-Ehrlich-Institut. Das ist eine Katastrophe. Vielen Dank. Eine Beleidigung für die Intelligenz. Sie diese. Keine, Sie hatten nur den Dr. Grünewald angesprochen. Die Zunge beißen, um diese Leute nicht irgendwie zu beleidigen. Wir machen eine zweite Runde. Frau Kugel. Danke, Frau Vorsitzende. Ich habe eine kurze Frage an Tom Lausen. Hey! Herr Lausen, geben Sie mir recht, dass Sie für Ihre Analysen den ICD-10-Diagnosecode verwendet haben, der nicht dazu dient, eine scheinbare Gefahr durch Covid-19-Impfungen nahezulegen. Danke. Warum bitte Herr schön Lausen, nicht? Bitte. Haben Sie vielen Dank für die Frage, aber ich würde Sie darum bitten, mir mal genauer zu erklären, welchen ICD-Code Sie meinen. Wie ich es Ihnen gesagt habe, eben den ICD-10-Diagnosecode, den Sie ja bei verschiedenen Publikationen schon verwendet haben und eben nicht die tatsächlichen Todesursachen und Todeszahlen. Aber das sind doch die tatsächlich. Das sind die doch. Die hat er doch also verwendet. Es sind 15.687 ICD-10-Codes, die entsprechende Diagnosen beschreiben und die dann abgerechnet werden können. Und ich glaube, Sie sprechen darauf an, auf die Pressekonferenz vom 14.12. oder 12.12. war es, glaube ich, in Berlin, wo ich die ICD-10-Codes R96 bis R99 und I46.1 und I46.9 entsprechend präsentiert habe in diesen Daten, die ich von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung bekommen habe. Diese Codes sind jetzt, so wie sie da drin stehen, gemeldet worden von Ärztinnen und Ärzten und sind quasi ein Teil der Patientengeschichte geworden und sind dann auch natürlich, weil sie Codes sind, die in den Daten drin sind und tatsächlich auch in der Regel so ähnlich sind wie die der Todesursachenstatistik des Statistischen Bundesamtes, sind sie natürlich sehr wohl dafür geeignet, entsprechend zu vergleichen. Doch, sind sie. Also ich gebe Ihnen nicht recht, wenn das die Frage war. Vielen Dank. AfD-Fraktion, Herr Brandl. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde auch gerne noch mal bei den Daten bleiben, die die Kassenärztliche Bundesvereinigung am 29.11.2022 zur Verfügung gestellt hat. Und welche ja die Diagnosen zeigt nach dem ersten Impfkampagnenjahr 2021, mit welchen eben gesetzlich Versicherte beim Arzt vorstellig gewesen sind. Dieser Datensatz ist ja die beste Datenquelle für Experten, die zurzeit zur Verfügung steht. Es spiegelt ja 72 Millionen Versicherte und deren Diagnosen wider. Und das Wichtigste ist auch, dass der Gesetzgeber verlangt, dass diese Daten zur Impfstoffsicherheit auch vom PAI herangezogen werden
müssen, also eine Muss- und keine Kann-Bestimmung. Also Daten von sehr hoher Relevanz, und darauf beziehen sich jetzt zwei Fragen. Zunächst erstmal an Herrn Professor Sander und Herrn Dr. Grünewald, ob Sie sich diese Daten der KBV, die KBV seit 2 Jahren schuldet, seit der Veröffentlichung Ende November letzten Jahres mal angeschaut haben und welche Schlüsse Sie daraus ziehen. Und Herrn Lausen würde ich gerne noch mal ansprechen auf die letzte Folie seines Vortrags, wo er auf die Herzmuskelentzündungszahlen eingegangen ist. Ob Sie noch mal erklären können, oder wie Sie sich diesen massiven Anstieg dieser Myokarditis-Vorkommnisse um bis zu 30%, wie Sie das erklären oder herleiten, zumal ja das in den Quartalen 2 bis 4, 21 und Quartal 1, 22 stark zugenommen hat, nachdem ja diese Myokarditis-Vorkommen in den letzten 5 Jahren stabil gewesen sind. Also warum ausgerechnet 21 und 22 diese starken Anstiege um 30% und mehr? Dankeschön. Danke. Haben Sie die Daten sich zu Gemüte geführt, Frage, Herr Professor Dr. Sander von der Charité? BKV. Wer möchte beginnen? Angesprochen sind Herr Professor Sandner und Herr Grünewald. Sander, nicht Sandner. Herr Dr. Grünewald. Ja, ich kann es kurz halten. Die Zahlen sind wichtig, das ist richtig. Aber man muss natürlich sagen, Abrechnungsdaten sind keine Nebenwirkungserfassungsdaten. Das ist das eine, das hat Herr Clement heute auch schon gesagt. Und Kausalität ist nicht immer Koinzidenz und umgekehrt. Das heißt also, das, was gemeinsam abgerechnet wird, heißt noch lange nicht, dass es miteinander zu tun hat. Dieses Attestieren und das Fehlen einer entsprechenden Kontrollgruppe, einer Vergleichsgruppe, was für populationsepidemiologische Daten zum Beispiel in Israel gemacht wird, das fehlt. Und was mir wichtig wäre, und da hören Sie von der Sächsischen Impfkommission schon lange was, wir hätten gerne ein Impfregister. Dann könnten wir diese Daten sehr gut erfassen. Wir haben sowas in Großbritannien, wo tatsächlich Krankheiten, Daten und Impfdaten zusammengefasst werden und anonymisiert. Das fehlt uns. Ich halte die Daten für wichtig in der Summe, aber alleine sind sie mit Sicherheit nicht belastbar. Und Abrechnungsdaten haben nichts, aber auch gar nichts mit einer Erstellung eines Zusammenhangs zu tun. Und das muss man bei aller Vorsicht bei den Daten sagen. Wir haben für alle Daten, die wir generieren, tatsächlich Probleme, und die sind für alle Daten, die wir haben, eben nicht vollständig ausgerüstet. Und da könnten wir tatsächlich nachschärfen, die wir haben, eine politische Aufgabe, dieses tatsächlich zu machen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie vielleicht, und das ist mein Appell an Sie, mitnehmen können. Um reliable Daten zu bekommen, brauchen Sie ein entsprechendes Register, was tatsächlich das verknüpfen kann, was wir eigentlich jetzt wissen wollen, was Sie auch wissen wollen, was wir alle wissen wollen. Das gilt nicht nur im Rahmen der SARS-CoV-2-Impfung, sondern es gilt für viele andere Dinge auch. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, den man haben muss. Aber KV-Daten alleine sind nicht belastbare Daten für die Erfassung von Impfnebenwirkungen. Vielen Dank, mehr auf Linie kann man nicht Professor sein. Sander. Lander wird natürlich noch. Ja, vielen Dank für die Frage. In der Tat halte ich es für wichtig, dass wir auch Abrechnungsdaten uns ansehen, nicht nur, wenn wir die Auswirkungen von medizinischen Maßnahmen, wie zum Beispiel der Impfung, sondern vor allen Dingen auch Pandemiefolgen abschätzen wollen. Auch da werden wir sehen, dass wir neue Diagnosen sehen, die im Zuge der Pandemie häufiger sind. Allerdings ist die Qualität der Abrechnungsdaten bei uns eben nicht so hoch. Wir verfügen in der Breite nicht über eine elektronische Patientenakte, können Kausalitäten eben kaum herstellen. Und es ist auch immer schwierig, letzten Endes aus diesen Daten Kausalzusammenhänge herzustellen und auch wirklich die Gründe für die unterschiedlichen Kodierungen herzuleiten. Sehr viel besser ist das zum Beispiel in Israel machbar. Dort existieren komplett elektronische medizinische Datensätze. Das heißt, die gesamte Krankenakte ist elektronisch verfügbar. Die dortigen Krankenkassen betreiben teilweise die eigenen Krankenhäuser und haben eigene Ärzte. Das heißt, die gesamten Daten sind dort im System, und Analysen zum Beispiel von der Clalit, das ist so etwas wie die AOK in Deutschland, die ungefähr die Hälfte der israelischen Bevölkerung versichern, die haben ihren gesamten Datensatz eben genau nach Sicherheitssignalen durchforstet.
Und die können dann mit sehr, sehr gut kontrollieren, weil sie auch andere demografische Faktoren zum Beispiel und andere medizinische Faktoren mit einfließen lassen können. Also wenn eine Impfkomplikation aufgetreten ist oder bei bestimmten geimpften Gruppen, können sie sehr gut matchen mit ungeimpften Gruppen und sich dann die Häufigkeit von neuen Diagnosen ansehen. All das ist mit den Abrechnungsdaten bei uns so nicht möglich. Das heißt, es ist wichtig, dass wir es gucken. Wir müssen aber da tatsächlich die großen Limitationen, die wir gerade in Deutschland haben, mit im Blick haben und das vielleicht auch momentan leider noch häufiger in andere Länder sehen, die eine sehr, sehr viel höhere Datenqualität haben. Und wenn diese Länder mit der höheren Datenqualität eben zu dem Ergebnis kommen, dass das Sicherheitsprofil sehr, sehr gut ist, beziehungsweise sie sehr, sehr scharf und präzise auch das Myokarditis-Risiko beschreiben können anhand ihrer Abrechnungsdaten beziehungsweise ihrer medizinischen elektronischen Datensätze. Ich glaube, dann sieht man auch quasi die Wertigkeit der Daten, die wir hier haben. Die ist eben noch nicht so hoch. Und da kann ich den ganzen Appell nur zu beipflichten. Wir müssen unser System digitalisieren, sodass auch wir schneller an solche hochauflösenden Daten kommen. Ob ein Register so etwas löst, guckt, der Register sind sicherlich auch sehr gut, leben davon, dann hat ja nichts, irgendwas werden. Mit zu tun. Sicher wäre es noch besser in die Zukunft geblickt, wenn wir sehr viel mehr digitalisierte Gesundheitsdaten hätten und dann sehr viel breiter schauen könnten. Vielen Dank. Aber wenn ihr sie habt, guckt ja doch eh nicht rein. Vielen also was wollt Dank ihr mit den Daten, die euch nicht gefallen? An Herrn Lausen noch die Frage zur letzten Folie zum Myokarditis. Ja, vielen Dank für die Frage. Also zunächst einmal geht es ja aus den Daten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hervor. Die Qualität dieser Daten ist ganz außerordentlich und hervorragend und ich würde fast diese Daten als die besten der Welt bezeichnen. Ich beziehe mich ohnehin immer nur auf deutsche Daten. Ich komme gleich zur Myokarditis. Es ist natürlich richtig, was die beiden Vorredner gesagt haben, dass man hier leider nicht unterscheiden kann, wer geimpft ist und wer nicht geimpft ist. Wenn man aber eine große Menge an Menschen geimpft hat, die also deutlich über die 60, 70, vielleicht sogar 80% hinausgeht, dann ist natürlich eine Veränderung in Krankheitsdiagnosen eine sehr gute Möglichkeit, eine Signaldetektion zu machen, daher auch gute Daten. Ich bin ein bisschen erschrocken an dieser Stelle. Ich möchte es auch nochmal erwähnen, weil es sehr wichtig ist, dass der wichtigste Mann im Expertenrat und der wichtigste Mann in der Sächsischen Impfkommission die Daten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung bisher nach 2 Jahren nicht angeschaut haben. Genau. Wir haben die Frage ja gehört und ich bin sehr, sehr erschrocken und ich erwarte eigentlich von Ihnen, dass Sie das ansehen. Würden Sie bitte sich auf die Fragen beziehen? Ich hatte im Vorfeld ja gebeten, dass man nicht so untereinander sich gegenseitig redigiert. Jeder darf hier seine Meinung sagen und das wäre schön, wenn das so abläuft, dass niemand angegriffen wird. Ich werde das jetzt fortführen. Das Impfregister, das kam jetzt auch nochmal zum Tragen, könnte ein Impfregister besser sein als die Daten, die wir jetzt zur Verfügung haben. Also bis wir das haben, wird es wahrscheinlich Jahre dauern. Darüber hinaus kann ich nur sagen, das Impfregister ist von seiner Qualität her leider genauso schlecht wie die Daten, die wir jetzt erhoben haben, aber noch nicht zur Verfügung stehen, weil sie eben nicht angefordert wurden. In North South Wales in Australien, einem Bundesstaat von 8 Millionen Einwohnern, da kann man anhand des Impfregisters in deren Wochenbericht, das ist so wie beim RKI, wunderbar die Hospitalisierung der Covid-Patienten sehen, wie oft sie geimpft sind. Da liegt kein Ungeimpfter, da liegen nur Geimpfte. Und 20% der Patienten, die dort zu sehen sind in den Wochenberichten, sind unbekannt. Das heißt also, ein Impfregister löst keineswegs irgendwelche Probleme, sondern wir müssten eigentlich nur die vorhandenen Datenquellen nehmen. Myokarditis ist eine starke Häufung, die sich im zweiten Quartal 2021 in den Kassenärztlichen Bundesvereinigungsdaten bei allen Versicherten oder unter allen Versicherten ganz stark erhoben hat und auch völlig untypisch weiterverlaufen ist im dritten Quartal und im vierten Quartal und im ersten Quartal 2022. Wenn man die Korrelation in Bezug auf die Impfkampagnen, nämlich die Boosterkampagne, sieht, dann gibt es einen tatsächlich starken Anstieg hin zum Ende der Boosterkampagne mit Myokarditis-Fällen. Man muss dazu sagen, dass diese Myokarditis-Fälle ja in der Regel jüngere Menschen betreffen, die eigentlich gesund sind und auch kein größeres Risiko haben, an Covid-19 schwer zu erkranken oder zu versterben. Das sind ja mehr die Älteren. Das heißt also,
junge, gesunde Menschen, und das ist, dafür erhebe ich ja die Daten, junge, gesunde Menschen bekommen einen Impfstoff, dessen Risiko für diese Menschen möglicherweise höher ist als der Nutzen, den sie haben. Vielen Dank. Das sehen wir ja auch hier. Vielen Dank, Herr Lausen. An der Stelle sei mir bitte nochmals der Hinweis gestattet, dass es sich hier nicht um eine Podiumsdiskussion handelt, sondern um eine Expertenanhörung, wo Experten gehört werden, die sich untereinander immer nur loben dürfen, aber nicht widersprechen dürfen. Der Abgeordneten zum entsprechenden Antrag. Und ich bitte, davon Abstand zu nehmen, sich untereinander zu redigieren. Vielen Dank für den Hinweis. Sehr gerne, Herr Lausen. Dann setzen wir jetzt in der Befragung fort. Und so, AfD war es jetzt gerade dran. Fraktion Die Linke, Frau Butteberg. Ja, vielen Dank. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Dr. Grünewald, weil Sie zum Ende Ihrer Ausführungen angeregt hatten, die transsektorale Zusammenarbeit zu verstärken. Und da würde ich gerne noch mal nachfragen, was Sie damit genau gemeint haben, weil Sie das ja auch explizit an die Politik adressiert haben. Ja, vielen Dank. Das ist mir eine sehr wichtige Frage und auch, glaube ich, eine Frage, die hier ein bisschen bislang zu kurz gekommen ist. Nämlich ist tatsächlich so, die Idee ist ja, dass wir die unerwünschten Wirkungen erfassen wollen. Wir wollen die Patienten gut versorgen, die es betrifft. Und wir wollen, dass die auch entsprechend entschädigt werden. Und dazu gehören eben die Krankenkassen, dazu gehören die kommunalen Sozialverbände, dazu gehören aber auch die Berufsgenossenschaften, wenn es eine beruflich erworbene oder im Rahmen der beruflichen Ausübung tatsächlich durchgeführte Impfung geworden ist. Und genau diese Dinge, die fehlen so ein bisschen. Wir haben schon ein paar Mal gehört, wir haben das Hausarztsystem, wir haben ein niedergelassenes Facharztsystem und wir können dort tatsächlich die medizinischen Symptome, die vielleicht nach der Impfung auftreten, ganz gut einordnen. Und dann gibt es Spezialambulanzen für diejenigen, die im fachärztlichen oder hausärztlichen System nicht ausreichend versorgt werden können. Das haben wir. Was fehlt, ist noch so ein bisschen die Frage, wie geht es weiter mit den Menschen? Ne? Was biete ich ihnen an? Und da gehören dann tatsächlich dazu die beruflich gemeldeten Probleme, dazu gehören tatsächlich der kommunale Sozialverband. Und diese Dinge sind vielen nicht so bekannt. Und ich glaube, das kann man viel weiter in die Öffentlichkeit tragen. Und das ist das Transsektorale. Und auch die Krankenkassen sind hier nochmal gefordert, da entsprechend drauf hinzuwirken. Und das, glaube ich, ist zu wenig. Ich erlebe das auch in der täglichen Praxis. Das ist ja so, wir haben eine sehr, sehr große Ambulanz. Und Sie wissen, in Südwestsachsen, wir haben eine sehr, sehr hohe Zahl an Erkrankungen gehabt. Wir können in unserer Klinik mehr als 10.000 Fälle wirklich übersehen. Das ist schon eine ganze Menge, glaube ich. Und wir sehen sehr, sehr viele Post-Long-Covid-Patienten in unserer Ambulanz. Wir sehen auch welche, die nach der Impfung entsprechend gekommen sind und dort ihre Symptome zeigen. Aber das Entscheidende ist, der Draht in die Versorgungsschiene, diesen dritten Layer, den ich da gezeigt habe, der ist nicht optimal für diese Patienten. Das gilt übrigens auch für Patienten mit anderen Krankheiten und anderen Problemen. Und da, glaube ich, haben wir wirklich Luft nach oben, was wir verbessern können. Das ist die Idee dahinter. Vielen Dank. Wir gehen weiter in der Fragerunde. Grüne, SPD, CDU-Fraktion, AfD. Herr Brandl, bitteschön. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne noch mal auf das Nutzen-Risiko-Verhältnis der Impfungen eingehen, was wir diskutiert hatten. Zunächst eine Frage an Herrn Dr. Grünewald. Sie sagten ja, dass es bezüglich der Wirksamkeit, also dass es eine definitive nachgewiesene Wirksamkeit der Impfung in Bezug auf Tod an Covid gibt. Nun erinnern wir uns ja, wie das in der Vergangenheit besprochen worden ist. Die Rede war immer von an oder mit Covid-Verstorbenen. Ja, so ist das, ist ja die Todesfallstatistik kommuniziert worden. Und nun stellt sich für uns die Frage, wie Sie das jetzt hier an der Stelle auseinanderhalten, an oder mit Covid verstorben oder dank Impfung eben nicht. Und wo da der Beleg für die Wirksamkeit ist, wenn wir eben nach der Kategorie mit oder an Covid verstorben, so wie das ja bisher die ganze Zeit gemacht worden ist, über 2,5 Jahre lang, welche Aussagen wir daraus wirklich mit Sicherheit schlussfolgern können. Und die zweite Frage wäre ähnlicher Natur, wie man denn belegen kann, dass es durch die Covid-Impfung wirklich weniger Krankenhausfälle gab, wenn ja der Impfstatus der Patienten zum ganz überwiegenden Teil gar nicht bekannt gewesen ist,
Die Frau Staatsministerin Köpping hat ja mal eine Zahl von so um die 90% der Patienten genannt, wo der Impfstatus unbekannt ist. Also wenn nur bei 10% der Impfstatus bekannt ist und bei 90% nicht, stellt sich ja dann doch die Frage, wie man da eine Aussage darüber ableiten kann, wie wirksam die Impfung ist zur Verhinderung von Hospitalisierungen in schweren Verläufen beispielsweise. Dankeschön. Herr Breitel, das ging jetzt die zweite auch an Herrn Grünewald? Auch an Herrn Dr. Grünewald, danke. Richtig, danke. Dann bitte, Herr Grünewald. Ja, wir fangen mit der ersten Antwort an und mit Covid, Sie haben recht, das ist das, wie wir das mit respiratorischen Erkrankungen seit Jahrzehnten machen, auch bei der Influenza sind wir sogar noch unschärfer, indem wir sozusagen die Übersterblichkeit angucken, wenn Influenza aktiv ist. Das ist so, wird das seit Jahrzehnten gemacht. Darüber sind wir alle nicht so ganz glücklich, weil wir gerne auch belastbare Zahlen hätten. Wir wissen aber aus den Untersuchungen, die viele Kolleginnen und Kollegen gemacht haben, wie viel Prozent der Patienten tatsächlich an Covid und mit Covid erkrankt und verstorben sind. Und dann aus dieser Prozentzahl, die ist nie größer als 90%. Und wenn Sie das in die Nutzen-Risiko-Kalkulation mit hereinnehmen, dann sehen Sie, dass immer noch ein deutlicher Vorteil da ist. Wenn Sie die Gesamtsterbezahlen sehen, dann haben Sie recht, da ist an und mit Covid dabei. Aber wenn Sie diese Risikokalkulation um den Faktor 10 vermindern, ist es immer noch ein deutlich höheres Risiko, an Covid-19 zu versterben, als an einer Impfung zu versterben. Das gilt übrigens auch für die Hospitalisierung. Und dass wir bei so vielen Patienten nicht wissen, ob sie geimpft sind oder nicht, kann ich zumindest für die Daten in meiner Klinik nicht sagen. Wir wissen das bei über 90%, ob sie geimpft sind oder nicht. Das können wir sehr, sehr gut sagen. Wir erfassen das sehr systematisch. Und wie gesagt, wir haben eine sehr, sehr hohe Zahl an Patienten, sodass wir, glaube ich, da auch belastbare Daten generieren und haben. Ähnlich ist es auch bei unserem Clusterverband, also dem Cluster Chemnitz, Südwestsachsen, bei den anderen Kliniken, bei den anderen 28 Kliniken. Das wird sehr gründlich erfasst, ist auch wichtig und wir sind auch dabei, entsprechende Auswertungen zu machen, weil wir eben selber auch wissen wollen, was bringt das Ganze. Ohne diese Dinge das können wir keine Informationen und keine Empfehlungen herausgeben. Aber die Daten sind jetzt da, ein Impfregister, ist so, von dem wir wissen, dass es noch Jahre braucht, das zu erstellen. Weil ihr das so genau wissen wollt. Vielen Dank. Weitere Fragen? Herr Staufel. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe auch zwei, drei Fragen an Herrn Dr. Grünewald. Sachsen ist das einzige Bundesland, was eine eigene Impfkommission hat. Sie geben als Sächsische Impfkommission Impfempfehlungen ab, die neben den Empfehlungen der bundesweiten STIKO gelten. Können Sie als Sächsische Impfkommission die Impfempfehlungen der bundesweiten STIKO revidieren oder überstimmen? Und die Frage: Was ist genau der Unterschied zur bundesweiten STIKO? Welche Studien haben Sie, die die STIKO nicht hat, zum Beispiel, als Sie schneller waren, die Impfung von Kindern unter 14 Jahren zu empfehlen? Dann sei mir noch Hinweis gestattet, Sie beklagen zu wenig Obduktionen. Ich meine, Sie sind angesehene Persönlichkeit in Sachsen. Sie haben zur Ministerin ständigen Kontakt. Dann tun Sie doch mal was auf den Weg bringen, dass das angestoßen wird. Ja. Und zum Schluss hätte ich an Herrn Lausen halt noch die Frage. Wir haben es auch gerade gehört, die Boosterung, die stagniert. Hospitalisierung steigt aber auch nicht an. Welchen Nutzen hatten jetzt die Bestellung in Deutschland noch 370 Millionen Impfdosen zu vorordern aufgrund dieser Entwicklung? Und wer kontrolliert die Wirksamkeit? Kommt auch man an die RKI-Daten ran, hier Wirksamkeit nutzender Impfstoffe? Das würde mich noch interessieren. Danke. Würde mich an Herrn Lausen. Ne? Danke. Zwar jetzt auch nicht zum Gegenstand des Antrags, aber bitte, Herr Grünewald. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich erkläre die auch gerne. Ich erkläre die ja häufiger. Die kriegen wir auch von der Presse sehr häufig gestellt. Warum gibt es eine SIKO, warum gibt es eine STIKO und wie unterscheiden die sich? Also Nummer eins, das ist inauguriert worden, das ist schon lange her, weit vor meiner Zeit hier in Sachsen. Aber was man ganz klar sagen kann, wir überstimmen nicht, sondern wir geben die Empfehlungen und an das Staatsministerium. Und es gibt eine Verwaltungsvorschrift Impfen, die zuletzt Ende 2022 nochmal geändert worden ist. Das heißt, die Dinge, die wir mehr machen und mehr empfehlen, die werden hier auch in der Regel übernommen. Das ist ein Vorteil für die Patienten. Wir reden von Meningokokkenimpfung zum Beispiel, die weltweit in sehr vielen Ländern gegen den Typ B schon längst Standard ist, aber in Deutschland kein Standard ist, aber in Sachsen empfohlen wird. Mit
einer erklecklichen Zahl an Todesfällen. Wir haben, Sie haben vollkommen recht, wir haben die Impfung für Schwangere, aber auch für Kinder etwas früher empfohlen. Bei den Schwangeren waren es 4 Monate und diese 4 Monate haben dazu geführt, dass hier sicherlich mehr Leben gerettet worden sind. Das kann man wirklich nachweisen. Und wir haben sehr viele Schwangere aus anderen Bundesländern gehabt, die hierher gekommen sind, um sich impfen zu lassen, weil die STIKO eben noch nicht reagiert hat. Warum ist das so? Ich denke, weil wir tatsächlich alle 14 Tage im Rahmen der Pandemie zusammengesessen haben und die Daten bewertet haben. Das sind die gleichen Daten. Wir kommen auch in der Regel zum gleichen Schluss. Der Knackpunkt ist, wir kommen etwas schneller zu diesem Schluss. Das ist alles. Wir haben die gleichen Daten, die veröffentlicht worden sind aus anderen Ländern. Ich hätte auch gerne Daten aus Deutschland, die haben wir nicht so schön. Aber das ist der entscheidende Punkt. Wir sind etwas schneller in der Bewertung, weil wir sehr, sehr eng und sehr häufig zusammengesessen haben. Und auch um das, um diese Frage auch vorwegzunehmen, das machen wir alles ehrenamtlich. Dafür wird keiner bezahlt. Dafür kriegen wir keinen Sponsoring. Wir wollen ja eh kein Geld. 20 Euro pro Meldung einer Impfnebenwirkung. Sie haben gerade gelernt. Vorhin erst. Wir machen das tatsächlich alles für uns selber. Aber man muss ganz klipp und klar sagen, wir können schneller reagieren. Wir sind bei Weitem nicht so ein großer Apparat, wie es die STIKO ist. Und wir haben tatsächlich auch eine sehr, sehr große Unabhängigkeit gegenüber dem SMS. Das ist anders als die STIKO gegenüber dem BMG und dem gemeinsamen Bundesausschuss, dem GBA. Da sind die Unterschiede. Und die Unterschiede sind nicht so sehr in der Art und Weise, was wir empfehlen, sondern wann die Empfehlung implementiert wird. Rotavirus 10 Jahre vor der STIKO. Das ist der einzige Unterschied oder ein wesentlicher Unterschied. Vielen Dank. Weitere Fragen? Ach so, ich muss noch ganz kurz, Entschuldigung, zur Obduktion was sagen. Ja, das stimmt. Wir haben während der Pandemie alle 4 bis 6 Wochen Webinare gemacht für die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, für die Menschen der Gesundheitsämter, waren auch Leute aus den Krankenkassen dabei. Und wir haben immer wieder genau diese Dinge angesprochen, dass wir klären wollen, dass wir Obduktionen haben wollen. Und ich glaube, in dem medizinischen Setting ist es sinnvoll. Den Draht zur Ministerin haben Sie genauso wie ich. Also ich glaube, da können Sie auch gerne hingehen. Entscheidender Punkt ist für mich die ärztliche Überzeugung, dass wir versuchen, Angehörige zu überzeugen, dass sie tatsächlich auch einer entsprechenden Obduktion zustimmen. Das gestaltet sich manchmal sehr, sehr schwierig und nicht erst seit der Pandemie. Vielen Dank. Herr Schaufel, noch eine Nachfrage? Ja, an Herrn Lausen die Rückfrage. Ne? Also ich hatte ja gesagt, 370 Millionen Impfdosen sind vorbestellt und die Wirksamkeit und den Nutzen, Risiko und Nutzen der ganzen Sache. Ob er da bitte noch was dazu sagt. Herr Lausen, bitte. Haben Sie die Frage verstanden? Ja, die Frage habe ich verstanden. Vielen Dank für die Frage. Also Sie fragen mich nach dem Nutzen der Bestellung von 387 Millionen Impfdosen. Ich will das mal so ein bisschen umschreiben, vielleicht kann man daraus ganz gut die Antwort entnehmen. Wir haben ja Zahlen, und wir wissen ja, wie viele Leute sich jetzt mit der ersten, zweiten, dritten und dann auch der vierten Auffrischungsimpfung, also die zweite Auffrischungsimpfung, haben impfen lassen. Wir sind jetzt bei der vierten Impfung, die regelhaft durchgeführt wird, und wir haben 12 Millionen Leute, die sich noch haben freiwillig impfen lassen. Vor diesem Hintergrund würde ich sagen, koppelt sich so ein bisschen die mediale und politische Meinung ab von dem, wie es wirklich aussieht. Viele Menschen möchten sich nicht ein viertes Mal impfen lassen. Das ist zumindest das, was die Zahlen auch ganz deutlich zeigen. Wir haben jetzt vielleicht noch 15% der Menschen in Deutschland, die das wollen. Das entspricht, wenn man das mit Zahlen ausdrückt, etwa der freiwilligen Impfquote damals 2009 bei der Schweinegrippe. Damals waren es 13%, die sich haben freiwillig impfen lassen. Wenn also die Marketingmaßnahmen nachlassen, der Impfkampagne, also die Gelder nicht mehr so stark eingesetzt werden, um Kampagnen zu machen, dann ist der Sinn von der Bestellung von 387 Millionen Impfdosen wahrscheinlich eher gering oder der Nutzen eher gering. Wenn es um die Frage geht, warum man so viel bestellt, und die andere Frage, nutzt es was, sich weiter impfen zu lassen mit diesen ganzen Impfdosen? Dazu möchte ich gerne was anführen. Wir haben in Deutschland eine wunderbare Vergleichsgruppe, nämlich die Soldaten, die Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen. Wir haben 183.000 Menschen dort bei der Bundeswehr, die quasi zu 99% geimpft sind. Und wir konnten nach der dritten Impfung bei den Soldatinnen und Soldaten feststellen, dass wir eine Entkoppelung der Inzidenz zu den 15- bis 59-jährigen Deutschen, die ja geringer geimpft sind von der Impfquote, feststellen
zwischen das 2- und das 4-fache. Das heißt also, im Dezember war die Inzidenz bei den Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten tatsächlich, und die sind sehr stark durchgeimpft, mit 99%, tatsächlich bei 700 bis 800, während sie bei den 15- bis 59-Jährigen bei 200 gewesen ist. Das ist alleine von der Differenz nicht durch die Testunterschiede zu erklären, sondern das ist ganz klar eine Folge, die man hier sehen kann bei dieser geschlossenen Gruppe der Impfquote. Wir sehen das auch beim Uniklinikum in Eppendorf. Auch dort haben wir eine deutlich höhere Inzidenz gehabt als bei der Vergleichsgruppe der Hamburger. Und insofern würde ich sagen, der Nutzen ist eher gering, 387 Millionen Dosen nochmal zu bestellen, weil einfach A, die Freiwilligkeit fehlt, sich weiter impfen zu lassen, B, die Impfkampagne nachlässt, also die Gelder, um die Leute dafür zu motivieren, und C, der Nutzen vielleicht auch sichtbarerweise bei den Menschen angekommen ist, eher gering ist. Danke. Eher gering. Eher gering. Dankeschön. Weitere Nachfragen? Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne noch mal auf das Thema Datenbereitstellung durch die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen eingehen. An Herrn Lausen ist die Frage gerichtet. Der Auftrag nach Infektionsschutzgesetz ist ja klar, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen dem Paul-Ehrlich-Institut die Abrechnungsdaten zur Verfügung stellen müssen. Und wir haben hier durch kleine Anfragen herausgefunden, dass die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen keine Daten an das PEI geliefert hat, mit Stand vor etwa 2 Monaten. Das war die letzte Antwort der Staatsregierung auf unsere Anfrage. Daher an Herrn Lausen die Frage, was seine Erfahrungen aus anderen Bundesländern so sind, ob dort Ihres Wissens nach überhaupt Daten an das PEI geliefert worden sind und wie Sie jetzt die Bestrebungen, die Aktivitäten des Paul-Ehrlich-Instituts diesbezüglich einschätzen, ob diese Daten von dort aus dezidiert eingefordert werden und auch weiter verwendet und verarbeitet werden. Und dann würde ich gerne Herrn Dr. Grünewald noch mal eine Frage stellen zu dem Feld langfristiger Impfnebenwirkungen, die unerwünscht sind. Die Impfungen werden ja erst seit 21 durchgeführt, seit 2 Jahren. Man kann also jetzt, es liegt in der Natur der Sache, über langfristige unerwünschte Wirkungen erstmal noch nicht ganz so viel sagen, aber ich wollte Sie halt gerne mal fragen, ob Sie da Risiken sehen oder das für ausgeschlossen halten, dass wir noch mit langfristigen Folgen, die wir jetzt noch nicht kennen, rechnen müssen und auf welche Erkrankungen außer den inzwischen bekannt gewordenen Myokarditis-Fällen man besonderes Augenmerk legen sollte bei der Beobachtung. Danke sehr. Wir beginnen mit Herrn Lausen. Ja, vielen Dank für die Frage. Also der Bundesgesetzgeber, ich hatte das vorhin schon sehr deutlich in meinem Vortrag erwähnt, hat sich diese Daten gewünscht, weil die Untererhebung der Nebenwirkungen beim Paul-Ehrlich-Institut sehr groß sind und der Gesetzgeber einen Grund gesehen hat, genau diese Daten zu erheben. Also es gibt auch gar keinen Grund, diese Daten schlecht zu reden. Sie sind geeignet und sie sind auch in der Vergangenheit schon herangezogen worden, um Pharmakovigilanz, also Impfnebenwirkungsbeobachtungen, zu machen. Der Gesetzgeber hat das also so gefordert, der Bundesgesetzgeber. Nun haben wir 17 kassenärztliche Vereinigungen. In Sachsen haben wir jetzt gehört, die haben die Daten nicht übergeben, obwohl Frau Köpping selbst schriftlich der Meinung gewesen ist, das wäre geschehen. So ist es nicht gewesen. Das heißt also, diese Daten sind jetzt 2 Jahre lang nicht an das Paul-Ehrlich-Institut gelangt. Wie sieht es in anderen Bundesländern aus? Da muss ich Sie leider enttäuschen. Auch dort sieht es genauso aus. Keine der kassenärztlichen Vereinigungen in Deutschland hat bisher auch nur irgendeine Patienteninformation oder beziehungsweise Erkrankungs- und Diagnosecodes von den Hausärzten, von deutschen Hausärzten an das Paul-Ehrlich-Institut übergeben. Ich muss Ihnen jetzt beichten, dass ich meinen Anwalt aufgefordert habe, im Dezember dieses Datenkonvolut der Kassenärztlichen Bundesvereinigung in Papierform und auch als digitalen USB-Stick an das Paul-Ehrlich-Institut zu übergeben. Ich muss Ihnen dann leider auch sagen, dass bisher aus diesen Daten noch keine entsprechenden Analysen gefolgt sind. Und wir haben ja auch tatsächlich erfahren, dass diese Daten ja eher verschmäht werden. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht erwarten, dass da was passiert. Die Aufsichtsbehörden müssten jetzt hier in den Bundesländern tätig werden. Ich hatte vorhin angedeutet, das Staatsministerium für Soziales ist hier zuständig für die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen. Und so ist es auch in den anderen Bundesländern.
Der Gesetzgeber hat gesagt, werden diese Daten nicht gemeldet und für jeden Einzelfall. Wir haben jetzt also mindestens 8 Quartale hinter uns, nachdem nichts geschehen ist. Das heißt, es wären jetzt hier Bußgeld- und Ordnungswidrigkeitenverfahren einzuleiten, um diese Daten dann doch zu bekommen. Denn ich glaube, das Volk und die Menschen verlieren das Vertrauen in die Impfung umso mehr, umso weniger man sich mit den tatsächlichen Daten beschäftigt. Und insofern kann ich das nur sehr empfehlen, dass da vielleicht nachgebessert wird. Ja, sehr empfehlen. Vielen Dank. Danke, Herr Dr. Grünewald. Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt. Das Erste, was man unterscheiden muss, ist Spätfolgen. Und da kann man sagen, das kennen wir von keiner Impfung. Ja, das kennen wir wirklich von keiner. Seit geimpft wird. Es gibt aber Langzeitnebenwirkungen, das ist richtig. Nämlich, wenn Sie zum Beispiel eine Herzmuskelentzündung haben oder eine rheumatische Erkrankung möglicherweise induziert wird, also gestartet wird oder verschlechtert wird, das kann über einen langen Zeitraum gehen. Und das ist das Entscheidende, dass man dort diese Menschen versorgt, und zwar adäquat mit einer entsprechend hohen Expertise. Das ist ganz klar. Der nicht da ist, und, weil man ja alles vertuscht. Da haben wir relativ belastbare Zahlen. Sie dürfen eins nicht vergessen. Ja, eben. Es sind Milliarden Impfungen weltweit gemacht worden und wir haben eine sehr, sehr große Zahl an Daten, die wir tatsächlich auswerten. Sie haben gehört, andere Länder sind da schon ein ganzes Stückchen weiter, was die Digitalisierung anbetrifft, was die Zusammenführung und die Big-Data-Analyse tatsächlich und die Tiefenanalyse solcher Daten anbetrifft. Da haben wir Nachholbedarf in Deutschland, nicht nur in Sachsen, sondern auch insgesamt in Deutschland. Aber wir haben solche Daten und das ist wichtig. Und auch die längerfristige Versorgung von Menschen, die langfristig oder längerfristig ein Problem haben, was im Zusammenhang mit der Impfung begonnen hat, die ist essentiell. Da bin ich absolut bei Ihnen. Da müssen wir uns drum kümmern. Und das sollte auch adäquat, fachlich gerecht und sinnvoll gemacht werden. Das heißt, dafür haben wir Experten, die sich um den Herzmuskel kümmern können, die sich um rheumatische Erkrankungen kümmern können. Zweite Sache ist die Frage, welche Krankheiten sollten wir denn unter besondere Beobachtung stellen oder welche Symptome? Und da hat Herr Professor Sander ganz richtig gesagt, wir sehen ja, dass Menschen nach der Impfung mit Symptomen kommen und manchmal einen Blumenstrauß an Symptomen, also sehr, sehr vielen unterschiedlichen Symptomen. Und das herauszuarbeiten, welches ist da tatsächlich das Entscheidende, ist manchmal nicht so ganz einfach. Was wir wissen ist, und nicht das so einfach. Ist das, nämlich alles was wir Zufälle, auch gewünscht, ne? haben, wir induzieren durch eine Impfung eine Entzündungsreaktion. Das ist gewollt. Das ist die spezifische Abwehrreaktion. Diese Entzündungsreaktion wird durch entsprechende Gegenmechanismen des Körpers auch in der Regel wieder gebremst. In der Regel. Es gibt Menschen, bei denen dieses Bremsen nicht so optimal funktioniert. Und dann haben wir tatsächlich Impfnebenwirkungen. Und genau das, auf diesem Weg müssen wir versuchen, uns diesem Problem zu nähern. Wir sehen das. Wir sehen das zum Beispiel an bestimmten Bluttests. Da gibt es sehr viele Untersuchungen mittlerweile, dass wir sehen, dass wir die sogenannten Autoimmunreaktionen tatsächlich bei einigen Patienten höher und häufiger auftreten können, die dann wieder verschwinden. Der Knackpunkt ist, warum passiert das? Und dazu brauchen wir immungenetische Untersuchungen. Und alle diese Dinge machen wir gerade, das sollten wir um vielleicht eben mal genau herausfiltern zu können, was kann ein Problem sein, was einen Menschen, der geimpft worden ist, auch länger betrifft. Und ich glaube, das tun wir. Und da, denke ich, sind wir auf einem das ganz guten wir. Weg. Deshalb wir wissen machen die Instagram-Videos, die Immungenetik, weil die anders nicht zu helfen wissen. Reaktionen nach Impfung, aber auch der Reaktion auf die Krankheit. Dünnsches kann man eigentlich nicht labern. Viel mehr als für viele andere. So nennt sich Facharzt. Und das, finde ich, ist ein ganz so wesentlicher Punkt. Was leitet eine Klinik? Das sind Dinge, die nicht so gut an die Öffentlichkeit dringen, aber deswegen sage ich sie hier auch nochmal, ich denke, die haben diese Dinge, die dringen nicht an die Öffentlichkeit. Weg, ich frage mich, warum. Den, ich frage mich, warum. Versorgung, die sind doch so wunderbar anzuschauen. Entsprechend verbessern können. Das sollten wir vielleicht wirklich verbessern, Vielen oder? Vielen Dank. Allein die Nachverfolgung. Ich möchte gerne nochmal eine Nachfrage stellen. Mir ist nämlich ein kleiner Fehler unterlaufen bei meiner ersten Frage. Ich wollte gerne, dass auch der Herr Dr. Mörz die Frage, die jetzt gerade Herr Dr. Grünewald beantwortet hat, dass auch Dr. Mörz nochmal darauf eingeht, auf die Langfristigkeit und auf das genaue Hinschauen, welche Krankheitsbilder unter Umständen interessant sein könnten. Dann Herr Dr. Mörz, bitte. Also, das ist eine gute Sache. Die Frage ist, nach was schauen wir eigentlich? Ne? Wir haben ein neues System. Und das ist ein Pathologe in Dresden, den kann ich mir holen. Und wir haben in den Stream.
eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte. Also wir müssen uns in Richtung Autoimmunerkrankungen fokussieren, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass Eingriffe ins Immunsystem auch etwas mit Zellproliferation zu tun hat und wir müssen uns auch auf jeden Fall in Zukunft auf die Tumorerkrankungen konzentrieren. Das ist, denke ich, das ist wichtig, weil wir haben sicherlich noch nicht komplett verstanden, wie der nicht vorhandene Ausschalter an diesem Impfstoff funktioniert. Und wir haben immer noch nicht verstanden, was wir wirklich in 5 Jahren darüber sagen können. Das können wir einfach nicht. Also es geht einfach nicht. Und wie schon gesagt, also unsere Obduktionsquote wird uns garantiert auch keinen Aufschluss darüber geben, was jetzt Leute, die versterben, an Beierkrankungen sozusagen haben, weil wir einfach nicht nachgucken. Ist einfach so. Wir gucken einfach nicht nach. Es interessiert uns einfach nicht. Bitte. Okay. Weitere Nachfragen? Die anderen Fraktionen nicht mehr? Sie noch? Herr Brandl? Dann hätte ich abschließend noch eine Frage. Ja, die anderen Fraktionen fragen nichts, also dann fragt nur noch die AfD. Mal, die Dunkelziffer der an den Folgen von Corona-Impfungen verstorbenen. Hundertfach höher dazu als gemeldet. Dazu, was den Peil lagen ja bis Mitte 22, also etwa anderthalb Jahre nach Beginn der Covid-Impfungen, 3000, also reichlich 3000 Verdachtsfälle mit tödlichen Ausgang vor. Und die Frage wäre, wie Sie auf der Grundlage Ihrer Analysen, die Sie machen, Ihrer Erfahrungen, diese Anzahl beurteilen, ob Sie diese Zahl für valide halten, dass tatsächlich in dieser Größenordnung Todesfälle überhaupt aufgetreten sind oder ob es aus Ihrer Sicht möglich ist, dass es sogar noch mehr sind. Das wäre die Frage jetzt an Sie. Ja, und an alle Sachverständigen zum Abschluss nochmal die Frage, ob nach allem, was wir auch heute in dieser Anhörung besprochen hatten, was es an bekannten und unbekannten Umständen zur mRNA-Impfung gibt, ob wir da noch von derselben Sicherheit ausgehen können wie von klassischen Impfstoffen oder ob wir uns entscheiden sollten, sowohl die Impfkampagne als auch die Impfung erstmal einzustellen oder ob wir die Impfung und die Impfkampagne bedenkenlos so fortführen können, wie wir das bisher praktiziert hatten. Das wäre meine abschließende Frage an alle 6, an alle 5, Entschuldigung, Sachverständigen. Dankeschön. Herr Dr. Mörz, an Sie ging die erste Frage. Die ist mir gerade eben schon wieder bei der zweiten Frage schon wieder unter den Tisch gefallen. Ich habe ja auch. Kann man nicht kurze Fragen stellen? Können Sie noch mal kurz, das war die Frage, ob Sie die Dunkelziffer, valide darstellen können. Es gibt Abschätzungen zur Dunkelziffer und konservativ geschätzt werden nur, wird die Dunkelziffer sozusagen mit dem Zehnfachen eigentlich angegeben, was wir sozusagen tatsächlich auf dem Papier haben. Konservativ geschätzt. Und das ist nur sehr konservativ geschätzt. Also wir unterschätzen deutlich die Impfnebenwirkungen. Manche sagen hundertfach. Nachfrage dazu? Sie hatten ja, manche sagen hundertfach. Mit konservativ geschätzt meint sie, das ist also eher noch eine zurückhaltende. Sehr zurückhaltend. Also, das sieht man gut. Standardisiert wird das meistens an den anaphylaktischen Reaktionen. Und die anaphylaktischen Reaktionen, die wurden verglichen, was gemeldet worden ist und was zu erwarten gewesen wäre. Und ja, so ist das. Haben alle anderen schon die nächsten Fragen danke. Vergessen? Inklusive dann des wäre noch die Abschlussfrage. Ich hätte jetzt dazu aber noch eine Nachfrage, Herr Brandl. Ich würde die gern stellen, bevor es der nächste Themenkomplex ist. Das mit der anaphylaktischen Reaktion, könnten Sie das jetzt bitte noch mal erklären? Weil die Frage war ja nach den Impfschäden und Sie reden jetzt von den anaphylaktischen Reaktionen. Alle tanzen so um den heißen Brei herum, es ist unfassbar. Zwei Paar Schuhe, oder wie meinen nein, Sie das? Nein, nein, nein. Können Sie bitte einen Satz mehr dazu sagen, Bitte. Da war ich mir nicht ausführlich genug. Also, man erwartet, also eine anaphylaktische Reaktion auf einen Impfstoff ist allergisch, ne? Ist auch eine Nebenwirkung, darf man nicht vergessen, ne? Es gibt den anaphylaktischen Schock.
wenn der nicht behandelt wird, tödlich verläuft. Und man standardisiert sozusagen solche Fragen daran. Man erwartet zum Beispiel bei den aktuell eingesetzten Impfstoffen, dass das eingesetzte Polyethylenglykol zu einer Anaphylaxie bei einem gewissen Patientenklientel führen muss. Das ist einfach so, weil viele Leute gar nicht wissen, dass sie dagegen allergisch sind. Und damit wird sozusagen diese Untersuchung standardisiert. Man weiß es, in der Bevölkerung sind so und so viele Leute gegen diesen Stoff allergisch und die müssen auf jeden Fall mit einer allergischen Reaktion reagieren. Das ist so. Wie Zähne ziehen. Wenn man dann sozusagen die gesamte Bevölkerung dann damit impft oder einen Teil davon, dann müssten dann so und so viele Patienten herauskommen, die eine anaphylaktische Reaktion gezeigt haben. Und eine anaphylaktische Reaktion ist eigentlich meldepflichtig. Und wenn man das sozusagen, jetzt kann man den Prozentsatz einfach nehmen und sagen, okay, eigentlich müssten wir in der Gesamtpopulation, ich habe jetzt das leider nicht im Kopf, meinetwegen 5.000 Meldungen dafür bekommen aber nur 500 Meldungen, unterschätzen wir sozusagen die Melderate einfach. Und dann kommen wir sozusagen zu dieser konservativen Schätzung von dem Zehnfachen und wir erwarten dann sozusagen, eigentlich ist das, was im Dunkelbereich sich befindet, zehnfach höher. Danke für die Erläuterung. Dann kommen wir jetzt zu, oder noch eine Nachfrage dazu? Ja, vielen Dank, wenn ich darf. Also ich würde gerne noch mal darauf Bezug nehmen, um einfach sicherzustellen, dass wir hier nicht aneinander vorbeireden. Das ist mir wirklich wichtig. Denn auf Ihre Nachfrage, Herr Dr. Mirzin, hatte ich dann noch mal gesagt, worum es mir wirklich ging bei dieser Dunkelziffer. Da ging es explizit um die Todesfälle. Ja, weil Sie ja sagten, das ist zurückhaltend konservativ geschätzt. Man muss von einem Faktor 10-mal mehr ausgehen. Das war jetzt meine Frage nicht auf Nebenwirkungen bezogen, sondern auf tatsächliche Todesfälle nach Impfung. Dass wir das hier nochmal sauber ausgestellt haben, nicht dass irgendwie wir aneinander vorbeidiskutieren. Dankeschön. Danke für die Nachfrage, Herr Mörs. Wir müssen bei den Todesfällen genauso davon ausgehen. Genauso. Da kannst du das mal ausformulieren. Gut. Danke. Dann... Wir müssen also davon ausgehen, dass die Todesraten auch um den Faktor 10 untererfasst sind. Jetzt mache ich mal die Arbeit des Doktors, weil der offensichtlich nicht reden kann. Von derselben Sicherheit ausgehen und die Impfkampagne noch eingestellt werden sollte oder nicht. Dann würde ich vorschlagen, wir fangen jetzt mal im Alphabet quasi von hinten an mit dem Herrn Professor Dr. Sandner, dann Herr Dr. Mörz. Entschuldigung, Sander, nicht Sandner. Ja, also vielen Dank für die Frage. Das ist in der Tat wichtig, dass wir uns das nochmal vor Augen führen, dass wir zu keinem Impfstoff, der jemals zugelassen wurde, so viele Daten haben wie zu den Covid-19-Impfstoffen. Ihr guckt es euch noch nicht an. Hat auch kürzlich das Paul-Ehrlich-Institut nochmal bestätigt. Wir haben sehr viele Daten, nicht nur aus Deutschland, aber auch aus Deutschland und weltweit. Diese Impfstoffe sind extrem gut untersucht und wir kennen eben das Nutzen-Risiko-Verhältnis sehr, sehr das gut. Natürlich kennen wir das, was wir über die Jahrzehnte gesammelt haben, zu Impfstoffen auch, aber auch von dem, was wir an anderen Untersuchungen haben, mechanistischen Untersuchungen, wie funktionieren diese Impfstoffe, wie wirken die, aufgrund auch der Daten, die jetzt momentan zur Verfügung stehen, haben wir einen sehr, sehr guten Eindruck davon. Und ich glaube auch, die Daten, die der Herr Dr. Grünewald Ihnen nochmal präsentiert hat, wo das hier vollkommen klar ist, wie das Risiko-Nutzen-Verhältnis ist, bestätigen, dass das der richtige Weg war. Wir sind aus diesem Grunde auf dem Weg in eine endemische Phase, was zwar nicht heißt, dass das Virus harmlos wird, aber dass es weniger hohe und weniger spitze Wellen und eine geringere Krankheitslast gibt. Und das haben wir Impfstoffen zu verdanken. Deswegen sollten wir sicherlich auch in Zukunft weiter auf diese Impfstoffe setzen. Allerdings sind Impfempfehlungen immer an die jeweilige Situation dann auch wieder anzupassen. Es können sich neue Varianten bilden, die, wie gesagt, auch zur Folge haben können, dass wir angepasste Impfstoffe einsetzen müssen. Mhm. Es können noch andere Dinge passieren, die dazu führen, dass man die Impfempfehlung nochmal anpassen muss. In der momentanen Situation haben wir eine gültige Impfempfehlung, sowohl von der STIKO als auch von der SIKO. Und trotzdem will sich keiner mit eurer Suppe mehr impfen lassen. Und die sind den
die sind den Verhältnissen sehr, sehr gut angepasst. Und an diese Empfehlungen können sich alle Ärztinnen und Ärzte und auch alle Personen, die sich impfen lassen möchten, halten und sich daran orientieren. Ich sehe Lauterbach keine, nicht besser keinerlei formulieren können. Gründe davon abzuweichen. Nö, ich sehe auch keinerlei Gründe davon abzuweichen. Bin Vielen Dank, nicht. Herr Professor Sander. Wüsste gar nicht, warum. Mürz. Ich persönlich Danke bin für ein Moratorium der Impfung. Also sprich, wir sollten tatsächlich erstmal auch über die Zukunft nachdenken und tatsächlich nicht weiter impfen. Nicht weiter impfen. Herr Lausen? Ich wünschte, er könnte das mal ausführen. So schnell war ich nicht. Ich bin nicht im Expertenrat. Ich bin auch nicht in der Ständigen Impfkommission und auch nicht in der Sächsischen Impfkommission. Und deswegen kann ich eigentlich nur sagen, ich bin der Einzige, der sich offensichtlich die Daten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung angesehen hat. Ich muss darauf rumreiten. Diese Daten sprechen in anderen Erkrankungen oder Diagnosecodes nicht unbedingt eine gute Sprache. Das bezieht sich jetzt nicht auf die mRNA-Impfung, sondern auf die gesamte Impfkampagne, die zumindest in den Verdacht geraten könnte, dass sie Schädigungsfolgen hervorruft, die auch sich bei den Impfschadenanträgen bemerkbar macht. Das 20-fache in Sachsen sollte Ihnen zu denken geben. Die werden zwar alle abgelehnt, aber wenn Sie sich mal die vorgetragenen Gesundheitsschädigungsfolgen ansehen, dann werden Sie mir wahrscheinlich zustimmen, dass das genau das ist, was hier heute Herr Grünewald und auch Herr Sander beschrieben haben, also die Impfnebenwirkungen. Und ich kann nur sagen, dass man eine Verimpfung nach 2 Jahren, wenn man im Blindflug, und das bezeichne ich als Blindflug, auch wenn wir gehört haben, dass viele andere Daten aus dem Ausland hinzugezogen werden, aber es ist natürlich ein gewisser Blindflug, wenn Sie die vom Gesetzgeber verordneten Daten wissend, dass das Paul-Ehrlich-Institut eine starke Untererhebung von Nebenwirkungen hat, wenn Sie diese Daten quasi über 2 Jahre ignorieren und offensichtlich auch weiterhin ignorieren, dann kann es eigentlich nur zu einem Aussetzen der Vermarktungslizenzen für die Lizenzinhaber führen, bis untersucht worden ist, was hier passiert ist, auch in Bezug auf die Stimmung, dass im Grunde genommen auch in den Krankenhäusern die zwar gesetzlich angeordneten oder verordnungsmäßig von Herrn Spahn noch damals angeordneten Pflichten aus dem Krankenhaus heraus den Impfstatus eines jeden Covid-Patienten zu nennen. Da sehen wir beispielsweise in Sachsen-Anhalt, dass 60-70% gar nicht bekannt sind vom Impfstatus her. Und das sind Meldevergehen, auch die sind Ordnungswidrigkeiten bewährt und müssten auch untersucht werden. Bevor wir das alles nicht untersucht haben, die Daten der Kassenärztlichen Vereinigung, dass die Staatsministerin da entsprechende Verfahren einleitet, wenn das alles untersucht ist, könnte man tatsächlich Vertrauen schaffen bei den Menschen und sagen, okay, wir haben alle Daten jetzt so, wie wir es hätten müssen, untersucht. Es ist alles gut, weil das schafft ja Vertrauen. Es ist alles gut, wir könnten jetzt weitermachen. Aber die bis wollen dahin, genau wir sehen ja, wir kommen in die endemische Situation. Wir sehen ja, es ist keine großartige Notwendigkeit, zumindest bei den jüngeren Menschen, irgendwas zu unternehmen, weil die auch entsprechend nicht gefährdet sind, von einer entsprechenden Erkrankung schwer zu erkranken oder sonst irgendwas. Also den Nutzen werden sie ohnehin nicht so haben. Und ich habe dazu ja ausführlich ausgeführt. Insofern mein Abschlusssatz, ich würde auch sagen, man sollte einen Untersuchungsausschuss jetzt bilden. Herr Dr. Mürz hat Moratorium gesagt, ich würde einen Untersuchungsausschuss sagen, der genau untersucht, was alles nicht gekommen ist, obwohl es gesetzlich gefordert gewesen ist, wer hier im Grunde genommen die Arbeit nicht gemacht hat, die wichtig gewesen wäre, wenn man eine neue Gefahr in Form von Impfstoffen erschafft. Das ist ja immer eine Gefahr, haben wir ja heute nun wirklich sehr ausführlich gehört, wie viele Nebenwirkungen auch von der Sächsischen Impfkommission und anderen hier empfangen werden, also sogar bis zur Pathologie hin. Und insofern würde ich das aussetzen, bis die Zahlen alle da sind, bis alle gefunden wurden, die noch nachmelden könnten. Und dann können wir uns das genau angucken. Vielen Dank. Ja, ich hätte es anders Vielen formuliert, Dank, aber Herr in der Summe wahrscheinlich Professor relativ. Clement. Ähnliches Fahrwasser. Ja, mein Statement ist ziemlich kurz. Ich habe das auch in meinen einführenden Worten zum Vortrag schon gesagt. Ich bin von der Sicherheit der Impfung überzeugt. Allerdings, und es klang schon an, die Lage ändert sich. Wir kommen in eine endemische Situation. Es gibt im Moment keine weiteren Impfempfehlungen hinaus über diejenigen, die wir bereits gemacht haben. Und wir wissen einfach nicht, was in 3 oder 6 Monaten sein wird.
sei es im Hinblick auf entdeckte Zusammenhänge zwischen Impfung und Nebenwirkung oder ja, sei es im Hinblick auf neue Varianten. Und auch damit im Begriff bleibt mir auf eigentlich die neue Variante. Sagen, ich sehe keinen Grund jetzt aufzuhören beim Befolgen der Impfempfehlungen des RKI und der Ständigen Impfkommission. Aber mit Prognosen, was die Zukunft angeht, wann wir wieder auffrischen und wogegen oder ob überhaupt. Wieder auffrischen, weil es die letzten fünf Mal so gut funktioniert hat. Wenn Sie sich auf die Zukunft richten. Vielen Dank, Herr Dr. Grünewald. Ja, ich glaube, wir wissen relativ viel über die Sicherheit der Impfstoffe. Das kann man ganz klar sagen. Mhm. Nicht nur aus Deutschland, vor allem aus anderen Ländern. Aber über die Unsicherheit der Impfstoffe wissen wir nichts. Ich glaube, das ist was, wo wir Verbesserungsbedarf haben. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass wir auch Daten aus Deutschland gerne valider und reliabler haben wollen. Aber wir haben das Sicherheitsprofil aus anderen Ländern und zwar wirklich über Millionen Geimpfte und im Vergleich auch zu den Ungeimpften. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist ganz klar, eine epidemiologische Situation ändert sich. Wir sehen das. Keiner von Ihnen, keiner von uns hat jemals eine Pandemie mitgemacht in diesem Ausmaß. Und entsprechend müssen wir sozusagen reagieren auf die Veränderungen, die uns die Pandemie vorgibt. Und, wie wäre es, wenn ihr darauf reagieren würdet, Schlauberger? Aussagen zur Pandemie betreffend von 2020 vergleichen. Eine Pandemie hat ihre eigenen Regeln, die sind sehr fest und wir können sie nur marginal beeinflussen. Wir haben sie mit den Impfstoffen, so wie die Medien das schreiben, positiv beeinflusst zum Benefit derjenigen, die geimpft worden sind. Und das, glaube ich, sollten wir tun. Aber wir werden auch die jetzigen Empfehlungen anpassen an die neue, an eine mögliche neue Situation. Aber ein Hauptbestandteil und ich glaube, das ist wichtig, die Impfung, dass wir immer frühzeitig reagieren, nicht verzögert, sondern frühzeitig reagieren, an die entsprechende Situation angepasst. Jetzt habt ihr verzögert, ist nicht reagiert. Nur mit solchen entsprechenden Impfempfehlungen tatsächlich zu machen. Zurzeit sind die Impfempfehlungen ganz klar und die unterscheiden sich seitens der SIKO und seitens der STIKO auch nur ganz geringfügig. Aber das ist ein wesentlicher Punkt. Klar. Sie werden sehen, auch das werden wir ändern, wenn entsprechend sich die epidemiologische Situation ändert. Wie es für viele andere Impfstoffe übrigens auch der Fall ist. Nur die diskutieren wir in der Öffentlichkeit nicht so ausführlich. Und das ist ganz spannend. Auch das tun wir regelmäßig. Interessanterweise wird das leider nicht so perzeptiert. Ne? Obwohl ich das auch gerne sehen würde, dass diese Hauptsache Dinge auch Fachidioten mit inkludiert werden würden in solche Diskussionen. Also ganz klar, Empfehlungen reichen aus. Wir müssen nicht 10-mal impfen im Jahr, aber die Empfehlungen, die sind sinnvoll und die sind belastbar. Und das Sicherheitsprofil kennen wir sowohl aus deutschen Daten, aber noch viel, viel besser aus Daten aus dem Ausland, die doch eine eindeutige Sprache sprechen zugunsten der Impfung, was das Nutzen-Risikoprofil anbetrifft. Vielen Dank. Hätte Lauterbach nicht besser sagen können, wie die Sprechstunde der Pharmaindustrie, der Sie sind. Damit ist die Fragerunde beendet. Ich bedanke mich bei allen Sachkundigen für ihre Ausführungen. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, was der Fall zu sein scheint, bedanke ich mich auch bei allen Teilnehmern und beende die Sitzung. Als erstes springt die Dame mit Maske auf, die ganze Sitzung mit Maske dagesessen hat, als einzige wohlgemerkt. Immer noch nichts geblickt, immer noch nichts kapiert. Nach 2,5 Jahren immer noch mit dem Maulkorb. Unfucking fassbar. Eieieiei, danke Freunde, wenn ihr euch erkenntlich zeigen wollt, sei es mit Zitronen oder Euronen. So, und jetzt kommt Tom Lausen. Achtung, geht los, Freunde. Habt ihr noch Bock? Den Müll, den werfen wir mal auf den geschichtlichen Müllhaufen. Diesen hier. Der hat nicht viel gebracht. Selbst Herr Mörz, leider Gottes, nicht viel gebracht. Aber jetzt der Tom. Ich hoffe, dass der noch mal ein bisschen was rausreißen kann. Also, Freunde, ihr habt ihn eben gerade noch im Sächsischen Landtag gesehen. Jetzt kommt er noch einmal zu uns in den Stream. Eigentlich hatten wir gesagt, wir würden das nur tun, wenn die Sache im Hintergrund sich relativ kurz gestalten würde. Er lacht im Hintergrund schon. Ja, dann kam wirklich ein Beitrag nach dem anderen, eine Fragerunde, die ihresgleichen gesucht hat. Eine Sache ist auf jeden Fall klar und das ist, dass man nicht viel von Tom offensichtlich und seiner Meinung gehalten hat. Also irgendwie ist das für mich der Subtext. Tom, du wirst das vielleicht anders erfahren haben. Ich hole dich mal in den Stream, weil
Zuallererst gab es sehr wenig Leute, die in irgendeiner Form auch nur ja, erwähnt haben, ja, dass du überhaupt in dieser Runde existierst. Ganz, ganz viele Fragen gingen an die anderen. Dann kamen Fragen, die beschämend waren, eigentlich mehr für die Fragensteller, ja, als für dich, der du auf diesen Humbug antworten musstest. Aber ich greife voraus, ich habe 2 Stunden hinter mir, die mich sehr hart gezeichnet haben. Ich wollte die ganze Zeit Haare raufen, reinschreien, irgendetwas unternehmen. Wie hast du sie denn empfunden? Wie war das für dich, jetzt gerade dort zugeschaltet zu sein? Ja, also ich muss ganz ehrlich gestehen, erstmal hallo an alle. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass mir das auch teilweise sehr schwer gefallen ist. Aber es sind ja heute wichtige Dinge rausgekommen. Die Experten und diejenigen, die die Impfung dann empfehlen, die SIKO und die STIKO, die kümmern sich nicht um deutsche Daten, auch wenn der Gesetzgeber das so vorschreibt. Ich glaube, ich habe sehr deutlich in verschiedenen Redebeiträgen klargemacht, dass das so nicht geht. Und dass auch die entsprechenden, ich muss mal hier meinen Gebimmel ausmachen, so Entschuldigung, dass die entsprechenden Behörden hier aktiv werden müssen, denn wenn wir sowas in der Zukunft weiterhin haben, dann wird das Vertrauen irgendwann komplett weg sein und wir müssen ja alle zusammenleben miteinander. Und das kann eigentlich nur mit Daten und Datentransparenz und überhaupt mit der Transparenz über eine echte Situation gelingen. Also so wird es ja nichts. Also wir müssen ja mit den anderen Menschen zusammenleben, die anderer Meinung sind. Und damit habe ich auch gar kein Problem. Aber heute, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich eigentlich nur das Wiederholen von Medien gedroschenen Phrasen gesehen, insbesondere bei Herrn Sander. Das tut mir leid, dass ich ihm das so anhängen muss. Von dem hätte ich eigentlich mehr Beweglichkeit erwartet in bestimmten Fragestellungen. Und die hat er eindeutig nicht herausgegeben. Also das ist, der ist der Chef im Expertenrat, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ja, also gut, aber der war ja im Prinzip praktisch gleichzusetzen mit dem Sprecher der Charité, insbesondere die Charité, ja, da hätte man eigentlich wissen müssen, aufgrund der ganzen Verbindungen hin zu Drosten, Co. und Tests und so weiter, wie sie da alle eingesetzt worden sind, dass man von seiner Integrität von Anfang an und seiner fachlichen Kompetenz eventuell etwas weniger halten muss. Na, wie dem auch sei, hattest du das Gefühl, ich hatte ja am Anfang so ein bisschen die Befürchtung, es würde 4-1 gespielt werden, es gab ja 5 Sachverständige, ja, ich dachte, du wärst der Einzige, der mit deiner kritischen Sichtweise daherkommt. Im Nachgang sah es so aus, als wärt ihr 2 zumindest gegen im Prinzip 3 und natürlich die Medienübermacht. Aber wie dem auch sei, wie schätzt du denn die Arbeit von Herrn Dr. Mörz, Michael Mörz ein? Hat der dich in irgendeiner Form erreicht und überzeugt? Ja, also durchaus. Herr Dr. Mörz untersucht ja das Ende des menschlichen Lebens, den Körper, die Überreste. Und er wird, glaube ich, viel darüber zu erzählen haben und hat heute ja auch einiges darüber erzählt, wie, wenn das Ende gekommen ist nach einer Impfung, wie das aussehen kann. Und deswegen hat mich das schon überzeugt. Also ich habe auch gegen die anderen Sprecher nichts. Solange sie, also sie haben ja, das muss man ja einfach so sagen, sie haben ja die anderen Sprecher, also Herr Sander, Herr Grünewald, glaube ich, hieß er, und den letzten habe ich, den weiß ich jetzt nicht, das war einfach nur ein Allgemeinarzt. Andreas Clement. Herr Clement, ja, den kannte ich noch nicht. Aber Herr Grünewald und Herr Sander haben ja doch sehr viel von dem gebracht, was man so landläufig hört. Und das, ich hatte das Gefühl, dass durchaus das, was ich gesagt habe, gehört wurde. Und das reicht mir eigentlich als Ergebnis für heute, denn wichtig ist ja, dass jetzt die Daten kommen. Also wenn, man muss es ja mal ganz einfach sehen. Wenn wir sagen, es gibt eine Gefährlichkeit, also man kann es ja nur in 2 Sachen unterteilen. Die Gefährlichkeit von einer Erkrankung, Covid-19, und die Gefährlichkeit von einer gegen die Erkrankung eingeführten neuen Chemikalie. Das sind die Covid-19-Impfstoffe. So, diese beiden Sachen kann man gegeneinander beschauen. Das sind dann Nutzen-Risiko-Verhältnisse. Wenn man aber schon anfängt, bei der Wirksamkeit einer Impfung im Nutzen-Risiko-Verhältnis die Krankenhausdaten nicht zu überprüfen, also wie viele Leute sind denn im Krankenhaus, die geimpft sind, und wie viele sind ungeimpft, wenn man das quasi schon nicht mehr sauber in irgendeiner Form erhebt, und dann auch, eigentlich sind ja überall Aufsichtsbehörden und Strafen vorgesehen, das heißt also, man müsste, jeder, der keine Maske in einer Versammlung getragen hat, als das angeordnet war, ist verfolgt worden mit 100, 150 Euro Ticket, aber wirklich so, dass auch vor Gericht massiv das durchgezogen wurde, und jetzt erleben wir
wir das extra für diese kassenärztlichen Vereinigungen, extra dafür wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Tatbestand § 73 des Infektionsschutzgesetzes, soll mal jeder reingucken, steht ganz klar drin, wenn Meldeverstöße vorliegen, die nicht liefern, nicht richtig liefern, nicht vollständig liefern oder nicht nachliefern, dann wird das mit bis zu 25.000 Euro je Einzelfall bestraft. Da verstehe ich nicht, wieso man gegen die kassenärztlichen Vereinigungen Vorstände nichts unternimmt. Und das habe ich heute gesagt. Und wenn das passiert, dann werden die auch irgendwann mal anfangen zu liefern. Und dann haben die Daten, aus denen heraus sie sehen können, gibt es Häufungen von Erkrankungen, die wir vorher nicht hatten, wie zum Beispiel Myokarditis. Und dann ist das eigentlich alles ganz einfach. Es ist wirklich ganz einfach, genau das. Es ist wirklich ganz einfach. Jetzt warst du heute zugeschaltet, ne, in diesem Landtag, der war irgendwie nur mäßig besetzt. Was hast du gehalten von den Fragen, die aus der Runde kamen, der unterschiedlichen Fraktionen? Welche sind dir da besonders in Erinnerung geblieben, ob sie jetzt brilliert haben oder eventuell intellektuell etwas tiefer angesiedelt waren? Also ich habe die meisten Fragen ja schon auch in den Bundesausschüssen, also im Gesundheitsausschuss des Bundes so gehört. Das sind so die üblichen Fragen. Wenn man den ganzen Tag vorm Fernseher sitzt, beziehungsweise abends nach Hause kommt und vorm Fernseher sitzt, dann existieren ja auch gar keine anderen Fragen. Wenn man den Fernseher nicht anmacht, kommt man vielleicht auf neue Fragen. Und tatsächlich fand ich es ganz interessant, dass ich von der Dame von der CDU gefragt worden bin, ob meine ICD-Codes richtig oder nicht richtig sind. Also ich habe die Frage gar nicht mehr so richtig drauf. Und dann hat sie ICD-10 gemeint. Ich dachte, was meint sie denn? Und habe ihr dann ein bisschen geholfen. Also ich würde sagen, man sollte keine Fragen stellen, wenn man keine Ahnung hat. Und ich würde sagen, sie hatte in dem Fall leider keine Ahnung von dem, was sie da fragt. Ich denke, dann ist sie wahrscheinlich vorgeschickt worden, um mich zu diskreditieren. Das war also ein leichter Versuch, mal die Daten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung irgendwie zu schmälern. Tut mir leid, hat alles nicht funktioniert. Und die anderen Fragen an die anderen Sachverständigen, ja, ich fand das alles okay. Also man hat, glaube ich, viel sehen können. Das war schon ganz interessant. Also zufrieden war ich natürlich nicht. Darauf wollte ich gerade hinaus. Hattest du das Gefühl, dass es einigermaßen ausgewogen war von den Fragestellungen her, vielleicht auch von der Zusammensetzung des Panels her? Hattest du das Gefühl, dass das von vornherein in Anführungszeichen so sortiert worden ist, dass man auf ein bestimmtes Ergebnis hingearbeitet hat? Oder hast du wirklich das Gefühl gehabt, okay, da konnte jeder zu Wort kommen? Insbesondere, wie bewertest du eventuell diesen Einwurf, den es ja mehrfach von der Gesprächsleitung gegeben hat, dass man sich untereinander bitte nicht kritisieren darf? Ja, ja, dass man sich nur loben darf? Ja. Und aber nicht kritisieren. Wie hast du das empfunden? Das finde ich völlig in Ordnung. Das ist ja, das Format sieht das ja nicht vor. Es ist so, dass man muss sich das so vorstellen, da sitzen welche, die wissen nicht alles oder vielleicht gar nichts über eine Sache und laden dann entsprechende Sachverständige, also der Ausschuss lädt dann entsprechende Sachkundige ein. Also in Sachsen heißt das nicht sachverständig, sondern sachkundig. Also da ist ein anderes Wort. Und die laden die sich dann ein und dann fragen die. Und die wollen in diesem Format ja nicht erreichen, dass die untereinander anfangen, sich gegenseitig schlecht zu machen. Das kann ich schon verstehen. Mir ist allerdings ein bisschen der Kragen geplatzt, als ich gemerkt habe, dass der wichtigste Mann im Expertenrat und auch der wichtigste Mann in der Sächsischen Impfkommission die Daten nicht hat. Dass Paul, also die Daten von der Kassen, also von 72 Millionen gesetzlich Versicherten, deren Krankheitsdaten haben die nicht angesehen. Also es ist ja wirklich, das ist ja ein Armutszeugnis. Und jetzt am Ende haben sie ja noch gesagt, ja, wir haben also alles aus dem Ausland, da wissen wir alles. Wir haben die besten Daten der Welt und sie, ja, Ausland, Ausland, Ausland. Und anstatt die gesetzlichen Pflichten einfach mal durchzuführen, das haben sie nicht gemacht. Insofern kann ich nur sagen, ja, also das ist in Ordnung, wenn sie da mal zwischenstochert. Ich hätte das eigentlich gar nicht sagen sollen und habe es aber gesagt, weil ich selbst einfach echt erschrocken war. Ich habe gedacht, die haben sich die Daten wirklich mal angeguckt. Also der Chef der Experten, des Expertenrats, des Bundes sollte doch die gesetzlich verordneten Daten mal ansehen. Bitte. Ja. Und der Chef der SIKU, der Empfehlungen ausspricht, bitte, die sollten sich die Daten mal ansehen. Ja, das ist mehrfach also davon kein Vertrauen zustande. Jetzt ist in Bezug auf Daten mehrfach auch das Wort Dunkelziffer gefallen und diesbezüglich, denke ich mal, sollte man auf jeden Fall im Kopf behalten, dass die eine Zahl auf jeden Fall deutlich untererfasst worden ist. Hier wurde gesprochen konservativ von um den Faktor 10, die Impfnebenwirkungen. Schließt du dich dieser Einschätzung ein oder ist es eventuell sogar noch viel höher? Das muss ich gar nicht. Ich muss mich da gar nicht anschließen. Es gibt da ganz klare Belege. Das Paul-Ehrlich-Institut selbst spricht darüber. Da habe ich gerade noch einen Link zugeschickt bekommen in einem, ich glaube, Bulletin heißt das. Ne? Also man kann auch Bulletin sagen. Da steht das drin, da schreiben sie es selber und jetzt muss man ja mal eine Sache sehen. Wir hatten beim Paul-Ehrlich-Institut 244.000, ich sag mal, normale Impfnebenwirkungen im Sicherheitsbericht, als damals die Daten der BKK
mir zugespielt, beziehungsweise nicht zugespielt, sondern mir zur Verfügung standen. Und daraus konnte man hochrechnen, es sind 2,5 bis 3 Millionen Arztbesuche mit Impfnebenwirkungen gewesen. Und das wollte ja keiner wahrhaben. Und dann kam ja von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung raus, es waren tatsächlich 2,5 Millionen. Also du kannst sehen, es sind hier tatsächlich, das Zehnfache ist also das Mindeste, was wir, wovon wir ausgehen dürfen, dass da eine Untererhebung ist, tatsächlich. Ja. Und das, wie Herr Dr. Mörs gesagt hat, ist das wahrscheinlich auch bei den Todesfällen der Fall. Und dann sind wir wieder an meiner Pressekonferenz, die im Dezember stattgefunden hat. Ich gehe nämlich nach wie vor davon aus, dass wir 20.000 bis 30.000 mehr Tote haben. Die werden nur von der Staates nicht gezählt. Die werden woanders hin verschoben und dem gehe ich jetzt auf den Grund. Wo die Frage nach die Frage nach der Übersterblichkeit ist heute nicht wirklich gefallen. Dabei haben wir doch sowohl aus dem Sommer, aus dem Herbst und ich glaube jetzt die letzte Zahl tatsächlich sogar aus dem Winter gehört, dass die Übersterblichkeit in Deutschland um 19% im Prinzip oder bei 19% liegt. Sie ist nicht um 19% gestiegen, sondern sie ist jetzt bei 19%. Wie bewertest du das? Hätte das heute in irgendeiner Form Erwähnung gebraucht? Also ja, vielleicht, das ist ein interessanter Punkt, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, natürlich, hätte ich vielleicht einfach von mir aus erwähnen können. Man muss ja immer sagen, wenn man neue Impfstoffe einführt und auf einmal hat man eine hohe Übersterblichkeit, neben den ganzen anderen Impfnebenwirkungen mit 2,5 Millionen Arztbesuchen und hast du nicht gesehen und viele Erkrankungen auf einmal, kein Personal mehr da und also ganz ehrlich, dann liegt der Verdacht natürlich immer nahe, dass man das mal untersucht, ob es damit zu tun hat. Ich habe das übrigens gemacht. Ich habe ja die Kassenärztliche Bundesvereinigung gebeten, alle Leute, die mit diesen R-Codes, also plötzlich und unerwartet, also unklare Todesfälle, dass sie mir deren Medizingeschichte schicken für die letzten 5 Jahre, sodass man also sehen kann, hatten die eine Corona-Infektion, ne, oder waren sie also in gewisser Weise auch in bestimmten Altersgruppen anzusiedeln gewesen und so weiter. Also all das habe ich jetzt angefragt. Ob ich die Daten jemals bekommen werde, weiß ich nicht. Ich bin ja nicht sehr beliebt in Bezug auf die Sachen, die ich sage, aber ich glaube, einer muss sie sagen. Ich sage sie dann auch gerne. Ich habe mich daran gewöhnt, das zu sagen und insofern werde ich damit eigentlich auch weitermachen. Gut, und die Daten, sie geben dir ja recht. Ich habe immer noch unser letztes Gespräch im Hinterkopf, als du richtigerweise begonnen hast, zum Beispiel auch das Suchverhalten online der Menschen in Korrelation zu setzen mit so den Phänomenen, die wir in der echten Welt da draußen sehen. Das ist jetzt hier ein Interesse im zeitlichen Verlauf, ein sogenannter Google-Trend bei immerhin der größten Suchmaschine weltweit, eben Google, ja, die ich glaube für 98% aller Suchanfragen verantwortlich ist. Und wie ich gucke mir hier an, den Begriff Übersterblichkeit aus irgendeinem Grund, und ich sage jetzt natürlich nicht, dass es irgendwas mit irgendetwas zu tun hat, das habe ich ja jetzt gelernt nach 2,5 Stunden von dem Gesülze von den anderen Sachverständigen. Meine Worte, nicht deine. Und du bist natürlich ausgeschlossen, lieber Tom. Aber wie dem auch sei, auch wenn nichts mit nichts zu tun hat, googelt man also die Trends, ja, der eben Google-Suchen der Leuten innerhalb der letzten Jahre, sieht man also einen Spike. Wir haben ja heute auch über Spike-Proteine gesprochen. Und zwar hier ab ungefähr Mai 2020. Das wird vermutlich natürlich jetzt damit begründet sein, dass man damals große Angst hatte vor der Corona-Welle, ne, die ja um sich gegriffen hat, eben gerade im ersten und zweiten Quartal 2020. Und dann sieht man einen größeren neuen Spike hier aufkommen, der aufkommt unmittelbar und sofort, ja, mit eben der Diskussion oder auf jeden Fall der Einführung rund um die Sicherheit eben dieser Impfstoffe. Das sieht man, kann man wirklich wunderbar hier nachvollziehen. Am 20.12.2020 hat begonnen, wirklich in einem Ausmaß, das seither immer wieder gekommen ist. Ja, inzwischen ist das Interesse, wie du gesagt hast, an den Impfungen verpufft. Ja, ist im Prinzip diese Diskussion weiterhin relevant geworden. Aber vor diesem Hintergrund, lieber Tom, eine Frage an dich. Du siehst es ja, ne, die Daten sind jetzt da, aber gleichzeitig hast du es ja auch erwähnt, das Interesse, sich grundsätzlich mit dem Thema Impfung zu beschäftigen, scheint ja so ein bisschen in den Hintergrund zu geraten. Es ist einerseits natürlich sehr, sehr schade, dass wir erst jetzt diese belastbaren Daten haben, aber stehst du in Anführungszeichen auf verlorenem Posten, weil egal wie gut die Qualität der Daten jetzt also noch wird, die Leute mit dem Thema einfach abgeschlossen haben? Ja, ich glaube, viele haben damit abgeschlossen. Das ist auch völlig verständlich. Aber das spielt keine Rolle für die Arbeit, die ich mache. Denn wenn jetzt eigentlich erst die Schädigungsfolgen zu sehen sind und man sieht unter anderem auch, dass ganz viele Behörden nicht mitgearbeitet haben und einfach nach einem bestimmten Gusto entschieden haben, ob Informationen rausgegeben werden oder nicht. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe ja den GKV-Spitzenverband mit einer Informationsfreiheitsanfrage überzogen, weil die BKK Provita
mir offensichtlich keine Daten geben wollte und sich damit abstimmen wollte mit dem GKV-Spitzenverband. Und dann haben die mir die gesamten Schriftwechsel, die so behördenintern gelaufen sind, mussten sie mir zur Verfügung stellen. Und man muss sich das einfach mal vorstellen. Behörden denken, sie können irgendwas im Geheimen machen. Das können sie nicht. Es sind ja letztendlich Behörden. Und da gibt es eine Aktenwahrheit. Und sie können nicht einfach irgendwelche eigenen Pläne machen, was sie machen und was sie nicht machen, sondern sie haben sich an die entsprechenden Vorschriften zu halten. Daran hält sich offensichtlich gar keiner mehr, also auch bei Ordnungswidrigkeitenverfahren und so weiter. Und ich möchte das einfach nur aufzeigen und möchte dann entsprechend die Konsequenzen dafür sehen, weil sonst man den Behörden ja gar nicht mehr vertrauen kann. Und das kann eigentlich nur das Schlechteste bedeuten, weil wenn man den Behörden nicht mehr vertraut, dann wird auch die Politik mit mehr Gewalt reagieren, vermutlich, gegen die Menschen, die das nicht gut finden. Und das kann nicht zu einem besseren Zustand in unserem Land führen. Also möchte ich am liebsten jetzt, wo das Interesse weg ist, für Transparenz sorgen, also für viele Nachmeldungen von Daten von Krankenhäusern, was die Patienten hatten. Hatten die einen Impfstatus, hatten die keinen, sodass man also hinterher die Dinge doch noch beurteilen kann, möglicherweise. Und dann wissen die Leute Bescheid. Weil ich glaube, unter diesen Umständen jetzt, wenn jetzt nochmal so eine Pandemie quasi in den Kalender kommt, die jetzt bewältigt werden muss, warum auch immer, die könnte man dann, da kann man voraussehen, dass dann das sehr rüde wird, weil viele Leute einfach jetzt wissen, die kümmern sich nicht, die Behörden, und die werden alles tun, um sich der Regierungsmeinung zu unterstellen. Die Medien tun das auch, die wirtschaften meines Erachtens komplett ab, weil sie überhaupt nicht kritisch sind. Man sieht es an den Faktencheckern, die gehen hin, suchen sich irgendein Institut, das irgendwas dazu gesagt hat, das ist dann der Faktencheck und damit sind sie dann fertig. Und im Ergebnis kann man nur sagen, das kann es nicht sein, das kann kein Vertrauen erzeugen und das ist auch keine Zukunftsvision auf der Welt oder in diesem Land, in dem ich lebe, als Möglichkeit, vernünftig miteinander zu leben. Das kann es nicht sein. Ich bin aber froh, dass ich diese Sachen alle sagen kann, auch an den entsprechenden Stellen. Was ich nicht sehen konnte, kannst du ja vielleicht mal was zu sagen, weil ich das nicht sehen konnte, ob im Saal Bewegung war, ob da Leute rausgegangen sind. Das hätte mich mal interessiert, ob Abgeordnete einfach gegangen sind. Also in der Tat sind ein, zwei gegangen, aber das konnte man nicht wirklich irgendwie jetzt zuordnen, ja, dem Auftritt eines besonderen, sage ich mal, Redners. Also es ist nicht so, dass man den Raum verlassen hat auf einmal, als du angefangen hast zu sprechen. Es gab grundsätzlich sehr wenig Bewegung. Man muss fairerweise auch sagen, Ehre wem Ehre gebührt, die haben sehr lange durchgehalten. Auch ihr, die Redner, ne, habt ja genauso lange durchgehalten, aber auch im Raum wenig Bewegung, aber auch wenig Emotion. Also bei so einer, sage ich mal, so einem hitzigen Thema hätte ich in irgendeiner Form erwartet, dass es da irgendeinem die Hutschnur platzt, weil in Anführungszeichen wissen doch beide Seiten schon längst, was sie sagen wollen. Ja? Und auch die Fragensteller, mein persönlicher Eindruck, habe ich das Gefühl, haben sich ein bisschen verhaspelt. Teilweise wurden Fragen gestellt, so lang wie meine Monologe. Ja? Also da vergesse ich ja sogar den Anfang, ja, wenn ich am Mittelteil erst angekommen bin. Also das fand ich ein bisschen schade, aber zu diesem Format vielleicht gerade, du hast es ja erlebt, ne? Du hast es erlebt und zwar am 12. Dezember, als du vor einem AfD-Hintergrund sitzend entsprechend danach sehr viel Kritik einstecken musstest für deinen Auftritt. Erwartest du das jetzt auch, weil du in Anführungszeichen als Sachverständiger hinzugerufen worden bist auf den Antrag, den ebenfalls wieder die AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag in den Raum gestellt hat? Naja, eingeladen hat mich ja der Sächsische Landtag, beziehungsweise dieser Ausschuss, die Staatsministerin. Insofern folge ich der Einladung und wer den Antrag stellt, ist dabei egal. Ich freue mich über jeden Antrag, der gestellt wird, der diese Sachen transparent darlegt. Und wenn er nun mal von der AfD kommt, jeder kann ja mal selbst recherchieren, wer hier überhaupt solche Fragen stellt. Das sind in der Regel die AfD. Jetzt hat die CDU offensichtlich auch Blut geleckt und hat eine bundestagskleine Anfrage geschrieben, die ich ganz interessant fand. Also, und heute hat das erste Mal die CDU mich gefragt. Das finde ich gut. Hat sie ja, die Dame, die nach diesen Daten die ICD-Codes gefragt hat. Die CDU im Sächsischen Landtag hat dich gefragt. Also jetzt nicht so, dass du jetzt im Hintergrund gerade einen anderen Termin ausarbeitest, wo die CDU möchte, dass du im Bundestag sprichst. Dass wir das richtig verstehen. Nee, bis jetzt nicht. Also da steht ja auch nichts an. Also dieses Thema ist ja quasi auch schon dort so ein bisschen um die Ecke. Jetzt geht es halt darum an die harte Arbeit. Ich habe es heute angekündigt. Das Staatsministerium hat entsprechende Ordnungswidrigkeitenbescheide herauszugeben an die Vorstände. Wir werden das nachfassen. Ich lasse das nicht so auf sich beruhen. Das muss nachgefasst werden in jedem Bundesland.
Das kann sehr teuer werden, wenn man 8 × 25.000 rechnet für die Verstöße für die jeweiligen Vorstände. Wenn man für die Krankenhäuser 2.500 pro Nichtmeldung eines Impfstatus eines Patienten und keine Nachmeldung sieht, dann gibt es da schon eine Menge zu tun. Und beim Paul-Ehrlich-Institut muss man auch sehen, ob die Messinstrumente von irgendjemandem vernünftig überprüft werden. Also es gibt viel zu tun, denn sollte nochmal so eine Situation eintreten, brauchen wir ja eine gewisse Stabilität in dem Vertrauen, das wir haben können. Und das kann man nur, wenn wir wissen, die machen ihre Arbeit auch gewissenhaft. Denn wenn sie die Verordnung und Gesetze anwenden würden, die notwendig sind, um Nutzen und Risiko zu ermitteln, dann würde das, glaube ich, sogar ganz gut funktionieren. Bis jetzt haben sie es nicht gemacht, haben wir ja heute gehört. Ja. Ich muss mich jetzt auch gleich entschuldigen, weil natürlich kriege ich jetzt 2, 3 Anrufe. Alles klar. Aber ich wollte kurz reinschauen, weil du ja auch gefragt hattest. Und insofern, wenn du keine Fragen mehr hast, würde ich mich jetzt ausklinken wollen. Eine letzte Frage nur noch. Ziehst du ein positives Resümee? Es hat dich ja jetzt sehr viel Kraft auch gekostet und Zeit gekostet, dich vorzubereiten, das ganze Thema nachzuarbeiten und so weiter und so fort. Würdest du so etwas für die Zukunft weiterhin in Erwägung ziehen, vor Landtagen zu sprechen? Oder hast du inzwischen das Gefühl, du machst das ja jetzt bald schon zum zweiten Mal, dass du im Prinzip jetzt auf Medienresonanz hoffend, ja, dich so angreifbar auch machst mit deiner ehrlichen Meinung, würdest du das weiterhin in Erwägung ziehen? Eigentlich habe ich das Gefühl, ja, aber andererseits möchte ich es gerne nochmal von dir hören. Ja, wenn sich, natürlich, wenn sich jemand vor mich stellt und mir das alles widerlegt, was ich hier sehe, dann kann ich darüber diskutieren und dann kann ich vielleicht auch beruhigter die Sache beiseite legen. Aber im Moment hat sich ja heute auch wieder keiner angeboten, mal zu sagen, diese Daten sind kompletter Blödsinn. Sie gehen ja nicht mal auf diese Daten ein, also muss ich weitermachen. Ich muss so lange weitermachen, das lässt sich nicht ändern. Alles klar, gut. Dann wir haben keinen anderen, wir haben auch keinen besseren, ja, um das zu machen in diesem Sinne. Ich wünsche dir wirklich maximalen Erfolg bei dieser Sache und verlass dich gerne auf unsere mediale Unterstützung. Wann immer du irgendetwas hast, klingel durch und ich habe dich gerne als Gast in der Sendung. Du bist danke dir, bis bald, tschüss. Alles klar, ciao. So, liebe Freunde, der Tom hat tatsächlich, also ich sage Ehre, wem Ehre gebührt, ne? Er hat jetzt noch einmal reingeguckt, das war nicht selbstverständlich nach diesem Marathon, den er da gerade hingelegt hat. Es war für uns alle schwer, ja, das durchzuhalten, durchzustehen. Mich habt ihr innerlich wahrscheinlich mit mir selber kämpfen und ringen sehen. Es ist zum Mäusemelken hier, liebe Freunde. Manchmal möchte man sich die Haare raufen, manchmal möchte man sich die Haut abziehen. Es ist unfassbar, ja. Die würden dann wahrscheinlich auch sagen, dass es irgendwie, es liegt an Corona und ist keine Impfnebenwirkung. Na, wie dem auch sei, ich sehe es als sehr, sehr wichtig an, dass Tom diese Arbeit macht. Ich bin nicht mit allem einverstanden, wie er es macht. Ich finde, dass er teilweise sich sehr, sehr gewählt ausdrückt. Ich kann nachvollziehen, warum er das tut. Er ist Datenanalyst, ich bin Medienschaffender. Ich suche in Anführungszeichen den plakativen Angriffspunkt, während er in den Details stochert. Aber ich würde mir natürlich wünschen, ne, dass er in Anführungszeichen halt wirklich ein wenig mehr in die Offensive geht, weil die Daten geben ihm ja recht. Die Daten geben ihm recht und das ist das Einzige, was belastbar, das Einzige, was relevant ist. Alle anderen, ja, verweisen auf irgendwelche Daten in angeblichen Studien, die sie meistens nicht gelesen haben, ja, aus dem irgendwelchen Ausland oder hast du nicht gehört, als wenn die Situation in Israel, die eine ganz andere ist als unsere, erklären würde, ja, warum wir in Deutschland das eine oder andere eben, ja, Phänomen erleben. Ja. Wir wissen natürlich, dass das alles Ausflüchte sind. Wir wissen, dass uns das alle hier auf die Barrikaden bringt im übertragenen Sinne und ich wünschte, wir würden aufhören, ja, um den heißen Brei herumzureden und wenn man schon mal die Gelegenheit hat, im Sächsischen Landtag zu sprechen, dass man den Leuten da auch die Leviten liest. Ja. Natürlich kann ich nachvollziehen, er muss dann das sogenannte Long Game spielen, also im Sinne von, er muss aufpassen, ne, dass er sich da nicht irgendwie verbraucht oder verbrennt. Er will ja auch für die Zukunft eingeladen werden können. Ja. Aber manchmal geht es nicht nur darum, dass man eingeladen wird, manchmal geht es darum, die Wahrheit zu sagen. Denn hätten wir am Anfang 2020 genügend die Wahrheit gesagt über diesen ganzen Corona-Narrativ-Mist, liebe Freunde, hätte uns das alles erspart bleiben können. Dann hätten wir alle kollektiv das Schwierigste gemacht, was wir offensichtlich nicht in der Lage waren zu tun, nämlich gar nichts. Ja, hätten wir auf all das hier verzichten können und dann hätte auch ein Tom Lausen, ja, und alle anderen, auch ich, ja, niemals zu diesen Höhenflügen ansetzen müssen, um jetzt eventuell zu versuchen, zu verhindern, ja, dass es noch schlimmer kommt. Ja, weil dann wäre das eingangs gar nicht so schlimm gekommen. In diesem Sinne, liebe Freunde, also ich kann euch auch nur einladen, diesen Stream noch einmal zu teilen, diesen Kanal noch einmal zu abonnieren, auf Facebook zu liken und alles weitere zu tun, was ihr gerade macht, weil ich glaube, es war auf jeden Fall ein großer Nutzen, dass ihr von diesem Auftritt von Tom und auch Herrn Merz, möchte ich sagen, Merz heißt der Mann, ja, dass ihr davon Notiz genommen habt, weil anderweitig, liebe Freunde, seid mal ehrlich, ja, also wäre ich nicht live gegangen, wer von euch hätte tatsächlich in den Livestream des Sächsischen Landtags geguckt
um dieses Thema in irgendeiner Form auch nur debattiert zu sehen. Jetzt wisst ihr es. Jetzt wisst ihr es, wie es aussieht im Sächsischen Landtag, wie diese Debatten dort entsprechend ablaufen und vor allen Dingen, warum da leider Gottes in nächster Zeit vermutlich sogar mit Daten nicht viel Hoffnung eben ist, dass unserer Situation irgendeine Abhilfe herbeigeredet werden kann. Was wir stattdessen machen können und weiterhin machen müssen, in der Zwischenzeit, liebe Freunde, ist die Werkzeuge zu nutzen, die wir haben, wenn uns ein Tom Lausen gerade nicht zur Verfügung steht. Und das ist unter anderem zum Beispiel eben dieser Film. Plötzlich und unerwartet, liebe Freunde, ihn gibt es unter plötzlich-und-unerwartet-derfilm.de. Sind uns jetzt Moderatoren zugeschaltet? Ansonsten mache ich es einfach nochmal selbst. Ausrufezeichen PLU ist das wunderbare Kommando dafür. Und zwar führt euch das auf eben diese Webseite plötzlich-und-unerwartet-derfilm.de. Ich weiß, einige von euch haben das bereits schon gesehen, aber heute haben uns hier in der Höhe über 2000 Menschen zugeschaltet, wenn man davon ausgeht, dass die in der Regel auch nicht länger als 10, 20 Minuten das Gesülze der Landtagsabgeordneten ausgehalten haben, sind hier sehr, sehr viele Leute heute durchgerutscht durch diesen Stream und haben sich da einiges eben angeguckt. Und deshalb ist davon auszugehen, dass einige von euch diesen Film noch nicht kennen, ihn sich aber eben anschauen sollten. Im weitesten Sinne, liebe Freunde, zeigt er sehr gut auf, was hier auch inzwischen MDR-Beiträge und andere eben bringen. Ja, nur, wie gesagt, dass die, wie gesagt, auch pathologisch so weit gehen, dass die halt eben schauen, okay, wie hoch ist er denn der Preis? Ja, den nicht einfach nur die Deutschen, sondern international die Menschen eben bezahlt haben mit dieser ganzen Corona-Vakzin-Nummer, die entsprechend teilweise halt auch solche Menschen hinterlassen hat. Und das sind nicht einfach nur irgendwelche kleinen Nebenwirkungen, die man eben so schnell vergehen. Für mich auch einer der Lowlights war, dass man wirklich gesagt hatte, die Entzündung, die auf eine Impfung folgt, die ist vorgesehen, die ist Teil des Prozesses und man hofft einfach, dass der Körper irgendwann die Antikörper eben entwickelt, damit so etwas nicht dauerhaft passiert. Aber so etwas passiert dauerhaft und zu hören, dass diese mRNA sind ja keine Impfungen, sondern Therapien, so etwas hervorrufen und zwar tausendfach in jeder einzelnen Nation, in der sie passieren, auch wenn die Meldungen das nicht reflektieren, das stimmt mich unglaublich, muss ich sagen, jetzt nicht depressiv, aber eigentlich inzwischen wütend und deshalb habe ich diesen Film gemacht und arbeite auch noch an vielen anderen Projekten, liebe Leute, um diese Message nach außen zu tragen. Dieser Film garantiert, ich muss es leider Gottes sagen, spannender, als 2,5 Stunden im Sächsischen Landtag zuzugucken. Es gibt ihn unter plötzlich-und-unerwartet-derfilm.de. Und ich kann ihn euch nur allerwärmstens ans Herz legen, weil, wie gesagt, ein besseres Instrument, um die Leute da draußen zu erreichen, hatten wir noch nie. Der ist weltweit zig Millionenfach gelaufen. Ihn gibt es in unterschiedlichen Sprachen und unter anderem eben auch jetzt auf Deutsch. Gut, Freunde, an dieser Stelle, ihr habt es gesehen, ich habe alles stehen und liegen gelassen und habe gesagt, okay, ich schmeiß mich noch einmal in diese Sache rein, putze mich noch mal raus, wenn der Anlass entsprechend halt so hoch ist. Tom war ja auch wunderbar gestylt, gut, fairerweise muss man sagen, den kenne ich auch gar nicht anders. Der wacht dann wahrscheinlich morgens so auf und sieht so aus. Ich muss mich lange Zeit noch erst hübsch machen für euch, aber ich mache das gerne. Und wenn ihr euch ein wenig erkenntlich zeigen wollt, dann geht bitte unter etvc.de/danke, nutzt diese Kontonummer, wenn ihr mir eine Kleinigkeit schicken wollt oder ballert Zitronen in den Stream. An dieser Stelle sei noch einmal gesagt, wir können die weiterhin nicht verteilen. Der D-Live-Support ist angeschrieben, damit wir diese vermaledeite Kiste, die diese Zitronen irgendwie sammelt, auch irgendwann wieder öffnen können. Aktuell scheint das nicht der Fall zu sein, dass das möglich ist. Ich habe es nicht vergessen, sondern ich warte einfach nur auf Antwort des Supports. Es kann sich nur um wahrscheinlich Wochen handeln. Entschuldigung, aber bis dahin bleiben wir auf jeden Fall, egal ob mit Zitronen oder auch ohne Zitronen, an der Sache dran. Aber nichtsdestotrotz, danke dir, lieber Knurfix, lieber Liuas und alle anderen, die hier jeweils immer eine Zitrone oder einen Cent Gegenwert eben reinschicken. Heute wird es keinen Stream mehr von mir geben. Ursprünglich hatte ich noch ein Thema im Gepäck, aber nachdem wir jetzt schon so lange wirklich auf Sendung gegangen sind, muss ich sagen, für heute, denke ich mal, reicht's. Wir haben jetzt gerade schon 3 Stunden und 10 Minuten hinter uns und dabei dachten wir eigentlich, es wird ein Kurzauftritt von Tom und dann ist es wirklich der längste Tag geworden, an den ich mich in jüngerer Vergangenheit erinnern kann. Mir bleibt nur, mich bei euch wirklich zu bedanken. Also ihr wart gut, ihr wart stark, ihr wart zahlenmäßig auf jeden Fall sehr furcht- und respekteinflößend und das tut gut zu wissen, dass ihr Interesse habt und auch in eurem Nachmittag Zeit gefunden habt, um hier noch einmal reinzugucken. Ich kann euch nur empfehlen, auf Telegram noch einmal dazuzukommen, etwaige relevante Infos zu diesem Stream, zu anderen Streams, wann ich live komme, mit welchen Themen ich live komme und so weiter und so fort, gibt es entsprechend auf Telegram und ich glaube, das lohnt sich, an dieser Stelle mal reinzugucken. Ansonsten gibt es mich mit
145 weiteren Streams auf etvc.de, wenn ihr mich unterstützen wollt, indem ihr weitere Streams freischalten wollt zu spannenden Themen. Gestern hatten wir zum Beispiel Lützerath im Programm. Dann geht auf etvc.de und hört euch an, was ich zu dieser Tragödie dort eben zu sagen habe. Es handelt sich in meinen Augen nämlich tatsächlich um eine Art Verdummung im Endstadium, und den Überblick zu diesem Thema, den gibt es auf etvc.de, unserem Schwesterportal im Internet, ja, das entsprechend unzensiert die unverblümte Wahrheit in die Stratosphäre ballert. In diesem Sinne, liebe Freunde, Dankeschön, dass ihr dazugekommen seid. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ja, freue mich, dass ihr dazugekommen seid. Danke euch umso mehr, dass ihr dabei geblieben seid, und hoffe, euch wiederzusehen frühestens morgen mit einem spannenden Thema wieder auf etvc.de. Bis dahin, macht es gut. Wenn ihr heute Abend auch nur noch eine einzige Sache macht, es war nie so leicht wie heute, weil heute habt ihr mehr Zeit dazu denn je. Normalerweise bin ich immer late night im Programm. Aber wenn ihr heute am langen Abend, der euch noch bevorsteht, das ist gerade erst 16.55 Uhr, ja, noch etwas macht, dann lasst es bitte das Nachdenken sein. Weil wenn ihr das tut, diese wunderbare Sache, die da heißt Nachdenken, wird es in der Regel eine produktive Angelegenheit für alle Beteiligten. In diesem Sinne, macht es gut, aber macht. Tschüss, ich bin raus, euer Eli.